Ich war Rettungsschwimmer für einen Pool, der nur nachts geöffnet hat. Ich sollte es geheim halten, aber ich halte es nicht mehr aus. Der Schwimmbadkomplex, in dem ich arbeite, entspricht optisch erst einmal der Norm, auch wenn er ziemlich groß ist. Er liegt nicht im Stadtzentrum, sondern eher am Stadtrand und bietet daher viel Platz zum Arbeiten. Es gibt Turnhallen, Sportplätze und mehrere große Schwimmbecken, die alle durch warme und angenehm feuchte Plexiglastunnel miteinander verbunden sind. Das ist zu dieser Jahreszeit besonders angenehm. Manchmal, wenn ich mit meinen Shorts, Sandalen und dem Rettungsschwimmerhemd durch einen solchen Tunnel gehe, sehe ich jemanden draußen, der im Schnee durch seinen Mantel friert, und ich bin erleichtert, auf dieser Seite des Glases zu sein. Meine Chefin ist eine exzentrische Frau, die Geschäftsführerin. Sie lacht und lächelt viel, aber sieht von Tag zu Tag müder und ausgelaugter aus. Es ist, als ob ich zusehen könnte, wie der Stress sie in Echtzeit altern lässt. Ich glaube, sie muss es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Wir sind schließlich nur Mitarbeiter einer Freizeiteinrichtung. Ich überlege, ob ich ihr das jetzt in der Besprechung sagen soll, zu der sie mich gerufen hat. Ich bin nicht besorgt, wir kommen gut miteinander aus und ich bin ein guter Mitarbeiter. Als ich bereit bin, meine Gefühle diplomatisch zu formulieren, beginnt sie zu sprechen, bevor meine Lippen auch nur zucken können. »Wie lange arbeitest du jetzt schon hier, Dan?« fragt sie mich und tippt mit dem Finger auf den Schreibtisch. »Ungefähr ein Jahr, glaube ich«, antworte ich, und es entsteht eine Pause. Ich kann nicht genau sagen, was, aber irgendetwas ändert sich plötzlich. Die Atmosphäre wird ein wenig angespannter, ein bisschen ernster. Ich bewege mich unbehaglich. Kate, meine Chefin, blickt vom Schreibtisch auf und über meine Schulter. Ich drehe mich um und sehe durch die offene Tür einen meiner Kollegen hinter mir. Ein netter Kerl. Er ist schon länger hier als ich, denke ich. Aber in dem Moment, in dem meine Augen seine treffen, wendet er sich ab und geht außer Sichtweite. Ich schaue zurück zu Kate und die Stille hält an. Ein verlegenes Lachen, mehr nicht, bringe ich zustande. Sie erwidert es nicht. Mitarbeiter, die schon so lange bei uns sind wie du, Dan, haben die Möglichkeit, sich etwas dazu zu verdienen. Aha, okay, antworte ich mit hochgezogenen Augenbrauen. Sie reibt geistesabwesend ihr Handgelenk und streicht dabei mit dem Daumen über das V, das sie dort tätowiert hat, während sie nachdenklich an die Wand schaut. »Wir machen hier manchmal Nachtsitzungen, wusstest du das?« sagt sie und sieht mich immer noch nicht direkt an. »In echt?« »Ich denke darüber nach.« »Nein, nein, das wusste ich nicht. Ist das neu?« »Nein«, antwortet sie und geht nicht weiter darauf ein. Noch mehr Schweigen. Ich knirsche vor Unbehagen ein wenig mit den Zähnen. Die Luft ist, wie immer in diesem Komplex, warm und feucht, aber trotzdem schießt mir eine Gänsehaut über die Arme. »Kate, ist alles in Ordnung?« Sie erhebt sich von ihrem Stuhl. »Komm bitte einmal mit.« Schweigend stehe ich auf und folge ihr. Der Komplex ist bis spät in die Nacht geöffnet, zumindest die Sporthallen, aber die Schwimmbäder werden in etwa 10 Minuten schließen. Es ist dunkel und außer dem fallenden Schnee kann ich nicht viel sehen, wenn wir durch die Gänge gehen. Denn wenn die Angestellten ein Jahr bei uns sind, werden ihre Arbeitszeiten etwas reduziert. Ich fange überrascht an zu protestieren, aber sie beruhigt mich. Keine Panik, dein Lohn bleibt gleich. Er steigt sogar. Aber einmal in der Woche musst du ein paar Stunden im Nachtschwimmbad verbringen. Ich versuche, das zu verarbeiten. Ein paar Stunden nachts? Warum habe ich davon noch nichts gehört? Wie ich schon sagte, es ist nur einmal pro Woche. Sie führt mich einen Korridor nach dem anderen hinunter, durch eine Reihe von Umkleideräumen und vorbei an unserem unbeliebtesten Pool. An dem Pool selbst ist nichts auszusetzen. Er hat nur eine ungewöhnliche Form und liegt ein bisschen weiter weg als die anderen drei. Kate führt mich durch eine der Türen auf der Rückseite, vorbei an dampfenden Rohren und surrenden Filtern. Ich gehe um die Ecke unter einem blinkenden Notausgangsschild hindurch und ich merke, wie ich ein wenig unruhig werde. Mein Bauchgefühl signalisiert mir Unbehagen, aber ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. »Das ist also der Weg zum Nachtschwimmbad«, frage ich. »Das ist richtig«, sagt sie leise. »Ein Pool, von dem ich bis eben noch nichts wusste, für eine Öffnungszeit, von der ich nicht einmal wusste, dass es sie gibt.« Kate sagt nichts. Und wir stehen am oberen Ende einer gekachelten Treppe, eine, die nach unten führt,
hinunter in die feuchte Düsternis. Kate schwankt auf der obersten Stufe. Sie hält sich am Metallgeländer fest. Dann, mit einem langsamen Seufzer, steigt sie hinunter und ich folge ihr wieder besseren Wissens. Hinunter in die Dunkelheit. Kates Sandalen klappern auf den Fliesen, während wir hinuntergehen, und meine hallen leise nach, während ich ihr folge. »Das ist ziemlich gruselig, Kate«, sage ich mit einem schwachen Kichern, aber wieder erhalte ich keine Antwort. Mein Atem wird flach. »Kate?« höre ich mich in die Leere sprechen. »Verdammt nochmal!« »Kate!« »Es tut mir leid, Dan«, murmelt sie. »Es tut mir leid, wirklich, Dan. Aber hierfür brauchen wir dich.« Wir kommen endlich am Fuß der Treppe vor einem offenen, gekachelten Bogen in der Wand an. Die Welt dahinter ist rot. Tiefes, düsteres Rot, denn der Raum ist in nichts als rotes Licht getaucht. »Jesus«, murmle ich ungläubig, trete einen Schritt vor und gehe zusammen mit Kate in diesen geheimnisvollen, unterirdischen Poolraum hinein. Ein tiefes, leises Brummen dröhnt von oben durch die Rohrleitungen. Das stete Tropfen von Wasser ist zu vernehmen. Ich schaue mich um und versuche, alles in mich aufzunehmen. Am Rande des Beckens steht ein einsamer Rettungsschwimmerstuhl. An einer Wand stehen ein paar Schließfächer. Und was das Becken selbst angeht... Das Becken ist rechteckig, wie man es erwarten würde. Und das Wasser ist dunkel. Fast schwarz in diesem Licht. Aber das Merkwürdigste sind die sieben Flüsse. Das Becken sieht zwar im Kern genauso aus wie jedes andere, hat aber sieben abzweigende Wasserzuläufe. Sie ziehen sich durch Lücken in den gekachelten Wänden in die Ferne, durch wässrige Tunnel, die in die Dunkelheit führen. »Kate, komm schon, was ist das für ein Ort?« Kate packt mich plötzlich an den Schultern und ich fluche erschrocken. Mein Herz klopft vor Angst. »Dan«, sagt sie und starrt mir dabei verzweifelt in die Augen. »Mach einfach deinen Job. Nur 2 Stunden lang. Setz dich in diesen Stuhl und mach deine Arbeit. Du musst, verstehst du? Du musst!« Sie spricht mit einer solch kalten Überzeugung, einer solchen Willenskraft, dass ich nicht anders kann, als mich von ihr beeinflussen zu lassen. An das, was sie sagt, zu glauben. »Also ich sitze einfach da und was?« »Und mach deine Arbeit«, sagt sie wieder und lässt mich los. Sie zittert. 2 Stunden heute Abend, und nächste Woche brauche ich dich für 2 weitere. Du wirst tagsüber flexibler sein und auch nicht mehr so oft kommen müssen. Ich danke dir, Dan. Ich bin oben, wenn du mich brauchst. Warte, das war's? Du willst mich jetzt gleich hier unten haben, alleine? Kate wendet den Blick ab und reibt sich die Augen. Sie beginnt, zurück zum Bogen zu gehen. Kate, warte! Ist das ein Scherz? Ein Scherz? Sie wirft einen Blick über ihre Schulter zu mir zurück. Ihr Gesichtsausdruck macht deutlich, dass dies kein Scherz ist. 2 Stunden, Dan«, sagt sie, während die Rohre zischen und der Filter hungrig in der Dunkelheit gurgelt. »Nur 2 Stunden, dann sehe ich dich oben und du kannst nach Hause gehen.« Damit verschwindet sie und lässt mich mit dem in rotes Licht getauchten unterirdischen Pool allein. Ich stehe eine Minute lang da und bin einfach verblüfft. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist Wahnsinn. Dieses unheimliche Becken, ganz leer und allein hier unten in der Dunkelheit. Ich sehe mich noch einmal um. Schaue zu den 7 Flüssen, welche in 7 Tunneln in den Wänden münden. »Wo zum Teufel führen die überhaupt hin?«, frage ich mich laut. Ich schaue hinüber zu dem Rettungsschwimmerstuhl. Ein stiller und stummer Wächter über dem dunklen Wasser. Ich schaue auf meine Uhr. 2 Stunden. Sie will dich für 2 Stunden hier unten haben. Ich gehe hinüber zum Stuhl. Meine Schritte klingeln plötzlich viel lauter in der unheimlichen Stille. Das Wasser plätschert leise gegen den Beckenrand neben meinen Füßen. Das ist verrückt. Das muss doch ein Scherz sein. Ich sollte einfach wieder nach oben gehen und mich weigern. Aber ich tue es nicht. Irgendetwas an Kates Verhalten hat mich wirklich erschreckt. Also werde ich es nur dieses eine Mal tun, um zu sehen, was das Problem hier ist, und dann eine Entscheidung treffen. Also klettere ich in den Rettungsschwimmerstuhl und lasse mich dort nieder. Der einsame Beobachter über einem Meer aus Schwarz und Rot. Das Wasser sprudelt, die Feuchtigkeit treibt mir den Schweiß auf die Haut.
und ich beobachte. Ich beobachte das Wasser, wie es meine Pflicht ist. Übrigens, es passiert nichts. Nicht beim ersten Mal. Als sich die 2 Stunden dem Ende zuneigen, wird mir ein wenig mulmig zumute, aber ich schiebe das auf eine leichte Dehydrierung. Und als meine Zeit endlich um ist, springe ich vom Stuhl auf und eile davon, da ich keine weitere Sekunde an diesem beunruhigenden Ort verbringen möchte. Als ich die Treppe hinauf und durch den Komplex zu ihrem Büro zurückkehre, ist Kate schon weg, also gehe ich einfach nach Hause und spreche am nächsten Tag mit ihr darüber. Kate, sage ich ihr, ich will das nicht tun. Du kannst das Gehalt und die flexiblen Arbeitszeiten behalten, aber schick mich nicht wieder dorthin zurück. Denn ich werde nicht mehr mit dir darüber diskutieren. Es tut mir leid, aber so ist es nun einmal. Kate, hör zu, es macht mir Angst, okay? Ich will nicht. Du wirst wieder runtergehen. Nein, werde ich nicht. Doch, schreit sie, du wirst. Und schlägt mit der Hand auf den Schreibtisch, woraufhin Stille in der Umgebung eintritt. Sie hält inne. Dann bricht sie in Tränen aus und stützt ihr Gesicht in ihre Hände. Ich mache mir nicht die Mühe, noch etwas zu sagen. Ich gehe einfach hinaus. Was gibt es da noch zu sagen? Etwas später an diesem Tag spreche ich mit einem meiner Kollegen. Ein Typ namens Rex. Ich frage ihn nach dem Pool und ob er Antworten für mich hat. Du musst es einfach tun, murmelt er und fixiert mich dabei mit seinen müden Augen. Wenn du es nicht tust, wird es jemand anderes übernehmen, richtig? Wie lange arbeitet Francesca schon hier? Du magst sie doch, oder? Ich meine, ich weiß nicht so recht, stottere ich. Wie lange ist sie schon hier, Mann? Nun, ungefähr 11 Monate, schätze ich. 11 Monate? Ja. Rex sagt kein weiteres Wort. Er reibt sich nur nachdenklich das Handgelenk. Ich schaue nach unten und stelle zum ersten Mal fest, dass sein Tattoo sich genau an der gleichen Stelle befindet wie das von Kate. Es besteht aus 3 nebeneinander stehenden großen I's in Druckbuchstaben. I, I, I. Oder eine römische 3? Ich will ihn darauf ansprechen, aber er klopft mir nur auf die Schulter und geht davon. So vergeht eine Woche. Und ich stehe wieder an der Spitze dieser düsteren Treppe, die in den roten Abgrund hinabführt. Ich kratze mich in Gedanken versunken am Arm, innehaltend, überlege. Ist mein Job das wirklich wert, denke ich bei mir? Ist er das wert, wieder an diesen schrecklichen Ort zurückzukehren? Ah, ich blöde Schissbuchse. Es sind doch nur 2 Stunden. 2 Stunden, in denen du auf deinem Arsch sitzt. 120 Minuten ausharren und du behältst einen der besten Jobs, die du je hattest. Es gefällt dir doch hier. Eigentlich. Du hast gerade eine Gehaltserhöhung bekommen. 2 blöde Stunden in einem blöden roten Raum. Sei ein Mann und beweg deinen Allerwertesten jetzt die Treppe herunter. Und das mache ich. Aber irgendetwas Komisches geht hier vor sich. Irgendetwas stimmt hier nicht. Und ich werde herausfinden, was es ist. Kate sieht mir in letzter Zeit kaum noch in die Augen. Irgendetwas ist ernsthaft mit dir los. Und das macht mir Angst. Ich atme tief durch, als das Licht schwächer wird und sich in ein totales, eindringliches Rot verwandelt. Ich trete auf den feuchten Kachelboden der untersten Etage und gehe vorsichtig durch den Bogen in den Poolraum. Wie zuvor völlig leer. Ein Becken mit 7 abzweigenden Flüssen. Flüsse, die durch Tunnel in den Kacheln verlaufen und im Dunkeln verschwinden. Und der Rettungsschwimmerstuhl, der geduldig auf meine Ankunft wartet. Ich gehe hinüber und klettere hinauf. Mit einem kleinen Seufzer und gefalteten Händen sitze ich da und blicke auf das Wasser. Dunkel. Schwarz. Es verschluckt das schwache rote Licht und schüttelt sich leise. Verlangt nach mehr, vielleicht. Ich starre auf das Wasser. Ich warte und wünsche mir, dass die Zeit schneller vergeht, bis ich weggetreten bin. Eine Regung. Ich werde von etwas, das ich für eine Bewegung im Wasser halte, aus meinen sorglosen Dösen aufgeschreckt. Panisch halte ich mich an der Seite des Stuhls fest und lehne mich nach vorne, die Augen weit aufgerissen und auf die Mitte des Beckens starrend. Mein Herzschlag ist plötzlich schnell und schmerzhaft. Ich warte und beobachte. Ich warte auf eine Bestätigung dessen, was ich glaube gesehen zu haben, und hoffe inständig, dass es nur eine Einbildung war. Ich starre eine Minute oder länger auf die Stelle im Pool
Und gerade als mein Herz sich zu beruhigen beginnt und ich mich entspannen kann, sehe ich es wieder. Es ist subtil, aber es ist da. Ein kleines Plätschern im Wasser. Ein Plätschern und ein Auffühlen. Scheiße, murmle ich, dann ein bisschen lauter. Scheiße, scheiße, scheiße! Vielleicht ist es nur ein Filter, ein Blubbern vom Grund des Beckens. Aber wie als Antwort auf diesen Gedanken plätschert es wieder und ich beobachte mit kaltem Entsetzen, wie das Wasser ansteigt und Dampf von der Oberfläche des Beckens aufsteigt. Eine lange, dunkle Gestalt schlängelt sich durch den roten Schatten auf mich zu, dann gleitet sie wieder hinunter in die Tiefe. Was für eine abgefuckte Scheiße ist das denn? Ich habe zwar noch 10 Minuten auf der Uhr, aber ich bin fertig. Ich bin raus. Ich springe vom Rettungsschwimmerstuhl auf und taumle über die rutschigen Fliesen am Beckenrand zurück durch den Bogen zu den dampfenden unterirdischen Hinterzimmern und die Treppe hinauf in den Komplex. Ich rase durch einen Korridor nach dem anderen. Wie es scheint, ist Kate heute Abend noch hier, wie ich bei meiner Ankunft in ihrem Büro feststelle, mit rotem Gesicht und flachem Atem. »Was zum Teufel soll das, Kate?« schreie ich sie an. »Sag mir, was hier los ist! Sag mir, was zum Teufel hier los ist!« »Glaubst du, ich wollte das?« murmelt sie mit leiser Stimme und beugt sich vor. Sie scheint von meinem Ausbruch nicht im geringsten überrascht zu sein. »Glaubst du, ich wollte Teil dieser Hölle sein, Dan?« Sie kratzt sich an dem V-Tattoo, das sie auf ihrem Handgelenk hat. »Wir tun unsere Pflicht als Rettungsschwimmer.« »Als Rettungsschwimmer?« Ich erlaube mir ein Lachen und strecke meine Hände aus. »Ha! Das ist doch verrückt!« »Sag mir, Kate, was genau ist in diesem Pool unter unserem Komplex?« Sie sieht mich an. Dann schaut sie auf ihre Uhr. »Du hast deinen Posten früher verlassen«, sagt sie. »Niemand beobachtet den Pool.« »Niemand beobachtet den...« Beginne ich ungläubig, dann halte ich inne, schließe die Augen und atme tief durch. »Kate«, sage ich zu ihr, »ich kündige.« Und ohne ein weiteres Wort drehe ich mich um und verlasse das Büro im Laufschritt. Fröstelnd verlasse ich den Komplex im Schnee und, obwohl ich meinen Job früher geliebt habe, habe ich vor, nie wieder zurückzukehren. Nie wieder. In dieser Nacht leide ich unter schrecklichen, schrecklichen Albträumen. In ihnen ertappe ich mich dabei, wie ich nach Luft ringe, hustend und stotternd. Meine Lunge füllt sich mit fauligem, dunklem Wasser, während ich mich Richtung Oberfläche kämpfe. Die Oberfläche, die immer weiter und weiter weg ist. Ihre Richtung ändert sich ständig. Und ich werde beobachtet. Sie beobachten mich durch das Wasser hindurch. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich in der Nacht aufgewacht bin, und um 5 Uhr morgens bin ich zu verängstigt, um wieder einzuschlafen. Ich verbringe den nächsten Tag damit, eine neue Beschäftigung zu suchen. Aber in der darauffolgenden Nacht sind die Träume die gleichen, wenn nicht noch schlimmer. In der Nacht danach kommen sie wieder, erneut. Und in der Nacht danach. Es gelingt mir nicht, tagsüber wach zu bleiben. Die Träume suchen mich zu jeder Stunde heim. Ich bin zu erschöpft, um richtige Mahlzeiten zu kochen. Ich traue mir nicht einmal mehr zu, mein Auto zu fahren. Und als ich es nicht mehr aushalte, bin ich sofort wieder in Kates Büro. Zerzaust und verzweifelt frage ich sie: Wie kann ich sie dazu bringen, aufzuhören? Wie kann ich diese verdammten Träume stoppen? Sie steht auf und geht zu mir hinüber. Sie zieht mich in eine Umarmung. Mach einfach deinen Job, sagt sie sanft. Du bist ein Rettungsschwimmer. Und dann? Es tut mir leid, Dan. Es tut mir sehr, sehr leid. Es gibt keinen anderen Weg. Also kehre ich zu meinem Job zurück. Einmal in der Woche mache ich meine Schicht in diesem schrecklichen, monströsen, unterirdischen Pool. Manchmal bleibt das Wasser ruhig. Manchmal sind die Nächte völlig ereignislos. Und manchmal sehe ich Gestalten in der Dunkelheit, die durch die Oberfläche des Beckens gleiten. Und meine größte Angst bleibt, dass eines Tages eines der Dinger im Wasser auf die Fliesen klettert und ich nicht in der Lage sein werde zu entkommen. Die Albträume kommen nur noch in der Nacht vor meiner Schicht und sie sind nicht mehr so intensiv. Aber ich kann damit umgehen. Ich kann damit umgehen. Sie sind nur so stark, wie es nötig ist, nehme ich an, um mich daran zu erinnern, meine Pflicht zu tun. Meinen Job zu machen. Das Wasser zu überwachen. Woche für Woche.
Wie lange muss ich das tun? Frage ich Kate. Ich frage Rex. Ich frage die anderen, die schon länger hier sind als ich. Aber keiner von ihnen gibt mir eine Antwort. Und eines Tages geschieht etwas, das schlimmer ist als meine größte Angst. Schlimmer als eines der Dinge in der Dunkelheit, die durch die Oberfläche brechen. Und es ist so vorhersehbar. Ich kann nicht glauben, dass ich es nicht habe kommen sehen. So klassisch und schmerzhaft offensichtlich, dass ich mich für einen Idioten halte, weil ich mich nicht früher darauf vorbereitet habe. Ich bin gezwungen, meinen Job zu machen. Meinen Job als Rettungsschwimmer. Denn in einer schrecklichen Nacht sehe ich einen Jungen im Wasser. Die Nacht beginnt wie jede andere. Ich fühle mich unwohl und habe Angst, während ich in meinem Stuhl sitze. Ich beobachte, wie das Wasser leise aufgewühlt wird. Ich höre, wie die Rohre über mir zischen und rumpeln. Vielleicht wird es wieder eine ruhige Nacht, hoffe ich. Vielleicht wird es heute Nacht keine Störungen geben. Und in diesem Moment sehe ich ihn. In dem Moment sehe ich den Jungen. Ein Kind, welches gerade durch einen der Tunnel getrieben wird. Einen der Flüsse hinunter und in die Mitte des Beckens, paddelnd und gezogen von einer unmöglichen Strömung, die ich nicht ausmachen kann. Hilfe! Schreit er und ich kann die Angst aus seinem rot angelaufenen Gesicht sehen. Papa! Papa! Wo bist du? Ich kann nicht glauben, was ich da sehe. Hey! Rufe ich. Hey, Junge! Hier drüben! Aber der Junge reagiert nicht auf meine Stimme. Er schaut sich einfach nur um, dreht sich im Kreis und ruft nach seinem Vater. Papa, wo bist du? Seine Stimme hallt an den gekachelten Wänden wieder, während das tiefrote Licht über die Wasseroberfläche schimmert. Junge, hey, Junge! Ich versuche, in meine Pfeife zu blasen. Er reagiert nicht. Ich springe vom Stuhl auf die Fliesen und winke mit den Armen, aber der Junge sieht mich einfach nicht. Es ist, als würde er durch mich hindurchsehen, wenn er sich in meine Richtung dreht und der arme kleine Kerl beginnt zu husten. Er hat den Mund voll Wasser und stottert und würgt. Seine Schläge werden immer unregelmäßiger, während er immer wieder um Hilfe ruft. Er ertrinkt und der Einzige, der ihm helfen kann, bin ich. Mein Blut wird kalt, als ich weitere Unruhen im Wasser sehe. Am äußersten Rand dunkle, schlängelnde Gestalten. Und Kates Stimme dröhnt wie eine Sirene durch meinen Kopf. Mach deinen Job! Als Bademeister musst du deinen Job machen! Die Zeit scheint sich zu verlangsamen. Ich beobachte, wie der Junge wirklich zu kämpfen beginnt. Wie er beginnt, unter das Wasser zu tauchen. Er spritzt und schreit um Hilfe. Um Hilfe? Aber natürlich, ich bin der Einzige, der ihn hören kann. Ich knirsche mit den Zähnen. Mit aufgerissenem Kiefer treibt mein Blut, das einst kalt war und nun in Wallung gerät, mich mit einem Adrenalinstoß an. Ich mache einen langen Schritt nach vorne, dann noch einen. Es fühlt sich langsam an, aber ich bewege mich schnell, das merke ich. 3 schnelle Schritte und ich schieße vom Beckenrand nach vorne. Ich springe nach vorne. Ich springe über den Rand hinaus in die Dunkelheit des Unbekannten. Der Junge ist ein paar Meter vor mir. Er kommt näher und näher. Und ich schlage mit einem großen Platschen auf dem Wasser auf und ein Schwall von Luftblasen schießt an meinen Ohren vorbei. Einen Moment lang bin ich in der Zeit gefangen und treibe im Nichts, verloren und allein in der wässrigen Dunkelheit. Das Becken ist unvorstellbar tief, unergründlich tief. Ich kann den Grund nicht sehen. Etwas Massives und Langsames lauert weit unter mir. Ein schattenhaftes Ding, das sich mit Bewegungen wie die Wellen eines dunklen Meeres gegen das bittere Ufer stemmt. Und ich weiß, dass das, was auch immer es ist, mich sehen kann. Ringsum im Wasser kommen die schlängelnden Gestalten näher. Die Zeit kehrt zu ihrer normalen Geschwindigkeit zurück, als ich nach Luft schnappe und mich durch die Dunkelheit auf mein Ziel zubewege. Auf den Jungen, der verloren und allein ist und Hilfe braucht. Ich habe dich! Ich stottere, während ich ihn unter den Armen packe. Sofort drehe ich mich um und bahne mir einen Weg zum Rand, während der Junge hinter mir zittert und bebt. Meine Arme und Beine arbeiten so schnell ich nur kann, doch ich werde das schreckliche Gefühl nicht los, von den Dingern im Wasser flankiert zu werden. Ich komme näher und näher. Näher. Immer näher. Ich weiß nicht, was passiert, wenn sie mich erreichen. Aber das tun sie nicht. Wenigstens nicht heute.
Ich erreiche den Rand und mit einem Aufschrei der Kraft reiße ich den Jungen an mich, halte ihn an meiner Brust fest und klettere ungeschickt auf den Rand. Ich rolle vom Beckenrand weg, halte ihn immer noch fest und versuche, so viel Abstand zwischen uns und dem Wasser zu bringen, wie es mir möglich ist. Ein Blick zurück verrät mir, dass die bedrohlichen dunklen Gestalten leise zurück in die Tiefe schleichen, und ich bleibe erschöpft stehen, sehe auf den Jungen hinunter und helfe ihm, sich aufzusetzen, während ich zum Atem komme. Aber es gibt keinen Jungen, nicht mehr. Nur eine knabenförmige Form, die ganz aus Wasser besteht. Und in der Sekunde, in der ich diese Tatsache begreife, verhält sich das Wasser so, wie man es erwarten würde. Es rinnt einfach durch meine Hände hindurch, plätschert über die Fliesen und schwappt über. Und davon. Einst ein Festkörper. Und dann formlos. Verschwunden. Noch immer keuchend drücke ich mich an die Wand. Ich lehne mich dagegen, durchnässt, und sitze eine Weile einfach nur da. Verarbeite. Ich versuche zu denken, alles zusammenzufassen, und es gelingt mir nicht. Als ich ein leichtes Jucken an meinem Handgelenk spüre, schaue ich nach unten. Und da, vor meinen Augen, im roten Schein des Pools, formt sich ein I. Ein dünnes, dunkles I. Oder eine römische Eins. Es sieht aus wie eine Tätowierung. Was bedeutet es? Frage ich Kate, als meine Schicht zu Ende ist. Erschöpft und verängstigt stehe ich vor ihr am Eingang des Komplexes. Ich musste mich beeilen, um sie vor ihrem Schichtende abzufangen. Der Schnee fällt in Strömen und der arktische Wind verbrennt eisig meine nasse Haut. Aber das ist mir egal. Die Lichter durch die Türen des Komplexes hinter mir schicken meinen Schatten weit über den Schnee hinaus und beleuchten Kates Gesicht und leuchten in ihre Augen. Augen, die traurig in meine zurückblicken. Der Wind treibt die Zipfel ihres Mantels zur Seite. Was hat das zu bedeuten? Rufe ich über den Sturm hinweg und zeige ihr mein Handgelenk, woraufhin sie ihren Ärmel herunterzieht und ihr eigenes zum Vorschein bringt. Das V. Sieben Seelen, flüstert sie mit einer Stimme, die ich kaum verstehen kann. Sieben Flüsse, sieben Tunnel und sieben Seelen, die gerettet werden müssen. Und dann sind auch wir wieder frei. Ich verstehe das nicht. Kate, bitte! Sieben Seelen, Daniel, sagt sie, als sie wieder zu mir aufsieht. Mit einer Stimme voller Kummer, Entschuldigung, eine Stimme voller Warnung und Hoffnung. Rette sieben Seelen und deine Pflicht ist erfüllt. Wir sind die Wächter und es ist an uns, die Leben zu schützen. Ohne ein weiteres Wort dreht sie sich um und verschwindet im Sturm. Das düstere Geheimnis der Laternenhexe. Ach, komm schon, Bob. Sie ist nicht wirklich eine Hexe. Das sagen die Erwachsenen nur, damit du ihr nicht zu nahe kommst. Ich zögerte und sah zu dem Haus hinauf, das sich vor mir auftürmte, umringt von einem Anwesen, dessen einzige Beleuchtung von diesen schrecklichen Laternen ausging. Ah, das weiß ich, Taub. Sei nicht dumm. Und wovor hast du dann Angst? Sie hat Totenköpfe in ihren Bäumen, Toby. Toby schnaubte. Sein Spott war sogar durch sein billiges Geisterkostüm hindurch sichtbar. Es ist Halloween, Bob. Mrs. Whittle hatte auch Totenköpfe in ihren Bäumen und vor ihr hattest du keine Angst. Ja, aber... Ich brach ab und sah zu, wie Ellie dem Bürgersteig hinaufmarschierte, wobei die großen Plastikaugen ihres Froschkopfes beim Gehen klapperten. Das ist etwas anderes. Natürlich wusste ich, dass Toby genauso wenig wie ich vor dem Haus der alten Mrs. McKay stehen wollte. Bevor wir heute Abend rausgingen, hatten wir uns darauf geeinigt, dass wenn jemand schlechte Süßigkeiten verteilen würde, sie es sein würde. Es war das Beste, sie ganz zu meiden, und außerdem hatte keiner von uns auch nur die geringste Ahnung, wo sie eigentlich wohnte. Womit wir nicht gerechnet hatten, war, dass Big Billy Kent mehr oder weniger dasselbe gedacht hatte, nur dass er auch noch gewusst hatte, wo Mrs. McKay wohnte.
Billy Kent war in der 6. Klasse und schämte sich ein wenig dafür, dass er in der Grundschule einmal Drittkläster seine Freunde genannt hatte. Jetzt versuchten er und seine Bande anderer Sechskläster, sich in andere Freundesgruppen einzuschleusen, indem sie ihre Abneigung gegen die jüngeren Kinder zur Schau stellten. Normalerweise beschränkten sie sich auf das gelegentliche Klauen von Pausenbroten oder böse Streiche. Aber sie hatten erkannt, dass Halloween eine Nacht war, in der sich Kinder in gruseligen Kostümen gegenseitig jagten und schrien. Und sie hatten nicht gezögert, die Gelegenheit auch zu nutzen. Und so waren wir hier gelandet, völlig verloren, ohne Taschenlampen und, was noch schlimmer war, ohne Süßigkeiten, vor einem Haus, von dem sogar die Erwachsenen sagten, dass es dort spukte. Toby war der Meinung, wir sollten zu ihr hingehen und sie um Hilfe bitten oder wenigstens um ein paar Süßigkeiten, damit die Nacht nicht zu einem kompletten Reinfall wurde. Ich dachte, wir sollten weglaufen, bevor sie uns etwas Schreckliches antut. Doch ich wurde überstimmt und so ging Ellie zur Haustür und klopfte. Wir warteten sich endlos dehnende Minuten, lauschten dem Knarren des Windes in den Bäumen und dem Klopfen der Schädel, die gegeneinander schlugen. Mrs. McKay war in ihrer Wahl der Halloween-Dekoration seltsam authentisch gewesen. Sicher, Mrs. Whittle hatte auch Totenköpfe in ihren Bäumen, aber sie hatte ebenso andere Dinge, Riesenspinnen, Plastikgrabsteine, einen fröhlichen Vampir aus Bastelpapier neben ihrer Tür. Mrs. McKay hatte nichts von alledem. Sie hatte nur Totenköpfe, die an dürren, knorrigen Bäumen hingen, die man selbst fast schon als Halloween-Dekoration betrachten konnte. Es müssen Hunderte von ihnen gewesen sein, die wie seltsame Früchte dort aufgehängt wurden und in denen jeweils eine flackernde Kerze steckte, die durch die Augenhöhlen wie eine morbide Jack-O-Laterne leuchtete. Sie erleuchteten den Hof fast von selbst, und ich fragte mich plötzlich, wie viel es wohl gekostet hatte, so viele davon zu kaufen. Ellie drehte sich vor der noch immer nicht geöffneten Türe zu uns um. »Ich glaube, sie ist nicht zu Hause.« »Aber in ihren Fenstern ist Licht.« »Ja, aber sie kommt nicht an die Tür. Ich sage, wir gehen und nicht...« »Was war das?« Toby und ich sprangen unisono auf. »Was war was?« »Da hat sich etwas bewegt. Drinnen.« »Sei nicht dumm, das bedeutet nur, dass sie zu Hause ist.« »Nein, es war keine Bewegung wie ein Fußtritt. Es war ein Aufprall, wie wenn etwas fällt.« »Und hörst du es jetzt?« »Nein.« Toby wich vom Haus zurück. »Bob, ich hab's mir anders überlegt. Lass uns von hier verschwinden.« »Nein«, sagte ich plötzlich wütend. »Wir werden nicht zulassen, dass dieser ganze Abend umsonst war. Es ist die Halloween-Nacht. Wenn du erwachsen bist und Kinder in der Halloween-Nacht an deine Tür klopfen, musst du ihnen antworten. Du musst ihnen Süßigkeiten geben. So ist das nun mal.« Ich stürmte auf die Veranda und Ellie trat zur Seite, als ich an die Tür hämmerte. »Mrs. McKay, wir wissen, dass sie da sind. Kommen Sie raus und geben Sie...« Plötzlich hielt ich inne. Meine Augen wurden groß. »Bob, geht es dir gut?« Ich wich von der Tür zurück, starrte sie an und zog Ellie mit mir fort. »Sie ist da drüben.« »Was meinst du mit...« »Ich habe sie gehört, Taub. Genau da auf der anderen Seite der Tür. Sie hat daran gekratzt und sie... Sie hat sich angehört. Oh, Bob, komm schon, lass uns gehen.« Ich war den Tränen nah, als Ellie mich zurück in die Auffahrt zog. Sie klang, als würde ihr Atem in Flammen stehen. Wir gingen langsam die Auffahrt hinunter zum Bürgersteig, wo das Licht der Totenköpfe allmählich erlosch. Bist du okay, Bob?« fragte Toby und sah mich nervös an, als wir zittrig auf dem Boden saßen. »Ja.« Ich wischte mir über die Augen und stand auf. »Ja, komm, lass uns nach Hause gehen.« »Ja«, sagte Ellie, stand auf und ging die Straße hinunter, wobei der Schwung in ihrem Schritt die Tatsache überdeckte, dass ihre Knie immer noch weich wie Pudding waren. »Ellie«, sagte Toby und starrte ihr hinterher. »Was?« Er deutete an ihr vorbei. Ellie und ich sahen augenblicklich, was Toby uns zeigen wollte. Die Häuser waren allesamt dunkel, die Straßenlaternen tot, der Himmel war bewölkt und der Mond war untergegangen. Selbst wenn wir gewusst hätten, wie wir nach Hause kommen, konnten wir nichts hinter dem Zaun von Mrs. McKay sehen. Gar nichts, als wäre die Welt dahinter
ausradiert worden. Ich spürte, wie das Zittern wieder einsetzte und schaffte es dennoch, mich wieder aufzurichten, bevor meine Puddingknie mir den Dienst versagten. Wir nehmen einfach ihre Laternen mit. Was? Diese gruseligen Totenköpfe? Presste Toby hervor und betrachtete, wie sie an ihren groben Schnüren schwankten und flackerten. Wenn die Olle McKay das merkt, dann... Sie wollte uns keine Süßigkeiten geben. Sie hat uns nicht erlaubt, unsere Eltern anzurufen. Das Mindeste, was sie tun kann, ist, uns etwas Licht zu geben. Und außerdem hat sie so viele. Sie wird es nicht merken, wenn wir uns ein paar nehmen. Toby öffnete seinen Mund und schloss ihn wieder. Ich weiß nicht. Ist es nicht falsch zu stehlen? Bobby hat recht, sagte Ellie und kletterte auf den rostigen Zaun. Wir stehlen nicht. Es ist ja sozusagen eine Notsituation. Sie reichte uns drei von ihnen herunter, jedem von uns eine mit genügend Schnur, damit wir sie nicht den ganzen Heimweg über mit beiden Händen festhalten mussten. Die Schnur war rau und hinterließ kleine fiese Splitter in den Händen, aber es war besser, als die Schädel selbst zu halten. Sie waren aus einer Art weichem Plastik, nachgiebig und hart zugleich, mit rauen Stellen hier und da. Ich hatte noch nie einen echten Knochen in der Hand gehabt, aber es fühlte sich beunruhigend ähnlich dem an, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber sie beleuchteten wenigstens den Weg und stachen in kleinen, orangefarbenen, zittrigen Kreisen in die uns umgebende Dunkelheit wie Miniaturscheinwerfer. Wir gingen nervös den Weg entlang, auf dem wir glaubten, von Billys Freunden verfolgt worden zu sein, und zuckten gelegentlich zusammen, wenn sich streunende Katzen oder drohende Schatten plötzlich an den Rändern unserer Lichtkegel bewegten. Aber der Rückweg sah völlig anders aus, und erst glaubten wir, es läge daran, dass wir nun nicht mehr verfolgt wurden. Doch es dauerte nur wenige Minuten, bis wir uns in den verworrenen Gassen vollends verlaufen hatten. »Nein, nein, ich schwöre, ich erinnere mich an diesen Weihnachtsmann«, sagte Toby und starrte auf eine riesige, verfallene Hüpfburg, die die Müllmänner seit dem letzten Weihnachten nicht abgeholt hatten. »Wirklich? Ich nehme mich nicht«, sagte Ellie, hob ein zerfleddertes Stück Latex auf, das heruntergefallen war, und starrte die Gasse hinunter. »Und außerdem, erinnerst du dich daran, es irgendwie gesehen zu haben, oder bist du wirklich daran vorbeigerannt?« »Ich glaube, ich bin daran vorbeigerannt. Ich weiß es nicht.« Er schaute die andere Gasse hinunter und dann besorgt zurück zu der, aus der wir gekommen waren. »Bob, erinnerst du dich an dieses Ding?« Ich lenkte meine Aufmerksamkeit von der Jack-O-Laterne ab, die unwirklich vom Dach des Gebäudes vor uns auf uns herabgrenzte. »Ich glaube nicht, aber ich habe auch nicht darauf geachtet.« »Okay.« Toby schaute ebenfalls immer wieder zu der Laterne hoch, scheinbar fasziniert von der Art, wie das Licht ihres Schädels auf uns niedertänzelte. »Nun, ich gehe in diese Richtung. Ihr könnt in die andere Richtung gehen, wenn ihr wollt.« »Nein, ich komme mit«, sagte ich und beobachtete Ellie, die erst den einen und dann den anderen Weg hinunterblickte. »Dann gehe ich eben hier lang.« Sie drehte sich um und begann vom Weihnachtsmann wegzugehen. »Und wenn ihr da drüben in eine Sackgasse lauft, kommt ihr wie heulende Babys eh hinter mir hergerannt.« »Na schön«, sagte Toby. Er ging an Santa vorbei in die andere Richtung und ich folgte ihm, den Schädel wie ein Schild vor die Brust haltend. Es war keine Sackgasse. Wir waren an einem Ort angelangt, den wir fast wiedererkannten. Die Rückseite der Pink Elephant Bar, von der Toby zumindest dachte, dass sie in der Nähe der Mall liegen könnte, als wir Ellie schreien hörten. Durch die Panik und das spärliche Licht brauchten wir fast 5 Minuten, um den Weg zurück zum Weihnachtsmann zu finden. Die Gasse, durch die sie gegangen war, teilte sich immer wieder in verwinkelte, labyrinthartige Gänge, aber keiner der Wege führte zu einem wirklichen Ausgang. Alle Gassen endeten an Zäunen oder Mauern, vor denen Mülltonnen standen. Und obwohl wir sie riefen und besagte Mülltonnen durchsuchten, Ellie war verschwunden. Erst als wir am Weihnachtsmann vorbei zurückstapften, bemerkte ich, dass auch die Jack-O-Laterne weg war. Toby und ich zitterten beide unkontrolliert und versuchten vergeblich, die Tränen zurückzuhalten, die uns ungehindert aus den Augen liefen. Wo war sie hin? Sie konnte doch nicht an uns vorbeigekommen sein. Konnte sie über eine der Mauern geklettert sein? Warum hatte sie dann nicht geantwortet, als wir sie riefen? »Bob,
sagte Toby. Doch ich konnte ihn durch unser gemeinsames Gewimmer kaum verstehen. Bob, was sollen wir tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sie ist weg, Bob. Er brach auf dem Boden zwischen den Müllhaufen zusammen. Sie ist weg. Irgendwas ist hier draußen und es hat sie erwischt und es wird auch uns erwischen. Wir müssen nach Hause. Mom und Dad werden wissen, was zu tun ist. Mit schlotternden Knien fing ich wieder an zu laufen und hörte, wie Toby hinter mir aufstand und mir folgte. Es kann einfach nicht mehr weit sein. Der Pink Elephant war, wie sich herausstellte, nicht bei der Mall. Er befand sich in einer Straße, die wir nicht kannten, obwohl wir beide schon öfter daran vorbeigefahren waren, als wir zählen konnten. Durch den Wolkenvorhang glimmte ganz schwach kaltbläuliches Licht, aber die Straßenlaternen funktionierten hier nicht besser als vor dem Haus von Mrs. McKay. Auch diese Häuser waren noch dunkel und unsere Lichter streiften vergessen wirkende Halloween-Dekorationen und Buschwerk. Wir konnten uns nicht daran erinnern, jemals hier langgelaufen zu sein. Aber wir begriffen auch, dass diese dunkle Gegend unsere Erinnerungen trügen konnte. Hey, Bob, sagte Toby, hielt inne und leuchtete mit seinem Licht auf eine der dunklen Türen des Hauses, welches vor uns lag. Ja? Sollen wir nicht einfach mal anklingeln und um Hilfe bitten? Sie werden bestimmt nicht so gemeinsam wie Mrs. McKay. Ich schaute auf die Tür, auf die schäbige Vogelscheuche, die in ihrem Stuhl auf der Veranda kauerte, auf die schwarzen Fenster ringsrum, die das Licht fast wütend auf uns zurückzuwerfen schienen. Und wenn sie es doch sind? Was meinst du? Es ist, wer weiß, wie spät in der Nacht, wahrscheinlich schon früh. Alle schlafen schon. Kannst du dir vorstellen, wie viel Ärger wir bekommen, wenn wir so mir nichts, dir nichts an der Tür auftauchen und sie bitten, uns zu helfen? Er starrte noch einen Moment auf die Tür und nickte dann langsam. Ja, ich schätze, du hast recht. Komm schon, es kann nicht mehr weit sein. Wir liefen weiter und weiter, bis wir uns erst verwundert und dann immer ängstlicher fragten, warum es noch nicht Morgen geworden war. Manchmal glaubte einer von uns, ein Gebäude wiederzuerkennen, aber wir kannten uns in der Stadt nicht gut genug aus, um uns an ihnen orientieren zu können. Es gab keine Autos und immer noch keine Lichter, und wir begannen uns zu fragen, ob der Strom ausgefallen war. Dann bogen wir um eine Ecke und endlich leuchtete etwas anderes als unsere Totenköpfe in der Dunkelheit. Oh Gott sei Dank, sagte Toby und rannte darauf zu. Sie müssen noch wach sein, wenn Sie noch eine Kürbislaterne draußen haben. Toby, rief ich und rannte los, um ihn einzuholen. Toby, warte! Sie war da als... Der Rest des Satzes blieb mir im Halse stecken. Die riesige Kürbislaterne bewegte sich. Ich konnte sie in der Dunkelheit nicht so gut sehen. Sie war groß und in ein Gewand gehüllt und starrte Toby mit hungriger Gleichgültigkeit an. Aber ihr leuchtendes Gesicht, das wie ein Gespenst in der Dunkelheit hing, hat sich tief in mein Gedächtnis gebrannt. Ihre dreieckigen Augen waren nach unten gerichtet, was ihr einen fast traurigen Ausdruck verlieh, der im völligen Widerspruch zu ihren anderen Gesichtszügen stand. Ihre Zähne waren quadratisch und klobig, mit dem fleischfressenden Lächeln eines Tiefseefisches. Ihre Nase ein auf dem Kopf stehendes Herz, das fast wie ein drittes Auge aussah, als sie Tobys schreiendes Gesicht beleuchtete. Und aus ihrem Inneren schnellte ein kräftiger Arm hervor. Ich drehte mich um und rannte los. Das Licht aus meinem Schädel tanzte und hüpfte auf dem Bürgersteig vor mir und unterstrich jeden kleinen Ruck, den meine rennenden Füße durch meinen Körper sandten mit einem Flackern des Lichts. Dann erlosch meine Laterne und ein plötzlicher Blitz hinter mir entsandt sich in die Dunkelheit. Tobys Schritte verstummten abrupt, während seine Schreie immer lauter und verzweifelter wurden. Ein Zischen und Brüllen, das meine eigenen Schreie übertönte, als ich über den Bürgersteig raste. Und dann waren die Schreie weg, ohne jede Vorwarnung, und das Licht hinter mir verblasste langsam und erstarb. Ich wünschte, ich hätte damals zurückgeschaut.
Vielleicht war er gar nicht weg. Vielleicht stand er immer noch davor, verängstigt und schweigend. Ich hätte zurückgehen können, hätte ihm helfen können. Aber ich tat es nicht. Ich rannte und rannte und rannte, bis ich vor Erschöpfung buchstäblich zusammenbrach. Dann rollte ich mich dort am Zaun eines mir unbekannten Hauses zusammen und schluchzte vor Schuldgefühlen, Angst und Traurigkeit, bis ich nichts anderes mehr fühlen konnte. Dort fand mich die Polizei. Sie redeten auf mich ein, während sie mir eine Decke über die Schulter legten und mir einen Becher mit irgendeinem heißen Getränk reichten. Sie sagten mir, dass ich in Sicherheit wäre, dass ich mich jetzt entspannen könne, dass es vorbei sei. Sie sagten mir, dass unsere Eltern völlig krank vor Angst gewesen sind, weil wir seit Stunden verschwunden waren, dass sie uns gesucht hatten und nirgendwo finden konnten. Sie fragten mich, wo Toby und Ellie seien. Ich konnte es ihnen nicht sagen. Aber sie schienen es zu verstehen, als wir durch das Straßenwirrwarr fuhren, das jetzt gut beleuchtet schien. Sie wiederholten sich ständig, sagten mir, dass alles in Ordnung sei und dass sie mich nach Hause bringen würden. Eigentlich redeten sie die ganze Zeit auf mich ein, aber ich hörte nicht zu. Ich konnte ihnen einfach nicht zuhören nach dem, was passiert war. Vor Erschöpfung war ich kurz davor einzunicken und merkte, wie einer der Beamten behutsam den Becher aus meiner Hand nahm. Als das Wesen urplötzlich vor uns auftauchte, mitten auf der Straße, direkt vor unserem Gefährt, die gigantische Jack-O-Laterne. An das, was dann geschah, kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Ich erinnere mich an das Gefühl im Magen, als das Auto ins Schleudern geriet und der Fahrer fluchte, als es in den Graben rollte. Ich erinnere mich an die Rufe und Schreie, als das Ding draußen zu seiner vollen Größe anschwoll, obwohl ich nicht weiß, ob die Rufe meine oder die der Polizisten waren. Ich erinnere mich an den metallischen Blutgeruch, der in purpurnen Wellen durch das Auto waberte, als die Sitze zusammenkrachten und die Fensterscheiben zersplitterten. Und ich erinnere mich an den Augenblick, dieser winzige Sekunde der Stille, als sich in meinem Sicherheitsgurt hin die Wolldecken wie Flügel um mich herum baumelten, Glasscherben wie silberne Blätter aus dem Fenster über mir fielen und meine Lungen für einen Moment vergaßen, wie sie atmen sollten. Dann hatte ich mich befreit, kroch durch das Wrack und starrte auf das Monster, das auf der Straße auf mich wartete, und wickelte die Decke um mich, als ich oben auf dem zerstörten Auto stand. Das Monster beäugte mich durch seine orangefarbenen Augen. »Was bist du?« schrie ich und wich zurück, als es vorwärts trat, ausrutschte und auf der anderen Seite des Autos herunterfiel, wo es hart auf dem blutbespritzten Bürgersteig landete. »Was willst du von mir?« Es antwortete nicht. Es legte nur den Kopf schief und streckte diesen langen, unmöglichen, vielgelenkigen Arm nach mir aus. Ich starrte es sekundenlang an. Mein Atem ging rasselnd schnell und ein Zittern kroch wie eine Spinne meinen Körper hinauf und hinunter, bevor ich es begriff. Es griff nicht nach mir. Es hielt vielmehr die Hand auf. »Den Schädel«, sagte ich und stemmte mich langsam auf die Beine. »Du bist wegen dem Schädel hier.« Es bewegte sich nicht. Es stand einfach nur da wie ein Mahnmal des abgrundtief Bösen. »Gut«, rief ich und kämpfte mit den Tränen. »Nimm ihn, aber bitte lass mich in Ruhe. Bitte.« Ich griff nach dem toten Schädel und wollte ihn zu dem schrecklichen Ding hinüberwerfen, hielt aber inne. Der Schädel war verschwunden. Wo konnte er nur hin sein? Ich kroch zu dem Wrack und begann, über die zerstörten Sirenenlichter wieder nach oben zu kriechen. Hatte ich ihn überhaupt noch im Auto? Oder hatte ich ihn dort an der Stelle gelassen, an der ich gestürzt war? Hatte ich den Schädel fallen gelassen, als die Kreatur Toby mitgenommen hatte? Ich fing an, verzweifelt in den Überresten zu wühlen, ohne auf die Blutspuren und langen Schnitte zu achten, die sie auf meinen Armen hinterließen. Diese verdammte Totenkopflaterne musste einfach hier sein. Sie musste. Sie musste. Ich spürte etwas auf meinem Rücken. Etwas Raues, Langes und Deformiertes. Eine riesige Hand schloss sich um mich. Die Finger legten sich Gelenk für Gelenk um meinen Oberkörper und zerrten mich in die Luft. Ich schrie und schrie und schlug nach dem Auto, aber es hatte mich bereits hochgehoben und machte eine seltsame Bewegung, die wie eine Kombination aus einem Schütteln und einem Zucken aussah. Und mit dem Geräusch raschelndem Stoffes
öffnete es seinen Umhang. Ich hatte einen Körper darin erwartet, wenigstens Beine. Ich hatte erwartet, dass etwas den Kürbiskopf hochhalten würde oder er an dem Arm, der mich hochhielt, befestigt war. Aber da war nichts. Es war nur ein hohler, leerer Mantel, der dort wie ein riesiger, offener Mund auf mich wartete. Das Einzige, was sich in diesem Mantel befand und das Innere des Mantels in einer unendlichen und völlig widernatürlichen Reihe auskleidete, waren Kerzen. Einen Moment lang erleuchteten mich diese Kerzen und die Zeit schien für einen kurzen Augenblick stillzustehen, ehe sich der Griff um meinen Körper wieder löste. Dann war die Hand weg und das Gewand hatte sich um mich geschlossen. Und es gab nur noch blasses, weißes Feuer. Und jetzt bin ich nichts. Meine Hände sind aus groben Zwirn und halten sich mit aller Kraft an dem Ast, der über mir baumelt, fest. Meine Augen sind goldenes Licht, das aus meinen leeren Augenhöhlen über Dinge starrt, die ich nicht mehr verstehen kann. Mein Verstand ist das Flackern, Flackern, Flackern der Kerze in meinem Schädel, die jeden Gedanken in mich einbrennt, sodass ich die Dinge erkennen kann, die ich längst vergessen habe. Ich habe vergessen, wer ich bin. Ich habe vergessen, warum ich hier bin. Ich habe vergessen, was überhaupt geschehen war. Ich erinnere mich nur an eine Sache, das Wissen, dass, wenn die Nacht endet, die Laternenhexe zu mir kommen wird. Sie wird mich ausblasen in einer einzigen leichten Bewegung. Und ich werde sterben. Seitdem ich clean bin, verhält mein Schatten sich seltsam. Die Straße eines Süchtigen führt ihn unweigerlich zu diesem einen Punkt. Ein Moment der Klarheit, an dem wir gezwungen sind, der Tatsache ins Auge zu blicken, dass wir wirklich ein Problem haben. Manche haben das Glück, das Gleis überblicken zu können, den Zug schon von Weitem kommen zu sehen und zur Seite zu gehen, lange bevor er eintrifft. Und dann gibt es Leute wie mich, die erst aufwachen, wenn sie schon längst zwischen den geschlossenen Bahnschranken hängen und der Zug laut donnernd nur noch 3 Atemzüge entfernt ist. Ich hatte in einem Parkhaus gesessen und auf Dee gewartet. Dee war mein Dealer und ein kleiner Sadist. Wenn ich das sage, meine ich, dass er mich immer ein bisschen zu lange warten ließ. Ich schätze, das ist einer der Vorteile, wenn man Heroin-Dealer ist. Die Kunden kommen immer wieder, egal wie pünktlich man ist. Ich schaukelte ängstlich hin und her und versuchte, die Schüttelfrostgefühle in meinem Körper und meine schmerzenden Knochen zu ignorieren, die sich anfühlten, als wären sie zu Glas geworden. Mit jeder Minute, die verging, verfluchte ich ihn lauthals. Als er endlich ankam, öffnete er die Beifahrertür, warf ein paar Luftballons hinein und schnappte sich die Scheine, die auf dem Sitz auf ihn warteten. Das war's. Keine Begrüßung, kein Blickkontakt. Wenn man ein Junkie ist, gewöhnt man sich an diese Art von Interaktion und nach einer Weile fängt man sogar an, sie zu mögen. Es ist eine Art von Ehrlichkeit, die man sonst nirgendwo findet. Sie geben dir Gift für deinen Körper und du bezahlst sie für dieses Privileg. So einfach ist das. Die Probleme begannen damit, dass ich nicht die Willenskraft aufbringen konnte, nach Hause zu fahren. Ich musste mich erst besser fühlen, genau hier und jetzt. Also schnupfte ich ein paar Lines auf dem Armaturenbrett. Diese ersten paar Momente waren alles für mich. Sofortige Wärme breitete sich in meinen Knochen aus. Das war ziemlich gutes Zeug. Sehr gutes Zeug. Okay, noch eine, dann nach Hause. Und so bin ich hinter dem Lenkrad eingenickt. Es war ein Wunder, dass ich mein Fahrzeug mit nur leichten Schnitten und Prellungen verlassen konnte. Ich hatte Glück, dass ich noch am Leben war. Ich hatte sogar noch mehr Glück, dass ich niemanden getötet hatte. Dann kam der rechtliche Aspekt. Meine Anhörung war für 8 Monate angesetzt
und in der Zwischenzeit musste ich aufgrund meiner Auflagen eine Drogenberatung besuchen. Mein Sachbearbeiter versicherte mir, dass der Richter nachsichtiger sein würde, wenn ich mich an die Regeln halten würde. Wenn ich mich anstrengen würde, könnte die ganze Sache noch glimpflich für mich enden. Betrachten Sie dies als eine Chance. Sie haben eine Chance, Ihr Leben zu ändern. Machen Sie was draus, okay? Ich nahm mir diesen Rat zu Herzen. Ich verbrachte einen Monat in der Reha und gab mein Bestes. Als die Entzugserscheinungen nachließen und sich der Nebel lichtete, begann ich so etwas wie Optimismus zu empfinden. Ich konnte es schaffen. Ich würde diesen Kampf gewinnen. Ich verließ die Einrichtung mit meinem 30-Tage-Chip und einer neuen Perspektive. Einer der tiefgreifendsten Momente nach dem Unfall war, als ich in meine Wohnung zurückkehrte. Dort hatte ich kaum etwas. Ein Wegwerfhandy, eine Matratze auf dem Boden, einen Schrank, ein alter Fernseher, ein Stuhl. Das war alles. Ich hatte vor Monaten meinen Job verloren und ehrlich gesagt war das längst überfällig gewesen. Danach begann ich so ziemlich alles, was ich besaß, zu verpfänden. Und dann lieh ich mir Geld von meiner Zwillingsschwester. Kara war auch diejenige, die meine Kaution bezahlte. Sie war das einzige Mitglied meiner Familie, das noch auf meine Anrufe reagierte. Ich hatte in den letzten Jahren nicht großartig viel mit ihr zu tun, außer wenn ich sie wegen Geld anpumpte. Ich war zu sehr damit beschäftigt, mein eigenes Leben zu ruinieren. Aber sie war dennoch immer für mich da. Ich glaube, sie ahnte, dass es mit mir bergab ging. Aber bis zu diesem tränenreichen Anruf aus dem Gefängnis glaube ich nicht, dass sie begriff, in was für dermaßen tiefe Abgründe ich gestürzt war. Sie war innerhalb einer Stunde da, um mich auf Kaution herauszuholen, obwohl noch 12 Stunden Haft vor mir lagen. Ich konnte sie also nicht sehen. Ich hatte keine Gelegenheit, ihr zu danken. An diesem ersten Tag zu Hause musste ich unbedingt ihre Stimme hören. Ich spürte bereits dieses vertraute Jucken in meinem Hinterkopf, diese selbstzerstörerische Tendenz, die sich irgendwo regte. Ich wählte hastig ihre Nummer. Es klingelte und klingelte, bevor die Mailbox ansprang. Mist. Ich versuchte es noch einmal. Wieder nur die Mailbox. Scheiße! Ich warf das Telefon auf meine Matratze und ging im Zimmer auf und ab. Okay, tief durchatmen. Finde deine Mitte. Erkenne deine Gefühle an und lass sie vorbeiziehen. Ja, der ganze Mist ist toll, wenn man sich in einer streng kontrollierten Umgebung befindet. Aber in Freiheit? Was soll mir der Scheiß da bringen? Ich starrte eine Weile auf mein Handy. Ich hatte immer noch meine Kontakte. Die, ja, ich müsste mir nur überlegen, wie ich ihn morgen bezahle. Das wäre nicht allzu schwer zu... Zum Glück vibrierte mein Telefon und riss mich aus meinen wirren Gedanken. Kara rief an. Hey, antwortete ich atemlos. Pete, wie geht es dir? Ich erklärte ihr, dass ich gerade aus der Reha gekommen war. Ich erzählte ihr, dass ich meinen 30-Tage-Chip hatte. Und dann erzählte ich ihr, wie sehr ich mich bereits abmühte. Oh, Pete, ich würde dich sofort besuchen kommen. Das würde ich wirklich gerne. Aber ich bin gerade mitten im Umzug. Umzug? Ja, Vince und ich haben eine Wohnung gefunden. Wir packen gerade, während wir sprechen. Ich wollte nicht zugeben, dass ich den Freund meiner Schwester völlig vergessen hatte. Also war ich gezwungen, Begeisterung vorzutäuschen. Was für ein Scheißbruder ich doch war. Ich hatte den Kerl noch nicht einmal kennengelernt. Hör zu, Pete, bei mir wird es eine Zeit lang hektisch zugehen. Die Arbeit stapelt sich im Moment und der Umzug wird auch noch eine Weile dauern. Aber können wir uns morgen früh treffen? Auf einen Kaffee. Schaffst du es bis heute Abend? Ich biss mir auf die Wange und versuchte, bei meiner Antwort nicht angestrengt zu klingen. Klar. Ja, Kaffee klingt gut. Lass uns das machen. Der Plan stand also und wir verabschiedeten uns. Okay, es ist nur eine Nacht, dann wirst du Kara sehen. Es wird schon gut gehen. Ich surfte eine Weile durch die Kanäle. Nichts interessierte mich, aber wenn ich die Leute reden hörte, fühlte ich mich weniger allein. Als die Sonne unterzugehen begann, war der Fernseher meine einzig verbleibende Lichtquelle für die Nacht und ich begann wieder und wieder durch meine Wohnung zu stapfen. Ich lief hin und her, immer der gleiche Weg. Die Monotonie hatte etwas, das mich beruhigte. Von einer Ecke der Küchenfliesen zur anderen gehen, 6 Schritte durch das Wohnzimmer gehen, umdrehen und diese Schritte wieder zurückgehen. Beruhigend. Bis ich ihn bemerkte.
Er fiel mir auf, als ich am Fernseher vorbeiging. Obwohl ich mich bewegte, stand mein Schatten still. Ich blinzelte und nahm an, dass es sich um eine optische Täuschung oder einen Trick des Lichts handelte. Aber nein, als ich vorbeiging, blieb er an seinem Platz. Ich erstarrte. Mein Herz schlug mir bis zum Hals und ich beobachtete, wie er einen Arm hob. Was zum Teufel? Er wickelte etwas um seinen ausgestreckten Arm und zog ihn fest an sich. Mir wurde klar, dass er gerade eine Vene abbindet. »Nein, nein!« schrie ich und kroch auf den Teppich. Ich konnte nicht mehr zusehen. Ich kroch nach vorne und zog den Stecker des Fernsehers aus der Steckdose. In Abwesenheit des leuchtenden Bildschirms saß ich im Dunkeln, keuchend und schnaufend. Ich versuchte mir auszureden, was ich gerade gesehen hatte. Es war nur ein Trick des Geistes, eine unruhige Psyche, die sich mit einem schlechten Gewissen vermischt. Komm schon, du weißt, dass es nicht real war. Und doch blieb ich bis zum Tagesanbruch im Dunkeln. Kara war sichtlich verblüfft, als ich in das Café schlurfte. Pete, wow, du siehst, hast du letzte Nacht etwas geschlafen? Ich nickte und zog mich leicht aus ihrer engen Umarmung zurück. Ja, nur seltsame Träume, weißt du? Wir setzten uns und Kara stellte mir ein paar Fragen über die Reha und meinen bevorstehenden Prozess. Ich beantwortete sie so gut ich konnte und war damit beschäftigt, meinen Schatten auf dem Boden im Auge zu behalten. Sie schenkte mir ein trauriges Lächeln. Ich bin stolz auf dich, das bin ich wirklich. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Danke. Ja, das Leben kann hart sein. Also, wie geht es, Vince? Fragte ich und versuchte so zu tun, als wäre ich ein ganz normaler Mensch. Glücklicherweise brachte sie das sofort auf Touren. Sie begann mit einer langatmigen Erklärung, wie er auf der Arbeit befördert worden war und wie dies dazu geführt hatte, dass sie beschlossen hatten, sich gemeinsam eine neue Wohnung zu suchen. Ich nickte und lächelte bei den richtigen Schlüsselwörtern, aber das meiste von dem, was sie sagte, konnte ich nur mit Mühe aufnehmen. Wie ich schon sagte, es ist alles so hektisch. Aber Vince und ich haben uns neulich abends unterhalten. Ich meine, ich habe ihm erzählt, was du durchmachst, und er hat gehofft, dass du für ein paar Tage zu uns kommst, sobald wir uns eingelebt haben. Was hältst du davon? Ich drehte meinen 30-Tage-Chip unter dem Tisch und versuchte, mir eine Ausrede einfallen zu lassen. Ich meine, nachdem ich in den letzten 15 Minuten gehört hatte, wie verdammt geil er war, wie konnte ich ihm da überhaupt gegenübertreten? Ja, vielleicht. Ich habe im Moment einfach viel um die Ohren. Weißt du, ich würde ihn aber gerne mal treffen, murmelte ich. Als sie gehen musste, umarmte sie mich noch einmal fest und ließ mich versprechen, sie anzurufen und mich jeden Tag zu melden. Ich stimmte zu und wir gingen getrennte Wege. Als ich nach Hause kam, dauerte es nicht lange, bis es wieder losging. Die Strahlen der Vormittagssonne warfen meinen Schatten an die Wand vor mir. Er tauchte bedrohlich über mir auf, aber eine Zeit lang ahmte er meine Bewegungen einfach nur nach. Ich seufzte erleichtert auf und fragte mich, ob ich in der Nacht zuvor zu viel fantasiert hatte. Vielleicht habe ich sogar laut gelacht. Doch dann drehte ich den Kopf. Er schaute mich direkt an. »Er ist nicht echt, er ist nicht echt!« Ich erschauderte und hielt mir die Augen zu. Ich holte ein paar Mal tief Luft und blinzelte dann durch die Lücken zwischen meinen Fingern. »Nein! Scheiße!« Er beugte sich nach vorne, drehte den Kopf hin und her und verhöhnte mich. Völlig entsetzt ließ ich meine Hände sinken. Langsam band er sich die Aderpresse um den Arm, so wie er es zuvor getan hatte. Ich war wie gefesselt und konnte mich nicht davon abhalten, zuzusehen. Und dann sah ich die Silhouette mit einer Spritze in der Hand. Er senkte sie langsam, Zentimeter für Zentimeter, und brachte sie näher an eine vermeintliche Vene heran. Kurz bevor sie sie berührte, zerbrach etwas in mir, und ich floh aus dem hellen Raum. Ich riss die Schranktür auf, kletterte hinein und schloss sie schnell wieder. Allein in der Dunkelheit, in Sicherheit vor meinem gespenstischen Schatten, vergoss ich Tränen des Schreckens. Ich konnte sehen, wie er sich im Raum bewegte und gelegentlich das Licht verdeckte, das unter der Tür hindurch schien. Ich wusste, dass er da draußen war und auf mich wartete. Am
Am zweiten Tag, an dem ich mich im Schrank versteckt hatte, wachte ich auf, weil mein Telefon in meiner Tasche klingelte. Ich hielt es an mein Ohr und räusperte mich, bevor ich sprach. Hallo? Die Stimme von Kara. Pete, ist alles in Ordnung? Du hast dich nicht gemeldet. Verdammt. Nein, es war nicht alles in Ordnung. Ich habe versucht, dir etwas zu sagen. Nun, nicht wirklich. Pete, ich denke, du solltest herkommen. Vielleicht jetzt gleich. Du hörst dich nicht gut an. Hör zu, ich bin in einer Stunde da und hole dich ab. Und das war's dann auch schon. Zögernd öffnete ich die Schranktür. Ich spähte um die Ecke und vergewisserte mich, dass ich meinen selbstbestimmten Schatten nicht umherschweifen sah. Als Clara eintraf, hatte ich es geschafft, mir die Stoppeln abzurasieren und mich ein wenig zurechtzumachen. Sie bemerkte meine blutunterlaufenden Augen, aber ich versicherte ihr, dass ich nur Probleme mit dem Schlafen hatte. Also machten wir uns auf den Weg, um Vince zu treffen und diese Wohnung zu besichtigen, über welche sie nicht den Mund halten konnte. Doch als wir in die Einfahrt fuhren, konnte ich verstehen, warum sie so begeistert war. Ich weiß nicht, warum Clara es als Wohnung bezeichnete. Haus würde es eher treffen, vielleicht sogar Schloss. Es war prächtig, so ganz anders als alles, womit wir je aufgewachsen waren. Es schien, als würde Clara wirklich ihren Traum leben. Vince verstärkte diese Wahrnehmung nur noch. In dem Moment, in dem wir unsere Türen öffneten, stürmte er heraus. Ein hochgewachsener, gut aussehender Muskelprotz. Sein Händedruck riss mir fast den Arm aus der Fassung. Pete, herzlich willkommen. Ich habe schon viel von dir gehört. Endlich ein Gesicht zu dem Namen. Ich tat mein Bestes, um nicht neidisch zu sein, als Clara und Vince mich über ihr Grundstück führten. Heilige Scheiße, was für ein Ort. Es fiel mir schwer zu begreifen, dass ich hier war, Angst vor meinem eigenen Schatten hatte und mich davon erholte, dass ich mir Nadeln in die Venen gestochen hatte, während mein Zwilling hier im Paradies war. Sie zeigt mir das Gästezimmer, damit ich mich einrichten konnte, und Vince sagte mir, dass er unten den Kamin anheizen würde. Ich traf ihn dort, nachdem ich mein Gepäck aufs Zimmer gebracht hatte. »Ich würde dir einen Drink anbieten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das klug wäre«, bot er an. »Ein Wasser reicht, danke dir«, erwiderte ich. Er ging in die Küche und ließ mich allein in dem Zimmer zurück. Ich war mir der tanzenden Flammen, die meinen Schatten hinter mich warfen, sehr bewusst. Ich drehte mich um und wollte mich davon überzeugen, dass alles normal war. Ich winkte mit den Armen und er ahmte meine Bewegung nach. Ich hätte es noch weiter getestet, aber Kara und Vince kamen herein und ich setzte mich wieder lässig hin. Wir saßen untätig da und genossen die Wärme. Ich begann mich zu entspannen, während wir uns unterhielten. Ich musste sogar lachen und riss selbst Witze. Vielleicht hatte ich einfach nur einen Tapetenwechsel gebraucht, eine Flucht aus der gequälten Enge meiner Gedanken und dieser Scheißwohnung. Schließlich fragte ich sie, wie sie sich kennengelernt hatten und bat später verlegen um eine Erinnerung daran, wie lange sie schon zusammen waren. Je später es wurde, desto wohler fühlte ich mich. Der bequeme Ledersessel und die warmen Flammen versetzten mich in ein zufriedenes Schlummern. Ich schaute durch den Raum zu meiner Schwester und Vince, die zwischen ihren Stühlen Händchen hielten, und die Welt schien in Ordnung zu sein. Doch dann sah ich es. Dieses Mal war es Karas Schatten, der abtrünnig wurde. Mit großen Augen sah ich entsetzt zu, wie sich ihr Schatten über sie erhob. Er sah verzweifelt aus, als würde er schreien. Dann ein anderer Schatten, Vince. Seine Silhouette schrie ebenfalls. Ich blickte zwischen der heiteren Szene vor mir und der bedrohlichen, die sich an den Wänden hinter ihnen abspielte, hin und her. Vince' Schatten griff nach vorne, packte den ihren an den Haaren und hob eine Hand. »Alles in Ordnung, Pete?« fragte Kara, die meinen Gesichtsausdruck bemerkt hatte. Vince schaute mit besorgtem Blick zu mir herüber. Ich warf einen Blick zurück zur Wand, aber ihre Schatten verhielten sich wieder normal. Ich schluckte und nickte mit dem Kopf. Ja, ich bin nur ein bisschen müde, glaube ich. Ich musste eine quäle lange Zeit warten, bevor ich mit Kara allein sprechen konnte. Als Vince zur Arbeit gegangen war, setzte ich mich mit ihr an den Tisch. »Ich werde dich jetzt etwas fragen und ich will die Wahrheit wissen«, sagte ich und nahm ihre Hände. »Hat Vince dir jemals wehgetan?« Sie starrte mich an. »Hat er?« Sie biss sich auf die Unterlippe, kämpfte mit den Tränen, und ich kannte die Antwort schon lange, bevor sie sprach.
Wir haben viele Dinge aufgearbeitet, sagte sie und wich meinen Blick aus. Kara. Hör mir zu, Pete. Wir arbeiten dran, rief sie und erhob sich vom Tisch. Kara, warte! Aber sie ging zur Arbeit, knallte die Tür hinter sich zu und ließ mich mit der schrecklichen Erkenntnis allein, dass meine Schwester nicht mit mir darüber reden würde. Es war schwierig, nichts zu sagen, als Vince zurückkam. Mit meinem neu entdeckten Hass auf ihn versuchte ich, über seinen geselligen Schwachsinn hinwegzusehen. Er war ein Schwindler, ein anderer Mensch hinter verschlossenen Türen. Und ich wollte ihn verbrennen, ihm wehtun, wie er meiner Schwester wehgetan hatte. Aber was konnte ich wirklich tun? Wenn ich ihn zur Rede gestellt hätte, hätte er es sicher abgestritten und mich aus seinem Haus geworfen. Und er würde wahrscheinlich denken, dass Kara es mir erzählt hatte. Und wer wusste schon, was mit ihr passieren würde, wenn ich weg war? Mir blieb nichts anderes übrig, als auf eine andere Gelegenheit zu warten, mit ihr zu sprechen. An diesem Abend trafen wir uns nach dem Essen wie üblich am Kamin. Vince schien die Spannung zwischen Kara und mir überhaupt nicht zu bemerken. Er erzählte seine üblichen Lügengeschichten bis Mitternacht, als Kara sagte, dass sie morgen früh einen anstrengenden Tag habe und uns eine gute Nacht wünschte. »Ich nicht, ich habe mir morgen freigenommen«, verkündete er und erhob sich vom Stuhl. »Noch ein Wasser, Pete? Ich könnte noch einen Whisky gebrauchen.« Ich schüttelte den Kopf und zuckte mit den Schultern. Als er aus dem Zimmer war, sah ich nach meinem Schatten. Er bewegte sich immer noch, als wäre er mit mir verbunden und verfolgte jede meiner Bewegungen. Ich wusste, dass Vince nach seinem nächsten Drink nicht mehr lange durchhalten würde. Seine Worte wurden langsamer und er sackte in seinem Stuhl zusammen, wobei er die Augen kaum noch offen halten konnte. Auch er wünschte mir eine gute Nacht und verließ das Kaminzimmer. Da ich wusste, dass ich nicht schlafen konnte, legte ich ein weiteres Holzscheit auf das Feuer. Mein Schatten winkte mir aus dem Augenwinkel zu und lenkte meine Aufmerksamkeit auf sich. Er winkte mir mit dem Finger und forderte mich auf, ihm zu folgen. Ich lachte trocken, so sehr war ich daran gewöhnt, dass er sich von selbst bewegte. Eigentlich überraschte es mich kaum noch. Er schlich den Flur hinunter und schaute zurück, um sich zu vergewissern, dass ich ihm folgte. Das schwache Flackern des Feuers beleuchtete die letzte Tür auf der rechten Seite, Vince' Büro. Mein Schatten zeigte auf die Tür und forderte mich auf, den Griff zu drehen. Was hatte ich zu verlieren? Er schwebte an der Decke entlang über Vince' Schreibtisch. Mit zitternden Händen öffnete ich die Schublade, auf die er deutete. Die Nacht verging schmerzhaft langsam. Ich war noch vor Morgengrauen wach und saß schweigend auf der Kante meines Bettes. Ich sah zu, wie die Sonne über den Bäumen aufging und sich ihre riesigen Schatten auf dem Boden verteilten. Ich hörte, wie die Dielen knarrten, als Kara den Flur hinunterging, um sich für den Tag fertig zu machen. Schließlich hörte ich sie durch die Garage hinausgehen. Und ich wartete. Mein Schatten leistete mir Gesellschaft, hielt mich konzentriert. Jetzt musste ich nur noch geduldig sein. Die Dämmerung kam, ohne dass ich es bemerkte. In einem Moment stand die Sonne hoch, im nächsten ging sie unter. Mein Schatten signalisierte mir, dass es an der Zeit war. Ich stieg die Treppe hinunter und fand Vince auf der Couch sitzend vor. Meine Ohren klingelten, als ich auf ihn zuschritt. Er blickte zu mir auf, als ich mich ihm näherte. Ja, hey, ich war mir nicht sicher, ob du hier bist oder nicht. Du bist schon den ganzen Tag so still. Sein Lächeln wurde schwächer, als er den mörderischen Ausdruck auf meinem Gesicht sah. Pete, geht's dir nicht gut? Hintergrundgeräusche, unwichtige Worte sprudelten weiter aus seinem verdammten Mund. Er verstummte, als er sah, was auf ihn gerichtet war. Pete, keuchte er und hob die Hände. Hey, was soll das, Mann? Entspann dich einfach und nimm die Waffe runter, okay? Ich bewegte mich weiter auf ihn zu. Denk einfach darüber nach, was du tust, in Ordnung? Hey, nimm sie runter. Denk an deine Schwester. Ein weniger überzeugendes Argument hätte er sich nicht aussuchen können. Ich winkte mit dem Revolver und ging ein paar Schritte auf ihn zu. Denkst du an meine Schwester? Ich brüllte. Ich denke an sie, Vince. Ich denke daran, wie du sie behandelst. Ich denke daran, wie du sie verdammt nochmal verletzt hast.
Seine Augen trafen meine, die von Tränen überströmt waren. Pete, bitte, es tut mir leid, tu das nicht, flehte er. Er sackte nach vorne, sah verzweifelt zu mir auf und murmelte unzusammenhängende Halbentschuldigungen. Pete, bitte, 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 ich verspreche es, es wird nie wieder vorkommen. Ich hatte so meine Zweifel, keine Zeit zum Zögern. Vince folgte meinem Blick zur Wand. Seine Augen weiteten sich, als er meinen Schatten beobachtete, und ich setzte den Lauf an seinen Kopf. Unsere Bewegungen waren wieder synchron. Ich holte tief Luft und legte den Finger auf den Abzug. Diese Geschichte hat ein Ende, auch wenn es vielleicht nicht das ist, das du hören wolltest oder erwartet hast. Oft werden Geschichten so geschrieben, dass sie am Ende alles ordentlich zusammenfügen und einen Abschluss bieten. Aber so funktioniert das Leben einfach nicht. Manchmal gibt es kein Ende. Manchmal geht es einfach weiter. Ich möchte zunächst sagen, dass ich Vince nicht getötet habe. Ich konnte es nicht. Stattdessen brach ich zusammen. Ich war völlig am Ende. Er rief weder die Polizei, noch schlug er in irgendeiner Weise zurück. Er erzählte nicht einmal Kara, was passiert war. Nachdem ich die Waffe weggelegt hatte, saßen wir nur da und schluchzten. Er sagte mir, er würde sein Versprechen einlösen. Er schwor, nie wieder die Hand gegen Kara zu erheben. Aber glaube ich, dass Vince wirklich in der Lage ist, sich zu ändern? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich spreche immer noch jeden Tag mit Kara und sie scheint glücklich zu sein. Ich kann nur hoffen, dass sie es mir sagen würde, wenn Vince sein Versprechen nicht hält. Für Geschwister, die gemeinsam einen Mutterleib geteilt haben, scheinen wir eine besonders schlechte Angewohnheit zu haben, nämlich Geheimnisse voreinander zu haben. Was mich betrifft, so habe ich vor kurzem meinen Chip für 90 Tage erhalten. In ein paar Monaten habe ich noch meine Anhörung. Ich weiß noch nicht, wie das ausgehen wird. Alles, was ich tun kann, ist, es mit Fassung zu tragen. Mit meinem Schatten an meiner Seite, der mich auf Schritt und Tritt verfolgt. Es ist schon komisch, wie wenig ich vorher über unsere Schatten nachgedacht habe. An dem Tag, an dem wir geboren werden, wird er zu unserem ständigen Begleiter. Er sieht alles, was wir in diesem Leben tun. Er weiß mehr über uns als jeder andere. Vor all dem hatte ich mich nie gefragt, ob unsere dunkelsten Geheimnisse auch einen Schatten werfen würden, wenn sie ans Licht kämen. Aber wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es dies. Wenn wir mit dem Schlimmsten konfrontiert werden, wozu wir fähig sind, haben wir immer noch die Wahl über unser Handeln. Strigoi. Regen fiel sanft auf den Trauerzug, als man Florian Radu zu Grabe trug. Freund Hein war still in das Dorf gekommen und hatte sich Florians Seele genommen. Als Sklav und Gefährte in Freud und in Not, Freund Hein brachte Florian Fieber und Tod. Er lag auf dem Laken und kämpfte 6 Tage, bevor er der Hitze des Fiebers erlag. Im Fieberwahn hörte man Florians Flehen. »Ihr Engel, all helft mir, ich will noch nicht gehen!« Es half nichts, drum starb er entkräftet und hager, und Hein schwang die Sense an Florians Lager. 6 stumme Männer trugen den Mann, und dumpf schepperte die Kapelle voran. Der Himmel war grau am Begräbnistag, und die Frauen sie weinten an Florians Sarg. Mit dem Tode Florian Radus begann es. Er war ein ehrenwerter Mann, ganz ohne Zweifel. Bis ins hohe Alter war er engagiert im Dorf, und in den Winternächten erzählte er den Kindern die alten Fabeln und Märchen am Kamin. Die Kleinen des Dorfes saßen mit offenen Mündern und Staunen im Gesicht um ihn herum, während er mit leuchtenden Augen von Baba Yaga erzählte, von den verschwundenen Völkern im bodenlosen Land,
und von Kobolden und Geistern. Florian kannte all diese Geschichten und er schaffte es, sie mit seiner warmen Stimme zum Leben zu erwecken. Beinahe erwartete man, den fleißigen Bartosch mit seinem Koboldbesen hinter dem Kamin hervorkommen zu sehen, wenn der alte Radu begann, seine Geschichten zu erzählen. Oder man meinte in der Ferne die Schritte von Baba Jagas wandernder Hütte zu hören. Und Frau Radu, die gütige alte Frau, die man im Sommer immer in ihrem Gemüsegarten sah, sie buk Bratäpfel dazu. Das war eine herrliche Zeit. Herr Radu war in unserem Dorf aufgewachsen und hatte immer hier gelebt. Jeder kannte ihn, jeder mochte ihn. Und als das Fieber kam, legte sich eine bleierne, dunkle Schwere auf die Reetdächer, die Gemüter und die erleuchteten Butzenscheiben. Der Schnee fiel auf ein stilles Dorf und die Leute redeten nur mehr im Flüsterton. Habt ihr gehört? Der alte Radu ist krank. Ja, gewiss. Bruder Heinz streift übers Feld und fährt seine Ernte ein, sagten sie und schauten betroffen auf den Boden. Es waren auch andere krank geworden in diesem Winter. Der Krieg war noch nicht lange vorbei und viele Menschen im Land litten Hunger. Unser Dorf hatte es noch gut, denn jeder hatte seinen Garten. Doch richtig satt waren wir in diesen Zeiten selten. Und immer wieder schlichen abgemagerte, zerlumpte Gestalten übers Land. Sie klopften an die Fenster und Türen und bettelten um Essen. Sie brachen in die Ställe ein und stahlen das Vieh und schliefen im Heu. Sicher, was man übrig hatte, gab man ihnen. Doch wer hatte schon etwas übrig zu der Zeit? Es war allenthalben schwer und man tröstete sich mit der Hoffnung auf bessere Zeiten. Und solange Florian Radu seine Märchenstunden hielt, war die Welt ein kleines bisschen weniger düster. Bis das Fieber in unser Dorf kam. Zuerst schüttelte es die kleine Maria und zerrte sie auf. Sie war kaum 6 Jahre alt und sie kämpfte tapfer. Die Frauen des Dorfes kamen zusammen, um für sie zu beten. Vergeblich. Als sie starb, waren ihre Eltern ganz grau vor Trauer und zu ihrer Beerdigung kam das ganze Dorf zusammen. Sie war ein gutes Mädchen gewesen und man betete gemeinsam und hoffte, dass sie einen guten Platz am Tisch des Herrn erhielte. Doch das Fieber machte nicht bei ihr Halt. Es schlich von Familie zu Familie und überall erkrankten Menschen. Sie lagen schwitzend und schreiend auf ihren Betten, wälzten sich hin und her und wurden von Fieberträumen geschüttelt. Kein Sud oder Trank vermochte ihnen zu helfen. Es war, als wäre der Tod in unser Dorf eingekehrt. Auch ich erkrankte und lag niedergedrückt und von einem inneren Feuer erfasst im Bett. Es war ein heftiges Fieber. Ich hatte Visionen und sprach mit fremden und unheilvollen Gestalten. Doch mich verschonte Bruder Hein. Ich kam wieder zu Kräften. Die Fiebermuhme streicht um die Häuser, munkelten die Leute. Heute Morgen fand ich ihre Spuren im Schnee. Verschließt eure Fensterläden, denn nachts schaut sie durch die Fenster hinein und wen sie erblickt, den schlägt sie mit Fieber und Tod. Die Menschen verschlossen ihre Fensterläden und stellten Buß- und Bittgaben vor die Fenster. Schälchen mit Milch und Teller mit Keksen oder Brot. Das Mumenbrot, so nannten wir es. Alles, um die Fiebermuhme milde zu stimmen. Herr Radu erzählte uns von ihr. Sie war eine arme, alte Frau gewesen. Als Hexe verschrien und verjagt, lebte sie vor langer Zeit weit ab vom Dorf am Waldrand. Als sie Fieber bekam und krank wurde, kam sie ins Dorf, um Hilfe nachzubitten. Doch man verschloss vor ihr die Türe und jagte sie fort. Und so starb die Fiebermuhme einsam und verlassen. Sie erfror am Fluss, nachdem sie auf dem Rückweg zu ihrer Hütte zusammengebrochen war, so erzählte man. Doch der Geist der Fiebermuhme fand keine Ruhe. Sie streift im Winter übers Land, zieht in der Nacht um die Häuser und klopft an die Türen. Öffnen sie sie nicht, schaut sie durch die Fenster. Und wen sie erblickt, dem schickt sie ein Fieber. Darum stellt man im Winter kleine Gaben vor die Türen und vor die Fenster, damit die Fiebermuhme Frieden findet und weiterzieht. So war das. Und die Kinder drückten sich aneinander, erfüllt von einem wohligen Grusel und genossen die Wärme des Kamins und den Geruch der Bratäpfel. Und dann lag er im Sterben, der alte Florian Radu. Alle waren bedrückt und alle wünschten sich, er würde es schnell überstehen. Doch insgeheim befürchtete man das Schlimmste, denn er war schon alt. Das Fieber kam und es schüttelte ihn. Sein ganzer Körper verbrannte von innen und ein fürchterlicher Husten plagte ihn. Tagelang tobte der Kampf zwischen Florian und dem seines inneren Feuers.
Die alte Frau Radu und ihre Tochter Dorina pflegten ihn, Tag und Nacht. Sie machten ihm Essigwickel, kühlten seine heiße Stirn und rieben ihn mit Ölen ein. Dann gewann das Fieber die Oberhand. Doch Herr Radu konnte nicht loslassen. Er klammerte sich mit jedem Atemzug an sein Leben und schrie und weinte fortwährend. Es war grauenhaft, denn man hörte es bis in die Nachbarschaft. Er war nicht bereit zu gehen. Und der sonst so sanfte alte Mann kämpfte verzweifelt um sein Leben und verfluchte mit rasselndem Atem das Fieber und den Tod, bis es übermächtig wurde und aus seinen Flüchen und seinem Toben wirre, zusammenhanglose Sätze wurden. Rasselnde, heiserne Wortfetzen eines Sterbenden, entrückt von der Realität. Mit eingefallenen Augen und fahlem Gesicht, die wenigen Haare wirr zerzaust, redete er fremde Gestalten an, lallte und weinte ins Ungewisse. Das Totengrinsen schon erahnbar. Gruselig anzuhören, gruselig anzusehen. Als der Priester kam, um ihm die letzte Ölung zu geben, stand das ganze Dorf stumm in den Hauseingängen und alle beteten für den alten Mann. Bruder Hein war stärker als Herr Radu. Er stand wohl an seinem Bett mit der Sense in der Hand, während Herr Radu mit ihm rang und um sein Leben flehte. Es war fürchterlich, sein Sterben mit anzuhören, und die Leute im Dorf verboten es ihren Kindern, in die Nähe des Hauses zu gehen. Und wer mit seinen Kindern am Haus vorbei musste, der hielt ihnen die Ohren zu. Dann, an einem regnerischen Montagmorgen, war auf einmal alles still. Nur der Regen fiel mit einem Rauschen auf die Wege und Dächer. Und als wir den Priester durch den Matsch zum Haus der Radus gehen sahen, wussten wir, dass der alte Florian seinen Kampf gegen Bruder Hein verloren hatte. Er hatte ihm mit seiner Sense den Lebensfaden durchgeschnitten und seine Ernte eingefahren. Die Frauen verschleierten sich und wir alle kamen in seinem Haus zusammen, um zu weinen, zu essen, zu trinken, sich an ihn zu erinnern und Totenwache zu halten. Mit Florians Tod war auch das Fieber verschwunden. Niemand erkrankte mehr. Es war, als hätte nicht nur der Tod seine Ernte gefunden, sondern als hätte auch die Fiebermuhme ihren Begleiter übers Jahr gefunden und Herrn Radu mit sich genommen in ihre Hütte im Wald. Alle atmeten auf. Nun war Zeit zu trauern und zu beten. Florians Begräbnis war ein großes Ereignis. Das ganze Dorf kam zusammen. Die Kapelle spielte und der Bürgermeister ging dem Leichenzug voran. Herr Radu war eine Institution im Dorf gewesen. Und mit seinem Tod verloren wir alle ein Stück von uns selbst. So viele von uns hatten schon als Kinder bei ihm gesessen und ihm zugehört. Und so war seine Beerdigung etwas, von dem wir noch lange erzählten. Doch bald schon machten Gerüchte die Runde. Ein Huckup sei gesehen worden. Er habe den alten Emil aufgelauert, als er aus dem Nachbardorf kam. Angesprochen habe er ihn auf dem Weg und ausgesehen wie ein normaler Mensch. Dass er ihn begleiten wolle ins Dorf, wo er Rüben kaufen will, habe er gesagt. Und der alte Emil sei dann mit ihm durch den Hohlweg gegangen. Doch der Begleiter sei immer größer und schattenhafter geworden. Seine Augen hätten gierig und lodernd auf ihn herabgeblickt und eine lästerliche Stimme ihn mit Flüchen und Obszönitäten belegt. Emil berichtete, er sei losgerannt, doch der riesige Schatten sei auf ihn gesprungen und hätte sich Huckepack auf ihn gesetzt und ihm dabei teuflische Dinge ins Ohr geflüstert. Der Emil muss wohl in Panik gewesen sein, denn er rannte, während sich der Huckup an seinen Rücken klammerte, bis der Emil keine Kraft mehr hatte und am Wegrand zusammenbrach. Dort lag er, bis die Nacht hereinbrach und seine Söhne ihn fanden. Sie schleppten den Entkräfteten ins Dorf, wo er mit letzter Kraft vom Huckup erzählte, bevor sein Herz erschöpft aufhörte zu schlagen. Darum gingen ab da die Leute nur mehr zu zweien, wenn sie das Dorf verlassen mussten. Die Leute bekreuzigten sich und beteten Rosenkränze in der Dorfkirche. Dorina, die Tochter des alten Herrn Radu, sah zunehmend müde aus, entkräftet. Sie hatte tiefe Ränder unter den Augen und ich frug sie, was los wäre. Ein Geist suche sie heim, gestand sie. Ein Geist, der durch ihr Haus wandele, wie ein Schatten, der sie anstarre und ihr die Lebenskraft aussauge. Die Zeiten waren generell bedrückend, doch was Dorina erzählte, versetzte uns alle in Unruhe. Zuerst das Fieber, dann der Tod von Herrn Radu, der Huckup im Hohlweg
und nun ein Gespenst? War das Dorf verflucht? Hatte irgendwer Schuld auf sich geladen? Ich ging Dorina oft besuchen und schaute nach, wie es ihr ging. Sie war blass, eingefallen und kraftlos und nahm mich kaum mehr wahr. »Er sucht mich heim. Er sucht mich heim«, murmelte sie. »Jede Nacht. Er lauert in den Schatten der Zimmer und er hockt sich auf meine Brust und saugt mir das Leben aus.« »Aber wer, Kind?«, fragte der alte Ohm. »Sag es uns. Wer sucht dich heim? Wer geht um in deinem Hause?« Doch Dorina schüttelte bloß den Kopf. Sie konnte es nicht erkennen. Die Männer des Dorfes kamen in der Schenke zusammen, um sich zu beraten. Es war zu viel passiert. Jemand musste das Dorf verflucht haben oder verhext. Vielleicht eine der armen, zerlumpten Gestalten, die auf der Suche nach Obdach und Essen an einer Tür abgewiesen wurden? Man streute Salz auf die Türschwellen und vergrub Banggaben auf den Wegen, damit kein Geist und kein Mensch, der Böses im Sinn hatte, jemals mehr die Grenzen des Dorfes überschreiten konnten. Und die Frauen behängten die Türen mit Misteln und Zeichen gegen den bösen Blick. Das Haus der Radus wurde gesegnet, und dann wartete man ab. Als die Nacht kam, gingen die Männer Wache. Die Frauen blieben im Haus. Der Mond schien fahl auf die Dächer und Ställe. Nichts geschah. Niemand schlich um die Häuser. Doch dann, tief in der Nacht, zur Wolfsstunde, hörte man aus Dorians Haus einen entsetzten und grausigen Schrei. Wir rannten so schnell wir konnten und fanden Dorina Radu mit aufgerissenen Augen auf dem Bett. Blut lief ihr aus der Nase und sie atmete schwer. Ihre alte Mutter beugte sich weinend über sie. Dorina zeigte mit wildem Blick zur Tür, bevor sie das Bewusstsein verlor und in einen tiefen, erschöpften Schlaf fiel. Sie war blass, ausgezehrt und abgemagert. »Es musste ein Wiedergänger sein, der all das auslöste«, sagten die Frauen. »Einer der Toten des Dorfes, dessen Seele keine Ruhe gefunden hatte. Er würde des Nachts durchs Dorf gehen und Unheil stiften. Er lauert den Reisenden auf und springt auf ihren Rücken. Und er zerrt an Dorina Radu.« Ob es der alte Florian selbst war? Hatte er so mit seinem Tod gerungen, dass seine Seele keine Ruhe fand? Unruhe machte sich breit. In den nächsten Tagen ging ich alleine Wache. Zur Wolfsstunde schaute ich nach dem Rechten und sah, dass die Tür zu Dorinas Haus offen stand. Leise von einem unvermittelten Schauern erfüllt, betrat ich das Haus und horchte. Es war nichts zu hören. Die Treppen knarzten, als ich die Stiege zu Dorinas Schlafzimmer hochging. Das ganze Haus schlief. Leise öffnete ich ihre Tür und erstarrte. Ein kalter und grausiger Schauer durchfuhr mich, denn über der erschöpft schlafenden Dorina Radu stand gebeugt ein Schatten. Er sah mich an und legte einen Finger über die Lippen. In diesem Moment riss Dorina die Augen auf und schrie. Ich floh und kam schwer atmend an meine Haustür zum Stehen. Aufgewühlt und zitternd legte ich mich neben meiner unruhig schlafenden Frau ins Bett und fand keine Ruhe. Ein Strigoi, ein Untoter, ein Wiedergänger. Im Dorf gab es tags drauf kein anderes Thema. Alle redeten von dem Geist, der Dorina heimsuchte und dem Dorf Unheil brachte. Florian Radu hatte keine Ruhe im Tod gefunden. Er hatte sich anscheinend zu erbittert an sein Leben geklammert. Wir alle erinnerten uns an sein Jammern und Flehen, als es mit ihm zu Ende ging. Er musste es sein, der Dorina die Lebenskraft aussaugte, weil er nicht gehen konnte. Die Dorfbewohner schwiegen bedrückt. Allen war bewusst, was das hieß. Der nächste Tag zog grau und regnerisch herauf. 6 stumme Männer mussten es sein und 6 sündenfreie Frauen, die Gebete sprechen und Dorina auf dem Weg zum Friedhof stützen sollen. Auch ich ging mit, heimlich hinterher. Ich wollte sehen, was geschah, und verbarg mich hinter Hecken und Zäunen, während ich der Gruppe folgte. Dorina jammerte entkräftet und redete wirr. Der Geist von Florian hatte sie so ausgezehrt, dass fast nichts mehr von ihr übrig war. Als die Gruppe den Friedhof und Florian Radus Grab erreichten, schrie sie und sackte in sich zusammen. »Hört ihr nicht? Hört ihr es nicht?« rief sie verzweifelt. »Was hörst du, Frau?« frug die alte Witwe Milo und streichelte Dorina übers Haar. Ich schlich leise näher und verbarg mich hinter einem Grabstein.
wie sie in ihren Gräbern rumoren. Sie winden sich in ihren Särgen unter unseren Füßen. Dorina wand sich und bäumte sich auf, als würde sie von unsichtbaren Mächten gepeinigt. Sie schrie einen spitzen, entsetzten Schrei. Diese Grauen! Sie schmatzen! Sie schmatzen, während sie an ihren Leichentüchern kauen, mit wilden Blicken und einem toten Lächeln. Weh mir! Wehe mir! Hört ihr das Schmatzen der Toten nicht? Die Gruppe schwieg und lauschte. Und sie hörten es. Leise. Ein Schmatzen, das aus der Erde drang. Ein Schmatzen und Kauen. Florian Radu war nicht zur Ruhe gekommen. Er lag in seinem Grab und kaute an seinem Leichentuch und ging nachts durch das Dorf, um seiner Tochter die Lebensenergie auszusaugen. Florian Radu war ein Untoter, ein Nachzehrer. Entsetzt sahen die Dorfbewohner sich an, während leise das Schmatzen und Kauen aus der nassen Erde drang. Die Frauen stimmten ihre Gebete an. Die Männer bekreuzigten sich und fingen an, den untoten Florian auszubetten. Dorina kniete entsetzt, wimmernd inmitten der Frauen und betete ein Ave Maria. Je tiefer die Männer gruben, desto lauter wurde das Schmatzen und Kauen, und als der erste Spaten auf das Sargholz stieß, verstummte es. Vor Grauen gepackt hielten die Männer inne. Die Frauen umstanden die Grabstelle und verspritzten betend Weihwasser auf den Sarg des alten Mannes. Ein tiefes, rasselndes Knurren drang aus dem Sarg, und als die Frauen das Amen sprachen, rührte sich nichts mehr. »Es ist jetzt sicher«, hörte ich die Witwe Milo sagen. Die Männer nickten und öffneten den Sarg. Als sie den Deckel abnahmen, atmeten sie geschockt ein und bekreuzigten sich. Im Sarg lag Florian Radu eingefallen und bleich, die schütteren weißen Haare wild und zerzaust, tiefe Ringe unter den eingefallenen Augen. Seine dürren Hände umklammerten sein Leichenhemd, das er sich in den Mund geschoben hatte. Auf den blauen Lippen lag ein finsteres und wildes Grinsen. Er hatte die milchigen Augen aufgerissen und sein Blick fiel auf Dorina, als der Sarg geöffnet wurde. Dann schien das Tageslicht auf den Untoten und seine Augen erstarben. Sie schlossen sich. Die Männer des Dorfes legten ihm einen geweihten Stein zwischen die Zähne, entfernten sein Herz, um daraus einen Trank zu brauen, und dann legten sie ihn mit dem Gesicht nach unten wieder in den Sarg, als sie ihn erneut zur Ruhe betteten. Das Unheil war gebannt, der Terror vorbei. Ich verbarg mich, als die Gruppe ihren Heimweg antrat, und blieb aufgewühlt auf dem verregneten Friedhof zurück. Unfähig zu begreifen, was ich erlebt hatte. Ein unfassbarer Schrecken durchfuhr mich, als ich spürte, wie eine Hand sich auf meine Schulter legte. Ich fuhr herum. Eine Gestalt stand hinter mir in einem schwarzen, zerschlissenen Kapuzenumhang. Er hielt eine Sense in der Knochenhand. Die andere lag auf meiner Schulter. Bruder Hein war gekommen. Zu mir. »Nun, mein braver Marian.« Seine Stimme klang staubig, trocken, als würden schwere Mühlsteine Knochen mahlen. »Bist du nun bereit zu gehen?« Ich verstand nicht. »Schau.« Hein zeigte auf den Grabstein, hinter dem ich mich verborgen hatte. Ich ging um ihn herum, und ein tiefes Entsetzen packte mich, als ich darauf meinen Namen sah. Ich bin tot? Ich konnte es nicht glauben. Nein, antwortete Bruder Hein dumpf. Höre doch. Ich lauschte. Aus der Tiefe unter mir hörte ich ein leises Schmatzen und Kauen. Von tiefer Angst geschüttelt, sank ich auf die Knie. Bist du gekommen, mich mit dir zu nehmen? Es fiel mir schwer, diesen Satz herauszukriegen. Nein, sagte Hein erneut, und ich sah zu ihm auf. Er trat einen Schritt zur Seite und zeigte auf das Friedhofstor. Dort stand, bevor der heilige Boden begann, eine alte Frau im Regen. Ein Jahr musst du ihr dienen. So ist die Abmachung, damit sie deine Frau verschont. Ein Dienstjahr und du kannst mit mir gehen.
Heinz' Stimme klang dumpf und schauderhaft. Und ich erinnerte mich wieder an das Fieber, das meine Frau geschüttelt hatte, bis sie kurz davor war zu sterben. Ich erinnerte mich, wie ich hilflos an ihrem Sterbebett saß, unfähig ihr zu helfen, und wie ich die alte Milo bat, ein gutes Wort bei der Fiebermuhme einzulegen. Wenn meine Frau überlebte, würde ich stattdessen mit ihr gehen. »Nun geh«, sagte Bruder Hein dumpf, »und beginne deinen Dienst.« Ich erhob mich entsetzt. Vor dem Friedhofstor wartete meine neue Herrin, die Fiebermuhme. Das Wesen auf dem Friedhof. Der Boden ist trocken und sandig, das haben Wüsten so an sich. Nirgends wächst ein Busch oder auch nur ein Grashalm. Logisch, es ist viel zu trocken. Es ist mir ein Rätsel, wie die Menschen hier überleben. Zugegeben, so viele sind es gar nicht. Nur eine Handvoll älterer Menschen, die so schnell nichts von ihrem ausgedörrten Zuhause vertreibt. Ich kann bestens verstehen, weshalb alle jüngeren Generationen weggezogen sind. Es ist einfach nichts los hier. Es gibt eigentlich nicht einmal Geschäfte. Nein, eigentlich gibt es hier nichts, das einen Menschen hier halten könnte. Es ist durchgehend heiß, trocken und einsam. Bis zum Horizont erstreckt sich die Wüste. Die Straße, auf der ich stehe, ist rissig und unbefahren. Hierher verirrt sich selten ein Auto oder sonst irgendetwas. Außer mir. Ich bin ein leidenschaftlicher Geschichtensammler und mein Bauchgefühl sagt mir, dass hier eine große Geschichte auf mich wartet. Im Moment habe ich so meine Zweifel an meinem Bauchgefühl. Hier wartet augenscheinlich nichts anderes als gähnende Langeweile. Eine alte Frau schaut neugierig aus dem Fenster. Ich lächle sie an und sie zieht erschrocken die Vorhänge zu. Das machen alle, denen ich bisher begegnet bin. Zugegeben, vielen bin ich bisher nicht begegnet. Wie auch, hier ist ja so gut wie keiner. Vorhin im Hotel hat mich der Mann an der Rezeption auch so seltsam angesehen. Ich finde, ich sehe gar nicht so schlimm aus. Ich bin Mitte 30, habe kurze braune Haare, die zuweilen etwas strubbelig und matt wegen der Hitze sind. Und um ehrlich zu sein, finde ich mich recht attraktiv. Nicht wie Brad Pitt oder so. Eher Brad Pitt für Arme. Mit den Händen in den Hosentaschen setze ich meine Besichtigung fort. Mir ist schon aufgefallen, dass ein kleiner, aber in diesem Fall verhältnismäßig großer Friedhof das Zentrum des Kaffs bildet. Ein wenig seltsam finde ich das schon. Normalerweise sind Kirchen oder meinetwegen auch Gemeindehäuser im Zentrum eines Dorfes. Vielleicht täuscht sich mein Bauchgefühl doch nicht und der Friedhof hat ein interessantes Geheimnis. Ohne Eile schlendere ich darauf zu. Es wartet ja keiner auf mich und in meinem Beruf kann man sich gerne auch mal Zeit lassen. Wenn man wirklich gut ist, sogar eine Menge Zeit. Ganz so gut bin ich nicht, aber ich finde doch, dass ich ein ziemlich brauchbarer Autor bin. Wenn auch freiberuflich. Das Eisentor quietscht, als ich es aufdrücke. Es gibt so ein richtiges Klischee-Quietschen von sich. So eins, das man aus sämtlichen Horrorfilmen kennt. Das Friedhofstor-Quietschen. Ich muss fast lachen, bis mir auffällt, dass an dem Tor eine Menge Ketten hängen. Zum Teil richtig dicke Eisenketten mit großen Gliedern, aber auch kleinere, zum Teil verrostete, aus anderen Metallen. Ich betrete den Friedhof und erst jetzt fällt mir auf, an allen Gräbern sind Ketten befestigt. Sehr merkwürdig. Ich frage mich unwillkürlich, welchen Zweck sie wohl haben. Sollen sie die Grabsteine zusammenhalten, falls ein Sturm aufzieht? Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Ich kann mir da etwas Spirituelles vorstellen. Die Ketten könnten die Seelen der Toten auf der Erde bewahren oder ihre Körper unter die Erde bannen. Aber wer wollte das schon? Sollte man nicht nach dem Tod frei sein? Normalerweise schon.
jedenfalls nach christlichem Glauben und, soweit ich wusste, auch in einer Menge anderer Glaubensrichtungen. Ich sah mir die Grabsteine genauer an. Sie hatten eine recht untypische Form. Ich wunderte mich, dass es mir nicht sofort aufgefallen war. Auf einer Art Sockel oder wahlweise auch Säule saß ein Tier oder ein Tierkopf. So ganz genau konnte ich das Tier nicht identifizieren. Es hatte Ähnlichkeiten mit einem Hund oder Wolf, aber es erinnerte mich auch ein wenig an einen Vogel, denn es hatte Federn um den Kopf. Was sollte das denn bitte für ein Tier sein? Jedenfalls waren die Ketten nicht um den Kopf oder Körper des Tieres oder meinetwegen auch Fabeltieres geschlungen, nur um den Sockel. Ich nehme meinen Notizblock heraus und notiere meine Erkenntnisse. Das Kaff ist vielleicht doch ganz interessant. Ich drehe noch eine Runde auf dem Friedhof, aber ich entdecke nichts Neues und mache mich auf den Rückweg in das Hotel oder auch Motel, jedenfalls zu meiner vorübergehenden Behausung. Auf dem Weg kommt mir der Gedanke, dass das Tier, / Fabelwesen, und die Ketten vielleicht den Toten beschützen und ihn nicht festhalten sollten. Der Gedanke kam mir irgendwie logisch vor und ich notierte ihn ebenfalls. Als die Nacht hereinbricht, habe ich mir bereits einen Helden für meine neue Story ausgedacht, der hier in diesem Kaff eine unglaubliche Entdeckung machen sollte. Sein Name war Evan McLewis und er war Mythologe von Beruf. Er hatte ein bisschen was von Indiana Jones, aber er hatte nicht so viel Hollywood-Hilfe wie das Original. Außerdem finde ich ihn sympathischer. Ich gähne ausgiebig und beschließe, für heute Schluss zu machen. Ich puste die Kerze. Ja, die Kerze, denn Elektrizität ist ja ein Fremdwort, auf dem Schreibtisch aus. Als ich gerade die Augen schließen und einschlafen will, höre ich das Geräusch zum allerersten Mal. Etwas schabt leise über den Boden. Es klingt, als käme es von draußen. Ich bin ja kein Angsthase, also stehe ich auf und gucke aus dem Fenster. Der Mond scheint hell am Himmel und ich habe mich bald an das wenige Licht gewöhnt, so dass ich die Hauptstraße und die Häuser in der Nähe ganz gut erkennen kann. Das Geräusch ist immer noch da, aber ich sehe nichts und niemanden weit und breit. Nur das Geräusch ist zu hören und plötzlich ist mir klar, wonach es klingt. Nach Ketten, die über dem Boden geschleift werden. Ausgerechnet Ketten. Was hat dieses verdammte Kaff mit Ketten zu tun? Hier gibt es nicht einmal ein Geschäft dafür, geschweige denn eine Erzmine, um die nötigen Rohstoffe abzubauen. Ich schüttle den Kopf und lege mich zurück ins Bett. Das Fenster lasse ich offen. Es ist viel zu warm in meinem Zimmer. Ich bin wirklich müde und als ich den Kopf in das Kissen sinken lasse, bin ich schon so gut wie eingeschlafen. Das Schleifen der Ketten, das immer näher kommt, nehme ich gar nicht mehr wahr. Ich höre auch nicht, wie es direkt unter meinem Fenster vorbeigeht und dann plötzlich verstummt, denn ich bin schon eingeschlafen und träume von meiner Freundin, die zu Hause in unserer Wohnung in Atlanta sitzt und darauf wartet, dass ich wiederkomme. Der Traum ist wirklich schön, bis er sich plötzlich verändert. Er beginnt damit, dass sie und ich in unserem gemeinsamen Bett liegen, aneinander gekuschelt wie zwei Teddys, nur dass wir irgendwann nicht mehr kuscheln. Der Traum ist unnatürlich realistisch. Aber das ist mir in diesem Fall mehr als recht. Ich will mich gerade wieder ihrem Mund zuwenden, als ich plötzlich kaltes Metall unter meinen Händen spüre. Verwirrt lehne ich mich ein Stück zurück. Ihre Verwirrung kann es mit meiner nicht aufnehmen. Um ihren gesamten Körper sind auf einmal Ketten geschlungen. Es sind dicke und dünne Ketten aus den verschiedensten Metallen. Egal wie fest ich an ihnen zerre, sie lassen sich nicht lösen. Und dann bin ich hellwach. Ich schüttle den Kopf und versuche, den Traum aus meinem Kopf zu bekommen. Draußen ist es schon gleißend hell und als ich aus dem Fenster schaue, werde ich von dem reflektierten Licht geblendet. Ich bedecke meine Augen mit einem Arm und versuche, sie von dem hellen Licht abzuschirmen. Ich ziehe den Kopf zurück ins Zimmer und stapfe ins Bad, um mich frisch zu machen. Die kalte Dusche tut gut und vertreibt den anfangs heißen Traum, der zum Ende hin wirklich merkwürdig wurde, aus meinen Gedanken. Viel wichtiger ist jetzt, wovon das Geräusch gestern Nacht stammte. Zuerst nahm ich an, dass die Ketten auf dem Friedhof in der Nachtluft geklimpert hätten, aber den Gedanken verwerfe ich gleich wieder. Nein, da hatte jemand oder etwas, um dem Ganzen einen übernatürlichen Touch zu geben, ganz eindeutig Ketten über den Boden geschleift. Und zwar nicht nur an einer Stelle, sondern über einige Meter die Straße entlang, da war ich mir sicher.
Auch wenn ich gestern Nacht von der Anreise und dem Klima erschlagen worden war und deshalb viel zu früh eingeschlafen war, habe ich mich nun doch ein wenig daran gewöhnt und werde heute Nacht wesentlich länger wach bleiben. Und das nicht in meinem stickigen Zimmer, beschließe ich, als ich aus der Dusche trete und mich in besagtem Zimmer umziehe. Ein Wunder, dass es hier fließendes Wasser gibt, bei meiner Ankunft hier im Hotel, Motel oder was auch immer, war ich ziemlich fest davon ausgegangen, dass ich auf den Luxus einer Dusche würde verzichten müssen und stattdessen einen altmodischen Waschtopf mit selbstgeholtem Wasser aus dem Brunnen im Hinterhof würde benutzen müssen. Glücklicherweise war dem nicht so und ich konnte jeden Morgen und wenn ich wollte auch jeden Abend eine Dusche genießen. Das Wasser war zwar kalt, aber es tat eigentlich ganz gut in dieser Hitze. Ich stecke mein Notizbuch und den Stift in meine Hemdtasche und verlasse das Zimmer. An der Rezeption ist niemand und als auf der Straße Glocken zu hören sind, ist mir auch klar weshalb. Ich trete hinaus und sehe alle Dorfbewohner, wie sie ganz weiß gekleidet die Straße zum Friedhof hin entlang schreiten und dabei mit Kuhglocken bimmeln. Ich beschließe mir das Spektakel anzusehen und folge dem Menschenzug in gebührendem Abstand. Bei genauerem Hinsehen kann ich erkennen, dass einige alte Männer, darunter anscheinend auch der Wirt, einen Körper tragen. Der Körper ist eindeutig menschlich und das Tuch, in dem er liegt, ist ganz rot. Blutrot, um genau zu sein. Und ich nehme an, dass das Tuch eigentlich weiß ist oder vielmehr war. Was ging hier vor sich? War jemand über Nacht verblutet und man hatte ihn sofort in ein weißes Tuch gewickelt, damit es auch auffällt? Das kam mir mehr als suspekt vor und ich verfolgte die Leute bis zum Friedhof im Stadtzentrum. Vor dem Friedhof bleibe ich allerdings stehen, denn ich habe mit dem Begräbnis nichts zu tun. Jedenfalls gehe ich davon aus, dass es ein Begräbnis ist. Ein großer Mann spricht seltsame Worte, die eindeutig nicht Englisch sind, und ich verstehe nur das Mantra der Leute. Utuku, 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 rufen sie immer und immer wieder, und der Mann spritzt mit rotem Wasser um sich. Die unwillkürlich in mir aufkommende Vorstellung, dass es sich um verdünntes Blut des Toten handelte, fand ich irgendwie abstoßend. Am Ende schleppen wieder ein paar Männer eine dieser Säulen herbei und einige Frauen haben urplötzlich Ketten in den Händen. Der, ich nenne ihn der Einfachheit halber Pfarrer, zaubert von irgendwoher einen dieser grotesken Figuren hervor und als der Tote unter der Erde ist und die Männer die Säule auf das frische Grab gestellt haben, setzt der Pfarrer den Kopf obendrauf und die Frauen fangen an, wie Wilde um die Säule zu rennen und die Ketten daran zu befestigen. Utuku, 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 schreien sie wie von Sinnen. Ganz schön fit, diese alten Schachteln. Der Pfarrer spricht anschließend an die Herumrennenden gerichtet noch ein paar Worte. Und dann, ganz plötzlich, rennen all die alten Leute weg. Nix wie ab nach Hause. Ich stand nur staunend an der Friedhofsmauer. Ganz schön fit, dieser Rentner. Niemand scheint mich bisher bemerkt zu haben. Dabei stehe ich doch relativ auffällig neben dem Klischee-Quietschtor, aus dem alle rausrennen. Die einzige, die ganz abrupt neben mir stehen bleibt und damit einen aufgeregten Stau verursacht, ist eine alte Frau mit Kopftuch und stechend grünen Augen. Seltsamerweise wirken ihre Augen viel wacher und jünger als der Rest ihres Körpers. Utuku wird bei dir sein heute Nacht, schreit sie laut und panisch. Ihr Blick ist bitterböse und sie zeigt mit einem knorrigen, langen Finger auf mich. Du bist der Nächste! Dann rennt sie weiter und die Meute stürmt ihr erleichtert nach. Sogar der Pfarrer hat es auf einmal sehr eilig. Außer ihr ignorieren mich alle. Utuku wird heute Nacht bei mir sein. Was soll das denn bitte heißen? Und wer oder was ist dieser Utuku? Die Fragen beantworten sich in der nächsten Sekunde von selbst. Es ist mehr als offensichtlich. Utuku ist das Hundevogeltier und es wird mich heute Nacht töten. Ich schüttle den Kopf und lache, aber ein wenig unheimlich finde ich es doch. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, denke ich, als ich mich auf eine Bank auf dem Friedhof setze. Erstens, das hier ist ein Kaff voller irrer alter Leute, die in die Klapse gehören. Oder zweitens, an der Sache ist wirklich was dran und dieser oder dieses Utuku tötet die Menschen hier im Dorf. Und wenn ich mich so umsehe und kurz nachdenke, ist mir auch klar, womit es tötet, mit Ketten. Ich atme hörbar aus. Möglichkeit 1 ist die plausibelste, aber etwas an den Augen der alten Frau macht mich stutzig.
Das waren nicht die Augen einer alten Frau gewesen, nein, eher die eines jungen Mädchens. Was, wenn hier wirklich etwas Seltsames vor sich geht? Wenn meine Gedanken keine Fantasie sind? Ich lache wieder. Scheint so, als hätte die Sonne mir das Hirn ausgebrannt. Natürlich waren das alles alte Spinner und wenn ich meine Story fertig hatte, würde ich diesem Kaff für immer den Rücken kehren. Es war eindeutig zu heiß hier. Ich sitze den ganzen Tag auf dieser Bank und schreibe alles nieder, was mir zu Evan McLewis Abenteuer gerade einfällt. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade einen Bestseller produziere. Als es dunkel wird, kehre ich in mein Zimmer zurück. Der alte Mann steht wieder an der Rezeption, so als würde er auf weitere Gäste warten. Ich lächle ihm freundlich zu und ernte einen bösen Blick. Gestern war er noch freundlich gewesen. Ein seltsamer Kauz, so wie alle hier. Es würde mich ja kaum wundern, wenn die Hexe mit den grünen Augen seine Frau wäre. In meinem Zimmer öffne ich den Koffer und hole eine Taschenlampe heraus. Heute Nacht werde ich nicht schlafen, sondern die Wahrheit herausfinden, beschließe ich dramatisch und lache mich in Gedanken für diesen Satz aus. Mit Taschenlampe und Schreibgeräten ausgerüstet, verlasse ich das Haus wieder und lege mich an der Friedhofsmauer auf die Lauer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier die besten Chancen auf eine Entdeckung habe, falls überhaupt etwas passiert und das Geräusch wieder ertönt. Gefühlte Stunden liege ich auf dem staubigen Boden und langsam wird mir mulmig zumute. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich einen riesen Fehler mache und lieber abhauen sollte. Aber mein Kopf sagt, wenn hier etwas ist, bist du auch im Haus nicht sicher. Da es keine Kirche mit Turmuhr gibt, die die Zeit anzeigen könnte, schaue ich immer wieder auf meine Armbanduhr und leuchte mit der Lampe darauf. Ich bin so auf die Straße fixiert, dass mir gar nicht in den Sinn kommt, mich umzudrehen, als das Geräusch der schleifenden Ketten wieder ertönt. Gespannt leuchte ich die Straße hinunter. Das Geraschel kommt immer näher. Aber nicht von vorne, sondern von hinten. Zu spät drehe ich mich um. Erschrocken schreie ich auf und drücke mich panisch gegen die niedrige Mauer. Was ich sehe, macht mir mehr Angst, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Ich blicke in trübe, milchweiße Augen, die mich bösartig und mordlustig anstarren. Sie sind tief in den Kopf eines grotesk entstellten Hundes eingebettet. Es hat das Maul weit aufgerissen und von seinen langen, spitzen Zähnen trieft kleisterdicker Speichel. Es sieht fast aus, als würde es grinsen. Das Tier oder was auch immer es ist, hat Federn um den Hals und eine Erkenntnis macht sich in mir breit. Das ist Utuku. Das seltsame Fabelwesen auf den Grabsteinen. Ein eiskalter Schauer läuft mir den Rücken hinunter und ich beginne zu zittern. In seinen langen, gebogenen Klauen hält es eine Kette, eine lange, dicke Kette aus Eisen. Es kreischt in einem unnatürlich hohen Ton und meine Ohren klingeln, sodass ich kaum noch etwas anderes hören kann. Es hebt einen Arm und schlägt immer und immer wieder auf mich ein. Die Ketten treffen meinen Bauch, meine Schultern, brechen meine Rippen. Ich kann kaum noch atmen und schreie vor Schmerz. Tränen laufen über meine Wangen, als ich verzweifelt nach Luft ringe. Das Ding kreischt weiter herum und ich habe das Gefühl, dass es ihm Spaß macht, mich leiden zu sehen. Langsam bekomme ich sogar den Eindruck, dass es gar nicht kreischt, sondern lacht. Ich stöhne vor Schmerz, als die Kette meinen Kopf trifft. Mir ist auf einmal völlig klar, dass mir niemand zu Hilfe kommen wird. Sie haben alle viel zu viel Angst um ihr eigenes Leben. Sie leben lieber mit der Schuld. Ein markerschütternder Schrei zerreißt die Luft. Ich brauche einige Sekunden, bis mir klar wird, dass es mein eigener war. Als die Kreatur meine Schulter packt und mir sämtliche Knochen darin bricht. Ich bin unfähig, mich zu bewegen. Ich kann nicht fliehen. Ich kann nicht einmal den Arm heben, um meinen Kopf vor seinen brutalen Schlägen zu schützen. Als die Ketten meine Nase brechen, meine Wangen aufreißen und in meine Augen treffen, verliere ich vor Schmerz das Bewusstsein.
Am Ende der Zeit. Um das Offensichtlichste gleich vorwegzunehmen. Ja, ich war tatsächlich schon in der Zukunft. Nein, fragen Sie mich nicht nach der Pandemie, der Klimakrise, der nächsten Wahl oder dem Lotto-Jackpot von nächster Woche. Ich war in der fernen Zukunft, lange nachdem all das aufgehört hat, eine Rolle zu spielen. Es waren Milliarden von Jahren, mindestens. Es war das Ende des Universums, glaube ich. Aber es war nicht das Ende von allem. Ich sollte vielleicht ein wenig vorher anfangen und erklären, wie ich zu dem Ende des Universums gekommen bin. Ich bin Offizier der Luftwaffe und wurde als Testperson für das ausgewählt, was meine Vorgesetzten eine Chrononautical Kitty Hawk nannten. Mitten im Pazifischen Ozean in der Nähe der Hawaii-Inseln befindet sich ein streng geheimer experimenteller Teilchenbeschleuniger. Aus Gründen der Geheimhaltung und um den Ozean als Wärmesenke für den riesigen Kernreaktor zu nutzen, der das Ding antreibt, steht er unter Wasser. Ich war nicht in alle Details eingeweiht, weiß also nicht einmal, wer ihn finanziert. Es waren auf jeden Fall viele Nicht-Amerikaner anwesend, so dass ich mir ziemlich sicher war, dass es sich um eine internationale Zusammenarbeit handelte. Soweit ich verstanden habe, sollten die Experimente, die sie dort durchführten, die grundlegende Natur der Zeit aufdecken. Ob sie ein fundamentaler Aspekt des Universums, eine auftauchende Eigenschaft elementarer Komponenten oder gar nur eine Illusion unserer eigenen, begrenzten Wahrnehmung ist. Der Collider produzierte ein unbekanntes Teilchen, welches bei der Wechselwirkung mit gewöhnlicher Materie bizarre zeitliche Effekte verursachte. Vorläufig nannten wir sie einfach Chronitonen, da zeitreisende Teilchen bei Star Trek so genannt wurden. Wenn sie ein Objekt mit diesen Chronitonen sättigten, verschwand es für eine Zeitspanne, die in etwa proportional zu seiner Masse war, und tauchte dann am gleichen Ort wieder auf. Manchmal waren die Objekte nachweislich heißer oder kälter, manchmal waren sie beschädigt und in mindestens einem Fall waren sie nicht einmal mehr in einem Stück. Aber soweit die Wissenschaftler sagen konnten, kam jedes ausgesandte Atom wieder zurück, und zwar niemals mit irgendwelchen Fremdkörpern. Die Objekte erlebten eindeutig etwas während ihrer fehlenden Zeit, aber sie konnten keine Sonde aussenden, da die Chronitonen jegliche Elektronik zerstören würden, egal was sie zu deren Schutz unternahmen. Man beschloss, eine menschliche Versuchsperson zu schicken, die über das, was sie erlebt hatte, Bericht erstatten sollte. Die Wahl fiel auf mich, weil ich genau die richtigen Voraussetzungen mitbrachte. Ich besaß die erforderlichen Fähigkeiten und das nötige Temperament, war aber auch so durchschnittlich, dass meine Kommandeure es als akzeptablen Verlust abtun würden, sollte ich nicht zurückkehren. Man versicherte mir, dass die Chronitonstrahlung nicht ionisierend sei und dass die Tests, die man an biologischen Proben durchgeführt hatte, keine unmittelbaren oder kurzfristigen negativen Auswirkungen zeigten. Was die langfristigen Auswirkungen betrifft, so müssten wir einfach abwarten, nicht wahr? An dieser Stelle fragen Sie sich vielleicht, was mir bezahlt wurde, um mich einer unbekannten Strahlung auszusetzen und Gott weiß, wie weit in die Zukunft geschossen zu werden. Dasselbe, was Neil Armstrong für den Flug zum Mond bekommen hat. Nickes. Absolut nichts, was über mein reguläres Gehalt hinausgeht. Ich bin schließlich Offizier der Luftwaffe und mein Leben für das Wohl meines Landes aufs Spiel zu setzen, gehört zu meinem Job. Ich solle mich geehrt fühlen, der erste Mensch zu sein, der in die Zukunft geschickt wird, hieß es. Wenn die Experimente jemals freigegeben würden, würde ich berühmt, ja sogar unsterblich werden. Und wenn ich mich weigerte, würde ich mit ziemlicher Sicherheit wegen Ungehorsam in ein Militärgefängnis gesteckt. Also zurück in die Zukunft. Ich betrat den Collider und trug einen druckresistenten Schutzanzug. Dies war nicht nur aus Sorge vor der Reise in eine unbekannte Umgebung notwendig, sondern auch, weil das Innere des Colliders von Luft befreit werden musste, um richtig zu funktionieren. Der Collider selbst war ein kilometerlanger, 100 Fuß breiter Tunnel, der mit einer glänzenden grauen Legierung verkleidet war, von der man mir gesagt hatte, dass sie nur für dieses Projekt erfunden worden war. Alle paar hundert Meter gab es einen glühenden, brummenden Ring aus geheimen technischen Geräten, die alle in perfekter Synchronität pulsierten. In dem luftleeren Tunnel gab es natürlich keine Geräusche, aber ich konnte die Vibrationen in meinen Stiefeln spüren und es war ein Gefühl, das ich nur als Brummen beschreiben konnte.
Die Ringe waren alle durch 4 gleichmäßig verteilte Leitungen miteinander verbunden, die sich über die gesamte Länge des Kolliders erstreckten und jeweils mit einem kreisenden Licht pulsierten, das trotz der viel größeren Entfernung mit der Drehzahl der Ringe übereinstimmte. Ich nahm meinen Platz auf der deutlich gekennzeichneten Plattform ein und blickte auf die blinkenden Bildschirme, die die Einleitungssequenz herunterzählten und durch eine Art Käfig in der Kolliderwand von den Chronitonen geschützt waren. Die fast völlige Stille war zermürbend. Alles, was ich hören konnte, war mein eigener Atem. Ich hatte nicht einmal ein Funkgerät in meinem Anzug, da es von der Chronitonwelle einfach verschrottet worden wäre. Wenn es irgendwelche Anweisungen in letzter Minute gäbe, würden sie über das Display vor mir übermittelt. Während der Countdown bis zur vollen Sättigung heruntertickte, sah ich, wie sich im Raum um mich herum winzige goldene Lichter bildeten, die in Windeseile um den Kollider herumschwirrten. Zuerst waren sie spärlich, aber nach etwa einer Minute wurden sie so dicht, dass ich kaum noch durch den Dunst sehen konnte. Sie flogen durch mich hindurch, als ob ich gar nicht da wäre, ohne dass ich dabei etwas spürte. Ich konnte den Countdown nicht mehr sehen, aber als ich spürte, wie sich meine Füße vom Boden abhoben, wusste ich, dass der Start unmittelbar bevorstand. Mehrere Sekunden lang schwebte ich langsam nach oben, bis ich mich genau in der Mitte des Kolliders befand und blieb dort noch einige Sekunden lang hängen. Ich werde nicht lügen, ich hatte eine Höllenangst, aber ich geriet nicht in Panik und versuchte auch nicht, dagegen anzukämpfen. Was geschah, geschah, und ich war schon lange nicht mehr in der Lage, etwas dagegen zu tun. Ohne jede Vorwarnung wurde ich mit einer Kraft von mindestens 5G nach vorne katapultiert. Die goldenen Lichter verschwanden, zusammen mit dem Kollider, der Anlage, dem Ozean und der Erde selbst. Ich durchquerte sie nun ebenso harmlos, wie die Chronitonen mich durchquert hatten. Ich schoss nach oben und die Erde unter mir schien sich dabei mit einer unmöglichen Geschwindigkeit zu drehen. Auch die Sonne entfernte sich, und zwar in einem Relativitätstheorie inkompatiblen Tempo. Ich begriff, dass ich mich nicht mit Überlichtgeschwindigkeit bewegte, sondern dass allein mein Zeitpfeil beschleunigt worden war. Und was ich für Sekunden hielt, waren in Wirklichkeit Jahre, dann Jahrhunderte, dann Jahrtausende, dann Äonen. Ich flog immer schneller, durchquerte Sternensysteme im Bruchteil eines Augenblicks, so schnell, dass ich die gesamte Galaxie alle paar Sekunden einmal umkreiste, als wäre ich in einer Art außer Kontrolle geratenen galaktischen Tretmühle gefangen. Nach Gott weiß wie langer Zeit verlangsamte sich das Tempo endlich wieder und ich begann auf einen schwarzen Planeten herabzusteigen, der einen weißen Stern umkreiste. Irgendwie verstand ich intuitiv, dass dies die Erde war. Die Sonne hatte sich zu einem roten Riesen ausgedehnt und dabei die Erde schwarz verkohlt. Dann war sie zu einem weißen Zwerg geschrumpft und für den Rest ihrer Tage langsam abgekühlt. Die moderne Wissenschaft sagt voraus, dass die expandierende Sonne die Erde verschlingen wird. Ob diese Vorhersage falsch ist oder ob es unseren raumfahrenden Nachfahren gelungen ist, die Erdumlaufbahn zu erweitern, weiß ich nicht. Vom hohen Aussichtspunkt des Weltalls aus hatte ich diese dunkle Erde lange Zeit als unfruchtbar für jegliches Leben betrachtet. Aber beim Sturz auf den Boden sah ich, dass ich mich in meinem Urteil geirrt hatte. Die Landung war übrigens erstaunlich sanft. Meine Reise durch Raum und Zeit hatte mir keinen Schaden zugefügt und so blieb es mir überlassen, das endgültige Schicksal meiner Heimatwelt zu begutachten. Was ich sah, waren Dünen aus geschwärztem Regolith. Vor langer, langer Zeit hatte die wärmende Sonne die Ozeane verdampfen lassen und die Atmosphäre für photosynthetisches Leben zerstört. Die Kräfte der Entropie und Erosion hatten alle Berge und von Menschenhand geschaffenen Strukturen niedergerissen und zu Staub zermahlen. Ich fühlte mich an das Gedicht Ozymandias erinnert, als ich sah, wie alles um mich herum in dieser globalen Wüste verschwand. Der geschmolzene Kern war abgekühlt und die Magnetosphäre geschwächt, sodass ein stärkerer Sonnenwind die Oberfläche bestrahlen und die Atmosphäre allmählich abtragen konnte.
Die rote Sonne, eine höllische Furie in ihrem Todeskampf, war längst zu einem weißen Zwerg geschrumpft, der jetzt am verdunkelten Himmel hing. Obwohl das, was von der Atmosphäre übrig geblieben war, für mich sicher nicht mehr atembar wäre, wenn ich meinen Helm abnehmen würde, war die Temperatur zumindest erträglich. Alle Vernunft sagte mir, dass nichts eine solche Kaskade von Apokalypsen überlebt haben konnte. Und doch stand nur wenige hundert Meter von mir entfernt ein einzelner Baum. Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, er war 1000 Fuß hoch. Seine Rinde war schwarz, aber nicht verbrannt. Seine dunklen Blätter waren spärlich, aber vorhanden. Und an seinen Ästen blühten viele mondweiße Blüten. Der Baum warf einen langen Schatten, wie eine Sonnenuhr, und an seinem Rand standen 12 gleichmäßig verteilte humanoide Gestalten in einem Kreis, abwechselnd männlich und weiblich. Sie waren riesig, jede Gestalt war etwa 12-mal so groß wie ich selbst. Jede von ihnen sah aus, als wäre sie aus einem andersfarbigen, durchscheinenden Kristall gehauen worden, der ein leuchtendes Netz von Venen und Arterien in seinem Inneren freilegte. Jede Statue trug mindestens 2 Lichtkugeln in sich, eine in ihrem Kopf und eine in ihrer Brust, während eine einzelne Statue, die einer schwangeren Frau nachempfunden war, eine dritte, viel hellere Kugel in ihrem massiven Bauch trug. Ich taumelte ehrfürchtig auf die Figuren zu und dachte, dass es sich um eine Art Mahnmal handelte, das vor langer Zeit von den Menschen hinterlassen wurde. Etwas, das unironisch die Worte »Seht auf meine Werke, ihr Mächtigen« und »verzweifelt« tragen könnte. Der letzte Geniestreich der Menschheit, um ewige Denkmäler für unsere Existenz zu erschaffen, die bis zum Ende der Zeit Bestand haben würden. Ein letzter Akt des Trotzes gegen die gefühllose und unsterbliche Leere. Selbst als die Erde um ein Vielfaches länger brach lag, als sie jemals Leben trug und alles zu Asche zerfiel, blieb dieses einzige Zeugnis nicht nur unserer Existenz, sondern auch unserer Außergewöhnlichkeit am Ende aller Dinge auf ewig bestehen. Ich verlangsamte meinen Schritt, als ich unmittelbar vor einer der Statuen stand und blickte voller Staunen und Ehrfurcht zu ihr auf. Ich stellte fest, dass das, was ich für eine Aura aus Licht hielt, die sie umgab, in Wirklichkeit aus einer dampfförmigen Substanz bestand, die vor meiner Anwesenheit aktiv zurückwich. In einem Akt, der mir blasphemisch erschien, streckte ich zaghaft meine behandschuhte Hand aus und legte sie auf die Kristalloberfläche. Im Moment der Berührung spürte ich ein seltsames Gefühl durch meinen Körper fließen. Es war weder angenehm noch schmerzhaft, weder subtil noch überwältigend, sondern einfach nur seltsam und anders als jedes Gefühl, das ich zuvor oder danach empfunden hatte. In diesem Moment drehte die Statue ihren Kopf und blickte auf mich herab. Verblüfft schaute ich zu den anderen 11 Figuren und stellte fest, dass jede von ihnen nun direkt auf mich starrte, während sie zuvor alle zu dem großen Baum hinaufgeschaut hatten. Da wurde mir schlagartig klar, was hier vor sich ging. Dies war kein Denkmal, das die letzten Menschen hinterlassen hatten. Dies waren die letzten Menschen. Die letzten Menschen, die um den letzten Baum herum Wache hielten. Sie sprachen telepathisch zu mir, nicht mit Worten, sondern mit Konzepten, mit der Sprache der Gedanken, die mein Verstand in Worten, Bildern und Gefühlen verarbeitete. Ich erkannte, dass sie die letzten unserer nachmenschlichen Nachkommen waren, deren Körper aus Materialien bestanden, die dem natürlichen Universum völlig fremd waren und über die selbst unsere größten Intellekte noch keine Hypothesen aufstellen konnten. Jeder von ihnen allein besaß ein Wissen, das das unserer gesamten Zivilisation in den Schatten stellte, kognitive Fähigkeiten, die unsere nicht nur in ihrem Ausmaß, sondern auch in ihrer Art übertrafen, und eine gottähnliche Kontrolle über die Kräfte der Natur. In besseren Zeiten lebten viele Tausende solcher Wesen auf der Erde, zusammen mit einer Vielzahl traditionell menschlicher und radikal posthumaner Rassen, und Millionen weitere lebten zwischen den Sternen. Doch im Laufe der langen kosmischen Zeit war auch ihre Rasse geschrumpft.
Einige waren in astronomisch seltenen und mächtigen Katastrophen oder im Kampf mit anderen Titanen umgekommen. Die meisten jedoch hatten sich zu noch größeren Formen entwickelt als die, die vor mir standen, und unsere Realität hinter sich gelassen wie ein Einsiedler Krebs seinem Panzer, aus dem er herausgewachsen war. Jetzt waren nur noch die 12 vor mir, die von ihrer Art übrig geblieben waren. Sie waren jedoch keine zufällige Ansammlung von Überlebenden, sondern jeder von ihnen war eine archetypische Verkörperung des menschlichen Charakters. Wenn ich von einem zum anderen blickte, verstand ich das Wesen eines jeden. Da gab es den bescheidenen Bürger, die unschuldige Jungfrau, den scharfsinnigen Weisen, die schelmische Trickserin, den kühnen Abenteurer, die geschickte Jägerin, den trotzigen Rebellen, die leidenschaftliche Künstlerin, den wollüstigen Liebhaber, die tapfere Heldin, den mächtigen König und die fürsorgliche Mutter. Jeder von ihnen trug das in sich, was ihm am wichtigsten war, was er für das Beste der Menschheit hielt, was er geschworen hatte zu schützen, bis das Universum selbst nicht mehr war. Und diese Zeit war nun gekommen. Ich sah in ihren Köpfen die Natur der Apokalypse, die vor uns lag. The Big Rip, der große Riss. Die dunkle Energie des Universums war immer größer geworden, größer sogar als die Schwerkraft, bis sie vor Millionen von Jahren die Milchstraße und jede andere Galaxie der Schöpfung aufgelöst hatten und die Sterne aus ihren Bahnen in die intergalaktische Leere geschossen waren. Vor einiger Zeit schon ereilte Sonnensysteme das gleiche Schicksal. Planeten lösten sich von ihren Muttergestirnen und die Erde blieb nur dank der Pläne der Titanen vor mir übrig. Jetzt, in den letzten Momenten, würde die Erde selbst auseinanderfallen, gefolgt von exponentiell kleineren Materiebestandteilen und dann sogar der Raumzeit selbst in einer Big Rip-Singularität. Selbst die Titanen würden dieser Apokalypse zum Opfer fallen, aber selbst im Angesicht ihres Untergangs spürte ich, dass sie noch Hoffnung hatten. Die Quelle dieser Hoffnung war die Mutter, denn das leuchtende Licht, das in ihrem Schoß heranwuchs, war kein Titankind, sondern eine neue Urknall-Singularität. Sie wurde aus dem Geist jedes einzelnen der 12 Titanen geboren, ihre Form wurde aus ihren eigenen Essenzen geschmiedet. Wenn sie erfolgreich waren, würde diese neue Singularität den Urknall überleben und dann in ein neues, eigenständiges Universum expandieren und sie würden als seine Götter wiedergeboren werden. Just in diesem Moment begann die Erde unter meinen Füßen zu beben und ich wusste, dass es an der Zeit war. Die Blätter und Blüten fielen alle vom Baum. Ihr wehender Abstieg war das letzte Zeichen dafür, dass das Leben nicht mehr zu ertragen war. Ein Zeichen, dem die Mutter trotzte, als sie in die Wehen ging. Die Titanen stimmten eine Hymne an und in diesem Moment war ihr Schicksal dasselbe wie das jedes anderen Menschen. Sie wussten, dass sie sterben würden und glaubten nur, dass sie in einer neuen Form weiterleben würden. Gerade als ich dachte, dass auch ich in der Big Rip-Singularität vernichtet werden würde, begann ich wieder zu schweben und mir wurde klar, dass ich in meine eigene Zeit zurückkehren würde. Bevor ich jedoch abreiste, pflückte die Trickser-Titanin eine einzelne weiße Blüte vom Boden und legte sie in meine Handfläche. Ich schloss meine Faust um die Blüte. Sie zwinkerte mir noch zu und schon war ich weg. Ich flog aufwärts, weg von der Erde und rückwärts vom großen Riss und wiederholte meine Reise durch die Galaxie in umgekehrter Richtung, bis ich zu einer blauen und grünen Erde, die um eine gelbe Sonne kreiste, zurückkehrte. Die Landung auf dem Rückweg verlief jedoch nicht annähernd so glatt wie die erste. In dem Moment, in dem meine Füße die Plattform berührten, ging eine Schockwelle durch den Collider, wobei jeder Ring heftig explodierte und den Tunnel mit Schrapnellen und seltsamen Plasmabränden überzog. Die Wände des Colliders brachen auf, Meerwasser strömte herein und spülte mich weg an die Oberfläche. Bei all dem ließ ich die Blüte los und verlor sie in den Unterwasserwirbeln. Ich war mir sicher, dass die Blüte die Ursache für die Explosionen war. Keiner der anderen Tests hatte jemals etwas zurückgebracht.
Die Trickserin hatte ihre Macht benutzt, um mir ein unmögliches Geschenk zu machen. Und der Preis dafür war die Zerstörung der gesamten Einrichtung. Glücklicherweise war ich nicht der einzige Überlebende, aber die Anlage war irreparabel zerstört. Als ich befragt wurde, erzählte ich ihnen von der Blüte und von alledem, was ich erlebt hatte, aber sie glaubten mir nicht. Sie sahen das Fehlen der Blüte als Beweis dafür an, dass alles nur ein Fiebertraum war, dass nichts, was ich erlebt hatte, real war. Ich fühlte mich damals ein wenig wie Cassandra, die mit einer göttlichen Offenbarung beschenkt wurde, die niemand glauben wollte. Aber das Gute daran ist, dass sie mich nicht für die Zerstörung der Anlage verantwortlich gemacht haben. Ich weiß nicht, ob sie vorhaben, die Anlage wieder aufzubauen oder nicht, aber wenn sie es tun, werden sie sicher lange und gründlich nachdenken, bevor sie ein weiteres menschliches Testobjekt riskieren. $1 Milliarden für einen verrückten Drogentrip sind schließlich ein bisschen teuer. Nach einer Reihe von Tests und einem elendig langen Beobachtungszeitraum wurde ich entlassen und durfte in den aktiven Dienst zurückkehren, da ich nach meinem kurzen Besuch am Ende der Zeit als unversehrt galt. Natürlich musste ich auch eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben, in der ich schwor, niemandem ein Wort davon zu erzählen. Und warum erzähle ich Ihnen das alles jetzt? Weil die Blüte zu mir zurückgekommen ist. Gestern Abend, als ich im Urlaub war, ging ich allein am Strand spazieren. Das Erlebnis mit den Titanen ging mir immer noch nicht aus dem Kopf und das würde es auch nie. Ich überprüfte in Gedanken ständig alles, was ich erlebt hatte, alles, was sie mir erzählt hatten und war mir stets unsicher, ob ich das alles richtig interpretierte oder ob es überhaupt wirklich passiert war. Ich fragte mich, ob es den Titanen gelungen war, ein neues Universum zu schaffen, ob sie darin wiedergeboren worden waren oder ob sie bei ihrer größten Prüfung gescheitert waren und mit allem anderen auseinandergerissen wurden, so dass nur noch das wahre, existenzielle Nichts zurückblieb. Ich ging gerade nahe genug am Meer entlang, dass die Wellen meine Füße streichelten, als eine ankommende Welle direkt vor mir eine Blüte absetzte, die wie Mondlicht leuchtete. Ungläubig sank ich auf die Knie, nahm sie in die Hand und musterte sie eingehend, um mich nicht durch Wunschdenken und Zufall täuschen zu lassen. Aber es gab keinen Zweifel daran, dass dies dieselbe Blüte war. Die Blüte des letzten Baumes, die mir die Trickser-Titanen gegeben hatte. Eine strahlende, silbrig-weiße Lotusblüte aus metallischem Wasserstoff und Sternenlichtsprenkeln auf den makellosen Blütenblättern. Sie war zu mir zurückgekehrt. Ich weiß nicht, warum die Trickserin sie mir gegeben hat, aber es scheint, dass es kein Geschenk ist, das man einfach so wegwerfen kann. Um ehrlich zu sein, hatte ich mir bis dahin nicht viele Gedanken über den Baum gemacht. Wenn überhaupt, hatte ich sein Überleben für einen bloßen Akt des Naturschutzes durch die Titanen gehalten. Aber das Geschenk seiner Blüte und seine unmögliche Rückkehr deuteten darauf hin, dass er mehr war als das. Diente der Baum einem Teil der endgültigen Pläne der Titanen? Hat die Mitnahme der Blume in die Gegenwart zur Verwirklichung ihrer Ziele beigetragen? Sollte ich etwas mit ihr machen? Ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit wissen, aber ich denke, die Antwort auf all diese Fragen lautet ja. Darüber hinaus habe ich keine Ahnung. Ich wünschte, die Trickserin hätte mir mehr als nur ein Augenzwinkern als Anleitung gegeben. Vielleicht ist meine sterbliche Beschränktheit schuld daran, dass ich so begriffsstutzig bin, aber wenn Sie so schlau wären, hätten Sie einen Weg finden können, mir Ihre Absichten klarzumachen. So sehr ich auch glauben möchte, dass ich der Auserwählte bin, der den Willen der Götter ausführen soll, um die Rettung der gesamten Realität zu gewährleisten, so bleibt doch ein Zweifel. Warum hat die Trickser-Titanin mir die Blume gegeben? Wenn es ihr kollektiver Wille gewesen wäre, dass ich die Blume in meine eigene Zeit zurückbringe, dann wäre fast jeder andere von ihnen als die Trickserin ein geeigneterer Überbringer gewesen, außer vielleicht der Rebell. War es vielleicht einfach so, dass sie mir in diesem Moment am nächsten war? Oder ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass sie mir oder ihren Gefährten einen Streich spielte, indem sie mir die Blume gab? Oder ist es nur so, dass meine Mission eine gewisse Ungewissheit, einen gewissen Zweifel, das Fehlen einer klaren Anweisung erfordert, um erfolgreich zu sein? Immer und immer wieder habe ich mich gefragt, warum die Trickserin mir die Blume gegeben hat.
Die einzige Antwort, die mir einfällt, ist ein Zitat des Schriftstellers Neil Gaiman. Natürlich war es Loki. Es ist immer Loki. Der Weg zur Wahrheit. Der Weg zur Wahrheit stand in großen weißen Lettern auf dem schwarzen Einband des Buches. Die Schrift war verschnörkelt und sah sehr alt aus. Ein bisschen erinnerte sie mich an den Geschichtsunterricht und diese unsäglichen Hetzschriften aus den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ich fragte mich, wer dieses Buch einfach in der Bahn liegen gelassen hatte. Irgendein ewig gestriger rechter Spinner? Oder einfach nur ein verschrobener Sammler historischer Artefakte? Ich hatte keine Ahnung. Jedenfalls sah das Buch viel zu wertvoll aus, um es einfach so wegzuwerfen. Und so schwor ich mir still, den Schinken im nächsten Fundbüro abzugeben, sobald ich den Bahnhof erreicht hatte. Sicher würde sich der Besitzer dafür erkenntlich zeigen, und selbst wenn nicht, schien es mir einfach das Richtige zu sein. Allerdings musste ich schon zugeben, dass ich neugierig wegen des Inhalts war. Okay, wahrscheinlich standen darin im besten Fall nur irgendwelche unverständlichen philosophischen Phrasen und im schlimmsten Fall ausländerfeindliche Hasstiraden. Aber ich hatte noch eine ganze Dreiviertelstunde Fahrt vor mir, mein Handy war leer und auch sonst war nirgendwo Zerstreuung in Sicht. Also griff ich mir das Buch und betrachtete es näher. Der Einband war aus dickem, schwerem Leder und roch ein wenig muffig. Die Seiten sahen, zumindest von außen betrachtet, vergilbt, aber nicht zerrissen oder vergammelt aus. Ein wenig hatte ich sogar das Gefühl, dass das Buch Wärme abgeben würde. Ein eigentlich absurder Gedanke. Und doch hielt sich dieser Eindruck bei mir hartnäckig. Einen Moment lang zögerte ich noch, den schweren Band aufzuklappen und mit der Lektüre zu beginnen. Beinahe so, als würde mich irgendeine innere Stimme davor warnen. Dann aber siegten Neugier und Langeweile und ich öffnete den mysteriösen Wälzer mit spitzen Fingern, um es dabei möglichst nicht zu beschädigen. Der Anblick, der mich erwartete, war enttäuschend. Zwar gab es das obligatorische raschelnde Geräusch von trockenem Papier und den staubigen Geruch alter Bücher, aber sonst hatte das Buch keinerlei Inhalt. Nichts. Das konnte doch eigentlich gar nicht sein. Sorgfältig blätterte ich den Schinken Seite für Seite durch, und endlich fand ich doch etwas. Allerdings keinen Text. Das Einzige, was auf einer der Seiten zu sehen war, waren zwei gezeichnete Augen. Sie befanden sich jeweils auf der linken und rechten Seite, ziemlich genau in der Mitte des Buches. Eines davon war geschlossen und das andere weit geöffnet. Als ich das geöffnete Auge näher betrachtete, merkte ich, dass mich sein Blick verfolgte. Erst dachte ich, dass ich einfach nur übermüdet bin, aber selbst durch mehrmaliges Blinzeln ließ sich der unheimliche Eindruck nicht verscheuchen. Der Augapfel folgte eindeutig jeder meiner Bewegungen und blickte mich in jedem einzelnen Moment durchdringend an. Der Blick des Auges, ganz gleich ob nur gezeichnet oder nicht, bereitete mir Unbehagen und ich versuchte, das Buch reflexartig zuzuklappen. Aber genau in diesem Moment flog mir das Auge förmlich entgegen. Wie ein winziger Geist aus Druckerschwärze löste er sich einfach vom Papier und ich spürte, wie er sich über mein eigenes rechtes Auge legte. Ich weiß, das klingt albern, aber genau so war es. Ich wusste einfach, dass sich dieses Auge nun in mir befand. Und selbst wenn ich daran gezweifelt hätte, hätte ich nur einen Blick in das Buch werfen müssen. Denn dort war das eigenartige Auge eindeutig verschwunden. Verblüfft und auch ziemlich beunruhigt warf ich das Buch wieder auf den Sitz neben mir und atmete erst einmal tief durch. Ich hatte keine Ahnung, was dieses seltsame Ereignis zu bedeuten hatte und kam auch trotz intensiven Nachgrübelns nicht darauf. Irgendwann schlief ich ein. Ich erwachte von einer Berührung an meiner Schulter. Vor mir stand ein Mann in der Uniform eines Fahrkartenkontrolleurs, aber er machte nicht den Eindruck, meine Fahrkarte sehen zu wollen. Stattdessen schlug er vor meinen Augen brutal auf eine zierliche Frau ein, die verängstigt neben ihm stand, und aus deren geplatzter Lippe bereits das Blut troff.
Erschüttert und entschlossen, diesem Treiben Einhalt zu gebieten, bat ich die anderen Fahrgäste laut um Unterstützung. Aber sie sahen alle nur peinlich berührt weg, warfen mir zweifelnde Blicke zu oder schüttelten die Köpfe. Wie konnte man nur so abgestumpft sein? Wieder holte der Mann aus und verpasste der armen Frau ein blaues Auge. Zitternd wich sie zurück. Ich konnte dem nicht länger tatenlos zusehen. Wenn es die anderen nicht interessierte, musste eben ich der Frau helfen. Ich stieß mich ruckartig von meinem Sitz ab und rannte den brutalen Kontrolleur zu Boden, wo er vorerst benommen liegen blieb. Absurderweise schien das nun, das Interesse der anderen Fahrgäste geweckt zu haben. Einige zückten ihre Handys, wohl um die Polizei zu rufen. Ich schaute mich nach der verprügelten Frau um. Aber da war niemand. Dort war nichts als leere Luft und ein wütender Kontrolleur, der fluchend wieder auf die Beine kam. Sein Gesicht war gerötet. Seine Augen brannten vor Zorn. Haben Sie den Verstand verloren? Das wird Konsequenzen haben. Die Polizei ist bald hier und dann werden Sie wegen Körperverletzung angezeigt. Genug Zeugen gibt es ja. Ich hatte keine Ahnung, was das sollte. Immerhin war ich mir sicher, mir die Frau und die brutalen Schläge nicht eingebildet zu haben. Aber mir war klar, dass ich keine Lust hatte, im Gefängnis zu landen oder mich auch nur für eine Tat zu rechtfertigen, die ich nicht absichtlich begangen hatte. Blitzschnell setzte ich mich deshalb über den Mann hinweg und rannte in Richtung Tür. Zu meinem großen Glück waren wir kurz zuvor in meinem Zielbahnhof angekommen, und noch hatte niemand die Türen blockiert. Zwar riefen einige der Fahrgäste »Stehen bleiben!« und der ein oder andere versuchte, mich festzuhalten, aber ich schaffte es dennoch knapp, die Tür zu öffnen und zu entwischen. Ich machte mir keine Illusionen. Die Polizei würde mir sicher auf den Fersen sein, aber ich musste einfach versuchen zu entkommen. Immerhin hatte ich ja nur einer Unschuldigen helfen und ihren Peiniger stoppen wollen. Auch wenn, wie ich jetzt begriff, die anderen Fahrgäste wohl nur gesehen hatten, wie ich ohne jeden Anlass den Kontrolleur niedergerempelt hatte. Wohin aber war die Frau verschwunden? Ich verschob diese Überlegung auf später und konzentrierte mich darauf, aus dem Bahnhof herauszukommen und in die Fußgängerzone zu flüchten. Draußen war bereits seit längerem die Nacht hereingebrochen und es waren nicht mehr allzu viele Leute unterwegs. Statt mich also in die nicht eben nennenswerte Menge zu mischen, suchte ich mir schnellstmöglich eine Seitengasse. Dabei drosselte ich mein Tempo, um durch übertriebene Eile nicht noch verdächtiger zu wirken. Als ich endlich einen passenden Ort gefunden hatte, kam ich mit rasselndem Atem zum Stehen und lehnte mich erschöpft gegen die Wand. Ich hatte mörderisches Seitenstechen und war vom Schweiß klitschnass, obwohl draußen herbstliche Kühle herrschte und ein leichter Regen auf den Asphalt prasselte. Da ich im Moment weder wusste, wohin ich gehen sollte, um der Polizei zu entgehen, noch aktuell in der Lage war, irgendwo hinzugehen, beobachtete ich die Hauptstraße. Zum Glück zeigte sich dort kein Polizist und auch keine Sirenen konnte ich irgendwo hören. Dafür sah ich etwas anderes. Mitten in einer Gruppe Jugendlicher erblickte ich ein abscheuliches, echsenartiges Wesen. Es hatte riesige schwarze Augen, die wie noch schwärzere Löcher durch die ohnehin schon dunkle Nacht schwebten und nur durch die Straßenlaterne angestrahlt wurden. Der Körper des Echsenmenschen war muskulös und schuppig und von seinem Kopf züngelte eine lange gespaltene Reptilienzunge hervor. Das Schlimmste aber war, einer der Jungen aus der Gruppe, ein blonder Typ in einem roten Hoodie, der wohl zwischen 17 und 19 Jahre alt sein mochte, gab dem Geschöpf einen Kuss. Dabei versenkte sich dessen Reptilienzunge tief im Mund des Jungen und die schwarzen Augen glänzten erregt. Die anderen Jugendlichen, zwei weitere Jungs und ein Mädchen, schienen sich an der grotesken Szenerie nicht weiter zu stören, sondern liefen vergnügt, quatschend weiter. Ich blinzelte. Ich schloss die Augen. Ich kniff mir schmerzhaft und beherzt in den Arm. Und doch tat das Echsenwesen mir nicht den Gefallen, einfach wieder zu verschwinden oder sich in einen ganz normalen Menschen zu verwandeln. Jedenfalls so lange nicht, bis die Gruppe um die Ecke bog und aus meinem Blickfeld geriet. Als wäre das nicht genug, fiel mein Blick nun auf einen betrunkenen Mann, der sich an einer Straßenlaterne erleichterte. Er lallte unverständliches Zeug vor sich hin, fluchte gelegentlich laut und wirkte trotzdem noch überraschend normal und gesittet, wenn man bedachte, was sich an seinem Hinterkopf befand. Zwar konnte ich es auf die Entfernung nur schemenhaft erkennen, aber was ich sah, reichte durchaus aus, um Angst und Ekel in mir aufkommen zu lassen. Auf dem Kopf des Mannes hatte sich eine Art Parasit festgesaugt. Er wirkte wie eine Mischung aus einem extrem deformierten Gehirn
und einem lebendig gewordenen Geschwür, nur dass das Ding ein großes, wässriges Auge besaß, mit dem es mich eindeutig ansah. Sein schwammiger Körper pulsierte regelmäßig, als würde es das Leben oder das Bewusstsein von dem bedauernswerten Mann absaugen. Eigentlich gab es so langsam nur noch zwei Erklärungen für diesen abgefuckten Mist. Entweder ich befand mich auf einer ungebremsten Fahrt in die finstersten Tiefen des Irrenhauses, oder dieses seltsame Buch hatte etwas mit meinem Kopf angestellt. Ganz gleich, welches Szenario nun der Wahrheit entsprach. Irgendwie sah ich inzwischen Dinge, die mir bisher verborgen geblieben waren, und wenn man den Titel des eigenartigen Buches betrachtete, »Der Weg zur Wahrheit«, machte das auch Sinn. Probeweise schloss ich das Auge, welches von dem gemalten Auge aus dem Buch berührt worden war. Und tatsächlich sah ich nun nur noch einen ganz normalen besoffenen Penner an der Laterne lehnen, ohne jeglichen Parasiten, ohne Monstrosität. Wenn ich aber das rechte Auge wieder öffnete, war das eklige Ding am Kopf des Mannes wieder da. In was war ich da nur hineingeraten? Zeigte der Wälzer mir wirklich verborgene Wahrheiten? Oder verwirrte er nur meinen Verstand und schaffte mir Halluzinationen? Diese Frage würde ich aber hier und jetzt nicht so einfach lösen können. Und als ich dann plötzlich doch von fern Polizeisirenen hörte, wusste ich, dass jetzt auch keine Zeit dafür war, darüber nachzugrübeln. Ich musste weiter, wenn ich nicht ein paar sehr unangenehme Fragen beantworten wollte. Also ging ich aus der Seitengasse hinaus und wieder auf die Hauptstraße in Richtung der nächsten U-Bahn-Station. Ich musste es einfach nur nach Hause schaffen. Niemand hätte meine Personalien aufnehmen können und wegen einer blöden Rempelei würden sie wohl kaum eine Rasterfahndung starten. Während ich auf die Hauptstraße wechselte, hielt ich sorgfältig Abstand zu dem betrunkenen Mann und dem Parasiten, der sich an seinem Kopf festgesaugt hatte und der mich unablässig mit seinem unförmigen weißen Auge beobachtete. Die U-Bahn-Station war zum Glück nicht allzu weit entfernt und als dann auch noch nach nur 2 Minuten die U-Bahn einfuhr, löste sich ein Seufzer der Erleichterung aus meiner Kehle. Niemand stieg aus der U-Bahn aus, also drückte ich auf den Türöffner und stieg ein. Als ich mich das erste Mal aufmerksam in der U-Bahn umsah, wünschte ich mir aber schon, ich wäre nicht eingestiegen. Doch leider hatten sich da die Türen bereits geschlossen und die U-Bahn hatte sich in Bewegung gesetzt. Ich war in der Hölle gelandet. Jedenfalls hätte diese Versammlung von Abscheulichkeiten gut in jede biblische Darstellung des ewigen Infernos gepasst. Ich sah vor mir Kreaturen mit Insektenköpfen und klackernden Mandibeln. Ich sah Geschöpfe aus Schleim und ekelhaften Sekreten. Ich sah ein Wesen, das ganz dünn war mit fahler Haut und strähnigen Haaren und von dem ein abscheulicher Gestank ausging. Ich sah hundeartige Wesen ohne Fell, aber dafür ganz mit eitriger, knotiger Haut bedeckt. Und im Mittelpunkt dieses dämonischen Klassentreffens war ein riesiges, aufgeblähtes Geschöpf, welches sicher die gesamte Breite der U-Bahn einnahm und dessen aufgedunsener bleicher Leib sich in ekelerregenden Kaskaden über die Sitze ergoss. Aus dem Unterleib dieser Kreatur krochen fast im Sekundentakt neue winzige Geschöpfe, die genauso verabscheuungswürdig waren wie ihre Erschafferin. Dünn, ohne Beine, aber dafür mit kleinen und krallenbewehrten Händen. Einige von ihnen starben bereits nach kurzer Zeit. Andere krochen in die Menschen und die anderen Ungeheuer um sich herum hinein, schoben sich in ihre Münder, Ohren, Nasen oder sonstige Körperöffnungen. Zu welchem Zweck konnte ich nur erahnen. Seltsamerweise schienen sie es auf mich nicht abgesehen zu haben, auch wenn sie an mir schnüffelten, mich aus halbblinden Augen ansahen und sogar das ein oder andere Mal mit ihren verkrümmten Krallen berührten. Es war beinahe, als würde mir das Buch Schutz gewähren. Schutz vor allem außer der Wahrheit. Und vielleicht war diese Wahrheit sogar schlimmer als alles, was den unwissenden Opfern um mich herum widerfuhr. Sie ahnten nichts von all dem und schrieben ihre Krankheiten, Schicksale und Missgeschicke, falschen Entscheidungen, schlechter Ernährung oder einfach dem Pech zu, obwohl wahrscheinlich häufig genug all diese widerlichen Wesen dafür verantwortlich waren. Aber sie ahnten nichts davon, und darin lag auch ein gewisser Frieden. Ich für meinen Teil konnte diesen Frieden nur wieder erlangen, wenn ich mein rechtes Auge schloss oder verdeckte. Dann wurde aus der grausamen Mutter der Ungeheuer wieder eine nicht direkt sympathische,
aber doch durch und durch menschliche, leicht korpulente Frau Mitte 40. Und auch die anderen Scheusale wurden wieder zu ganz gewöhnlichen Mitmenschen. Aber das Wissen um die Wahrheit blieb und ließ sich nicht so einfach von einer dünnen Haut und ein paar Wimpern verdecken. Fast noch schlimmer als die wimmelnden, abscheulichen Kreaturen in der U-Bahn aber waren diejenigen, die nach wie vor menschlich aussahen. Denn von ihnen sah ich offensichtlich ihre dunkelsten Geheimnisse und Gräueltaten. Ich sah unbeschreibliche sexuelle Praktiken. Ich sah Menschen, die auf andere einschlugen oder traten oder sie sogar ermordeten. Ich sah Vergewaltiger, Tierquäler und Psychopathen, wohin meine Augen blickten. Und wenn ich mein rechtes Auge schloss, waren es plötzlich wieder ganz normale Menschen, die als Passanten keine nennenswerte Aufmerksamkeit erregt hätten. Natürlich gab es nicht nur nichtmenschliche und menschliche Monster. Einige waren bei harmloseren Verfehlungen zu sehen. Kleine Diebstähle, Seitensprünge, Drogenkonsum etc. Und einige wenige schienen überhaupt noch nichts Nennenswertes angestellt zu haben. Trotzdem war die Zahl der Abscheulichkeiten und Psychopathen erschreckend. Sie machte sicher die Hälfte der scheinbar normalen Menschen aus, wenn man die Leute in dieser U-Bahn als Maßstab für die Gesamtgesellschaft nahm. Den Rest der Fahrt überschloss ich die Augen, um nicht vollends den Verstand zu verlieren und wieder jemanden anzufallen. Seltsamerweise halfen die geschlossenen Augen auch gegen die monströsen Geräusche und abartigen Gerüche, die die Wesen absonderten. Trotzdem wusste ich in jedem einzelnen Moment, was sich wirklich um mich herum befand. Und immer wenn mich ein Arm, ein Rücken oder eine Hand versehentlich berührte, musste ich einen Schrei des Ekels unterdrücken. Des Ekels vor den Körpern meiner Mitfahrer, aber noch viel mehr vor ihren Seelen. Irgendwann kündigte die automatische Durchsage an, dass wir meine Heimathaltestelle erreicht hatten. Von dort aus würde ich nur noch wenige Minuten bis zu mir nach Hause laufen müssen. Ich achtete sorgsam darauf, die Augen erst zu öffnen, als der Zug zum Stehen kam, und stieg dann schnell und ohne mich umzudrehen an der Haltestelle aus. Leider stieg genau in diesem Moment ein anderer Fahrgast in die U-Bahn ein. Ein groteskes, humanoides Krebswesen mit 8 Stielaugen und einem bösartigen Blick, der mir verriet, welche Lust es darauf hatte, mich mit seinen scheren Händen zu zerfetzen. Dank meines unerklärlichen, übernatürlichen Schutzes ließ es mich aber ziehen. Auf dem Weg nach Hause hielt ich den Blick auf den Boden gerichtet, wodurch ich wenigstens keine weiteren Menschen sehen musste. Ich hörte nur ab und an ein insektenhaftes Zirpen, in dem erschreckenderweise menschliche Worte mitschwangen oder ein tiefes dämonisches Grunzen. Einmal sah ich auch ein katzenartiges Wesen, das 8 Beine und einen Skorpionsschwanz besaß und das eine feurige Spur auf dem Asphalt hinterließ. Zum Glück verschwand es schnell im nächsten Gebüsch. Vielleicht um eine Maus zu jagen, deren wahre Gestalt ich mir lieber nicht vorstellen wollte. Zum Glück kannte ich den Weg wirklich in- und auswendig, weswegen ich zuletzt beide Augen schloss und hoffte, in keinen Unfall verwickelt zu werden. Mehr Angst als vor Unfällen oder vor den Kreaturen hatte ich aber vor meiner eigenen Frau. Besser gesagt, vor ihrer wahren Gestalt. Ich hatte das schöne und gütige Gesicht von Sabrina stets jeden Tag vor Augen, und es war aktuell so ziemlich das Einzige, was mich davon abhielt, vollkommen durchzudrehen. Ich beschloss, gar nicht wissen zu wollen, wie sie in Wahrheit aussah. Ich wollte einfach nur von ihr gehalten werden und die schrecklichen Erlebnisse und Bilder vergessen. Selbst wenn sie ein dreiköpfiger Troll mit Tentakeln und einem Unterleib aus Gift spuckenden Geschwüren sein sollte, so wollte ich das nicht erfahren. Sogar dann, wenn sie bereits 20 eiskalte Morde begangen hatte und jeden Freitagnachmittag einen Welpen erwürgte, so war mir das egal. Ich sehnte mich einfach nur nach Unwissenheit. Mein Entschluss stand fest. Ich würde mir eine Augenbinde anlegen und was von einer Augenentzündung erzählen. Notfalls würde ich mich auch selbst auf dem verfluchten Auge blenden, wenn es nicht anders ginge. Ich hatte schon genug von dieser Wahrheit gesehen und konnte sehr gut darauf verzichten. Mit einem Auge würde ich durchaus leben können, mit dieser Realität nicht. Irgendwann würde ich vielleicht auch das verdrängen können, was ich bereits wusste. Es gab doch auch solche Hypnosetherapeuten. Vielleicht konnte einer von denen mein Gehirn von dieser Last befreien. Und wenn nicht, würde ich mir einfach die Gehirnzellen mit Alkohol oder Drogen zunebeln, bis ich nicht mal mehr den Namen meiner Mutter wusste. Hauptsache, diese verdammte Wahrheit verschwand im Nirvana. Endlich war ich an meiner Haustür angekommen. Langsam drehte ich meinen Schlüssel im Schloss herum und drückte behutsam die Tür auf.
Mit etwas Glück schlief Sabrina bereits und ich würde sie nicht zu Gesicht bekommen, bis ich mein Auge verdeckt hatte. Vorsichtig schlich ich in unser Schlafzimmer und öffnete die Schublade mit den Stofftaschentüchern. Ich hörte dabei Sabrina leise atmen. Irrte ich mich oder klang ihr Atem ungewöhnlich tief und rasselnd? Ich versuchte nicht weiter darauf zu achten und betete, dass sie nicht erwachen würde. Endlich hatte ich ein Taschentuch in der passenden Größe gefunden. Ich ging ins Bad, um es mir um ein verfluchtes Auge zu wickeln und schaltete das Licht ein. Carsten, hörte ich fast gleichzeitig eine blubbernde, schrille Stimme aus dem Schlafzimmer rufen, die nur sehr entfernt an Sabrina erinnerte, aber wahrscheinlich dennoch ihr gehörte. Ich beschloss, mich mit der Augenbinde zu beeilen. Dafür sah ich zum ersten Mal seit dem Vorfall mit dem Buch in den Spiegel. Was ich dort erblickte, war sogar noch schlimmer als alles, was ich ohnehin schon erleben musste. Im Spiegel blickte mich nicht etwa eine monströse Kreatur an. Nein, das, was ich dort im Spiegel sah, war ein schwarzer Fleck, ein dunkler, gestaltloser Schatten, ein Abdruck aus stoffgewordener Leere. Und ich wusste, was das bedeutete. Der wahre Kern meines Wesens, die Summe meiner Eigenschaften, war nichts. Gar nichts. Es machte überhaupt keinen Unterschied, ob ich existierte oder nicht. Carsten, bist du da? Rief die blubbernde Stimme erneut und klang diesmal schon näher. Ich hatte die Augenbinde beinahe fertig gebunden. Trotzdem sah ich noch, wie sich eine dürre, knochige Klaue mit faltiger, fleckiger Haut durch die halb geöffnete Türe schob. Dann hatte ich endlich die Binde angelegt und sah Gott sei Dank nur noch Sabrinas wunderbares Antlitz vor mir, als sie die Tür ganz geöffnet hatte. Hey Schatz, was ist los? Was soll diese Augenbinde? Ist dir was passiert? Ihre Stimme klang jetzt wieder so voll und lieblich, wie ich sie in Erinnerung hatte. Ach, eine Augenentzündung. Nichts Wildes. Ich erzähle dir morgen mehr darüber. Lass uns jetzt einfach ins Bett gehen. Ich nahm sie an ihrer warmen und etwas feuchten Hand, und so gingen wir gemeinsam ins Schlafzimmer, wo ich mich einfach dem Zauber ihrer Umarmung hingab. Ich mochte ein Nichts sein, aber zumindest dieser Moment gab meinem Leben einen Sinn. Während ich die Zärtlichkeit genoss und halbwegs erfolgreich all die schrecklichen Bilder der letzten Stunden ausblendete, beschloss ich, nach dem Buch zu suchen und es zu zerstören. Es gab ganz einfach Wahrheiten, die niemand kennen sollte. Das Gateway-Experiment. Ich hatte schon immer ein Interesse am Paranormalen. Geister, Kryptiden, Spukorte, was auch immer. Ich habe es geliebt. Ich liebte es so sehr, dass ich einen Blog gründete, der meiner Besessenheit gewidmet war. Ich schrieb oft über urbane Legenden, Geistersichtungen und Spukorte. Meistens handelte es sich dabei nur um Geschichten, die mir Leute schickten, oder ich schrieb sie selbst auf und recherchierte. Aber hin und wieder fand ich einen Fall, der es wert war, ein wenig investigativen Journalismus vor Ort zu betreiben. Dies war einer dieser Fälle. Ich war eigentlich durch Zufall auf den Fall gestoßen, als ich durch meinen Facebook-Feed scrollte und ein Video sah, das jemand geteilt hatte. Das Erste, was mich daran interessierte, war, dass diese Geschichte nur einen Steinwurf entfernt stattfand, Las Vegas, Nevada. In dem Video erzählte ein Reporter, dass zwei jugendliche Mädchen wegen unbefugten Betretens von Land, das der Regierung der Vereinigten Staaten gehörte, festgenommen wurden. Bis jetzt nichts Ungewöhnliches, oder? Das Merkwürdige daran war, was die beiden Mädchen zu dem Vorfall zu sagen hatten. Irgendwas stimmt da nicht. Sirenen, verlassene Gebäude, andere Dinge, die nicht existieren sollten. Sie verbergen etwas. Die eine Teenagerin sprach mit ruhiger, tranceartiger Stimme und starrte in die Ferne. Ihre Augen waren glasig. Die andere sprach hysterisch.
Ich kann es nicht glauben. Sie sind einfach hinter uns her. Sie wollten nicht aufhören zu schreien, schauderte die Teenagerin bei ihrer Aussage. Ich bin nicht verrückt. Die Gebäude erschienen einfach vor unseren Augen und sie auch. Der Reporter sagte, dass noch ein Drogenscreening anstehe. Die Sache ist die, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist, dass jemand einen wirklich schlimmen Trip hat und irgendwelchen gruseligen Scheiß in den Nachrichten ausplappert. Aber dieser Fall schien anders zu sein. Die Kids sahen völlig nüchtern aus, keine blutunterlaufenden Augen, keine klamme Haut, keine undeutliche Sprache. Aber was an ihnen seltsam war, waren die Spuren, die ihre Körper bedeckten. Auf meinem alten Fernseher war es schwer auszumachen, aber ich konnte gerade noch so rote Flecken erkennen, die sich über die Arme beider Teenagerinnen zogen. Flecken, die in dem 30-sekündigen Nachrichtenbericht weder erklärt noch näher betrachtet wurden. Das zweite Merkwürdige war die Tatsache, dass sie mitten in der Wüste wegen unerlaubten Betretens festgehalten wurden. Ich weiß, dass die Regierung nördlich von Vegas ein großes Stück Land besitzt, zu dem das Testgelände von Nevada gehört. Aber das gezeigte Gebiet war nicht Teil jenes Landes. Dieses Land liegt im Nordwesten der Stadt, während dies Gebiet im Nordosten lag, ein riesiger leerer Fleck ohne jegliche Nutzung. Mir kamen sofort einige Fragen in den Sinn. Warum erforschen diese Kids dieses scheinbar zufällige Stück Land? Und warum gehörte dieses scheinbar zufällige Stück Land der Regierung? Ich habe sogar eine schnelle Google-Suche durchgeführt und auf jeder Karte, die ich finden konnte, nachgesehen. Aber auf keiner konnte ich irgendeinen Beweis darauf finden, dass die Regierung dort Land besitzt oder kauft. Das ist seltsam, denn selbst streng geheime Einrichtungen tauchen in der Regel bei Google auf und sind in der Regel Gegenstand zahlreicher Verschwörungstheorien. So findet man zum Beispiel Einrichtungen wie Area 51 und Yucca Mountain auf Google Maps. Aber dieses Land existierte nicht. Irgendetwas Seltsames ging hier definitiv vor sich. Normalerweise untersuche ich keine Fälle, die zu sehr auf Verschwörungstheorien beruhen. Aber angesichts der beunruhigenden und überzeugenden Aussagen der beiden Teenagerinnen war ich bereit, den Fall selbst zu untersuchen. Es sollte ein schwieriger Fall werden, aber ich begann überall nach Hinweisen zu suchen, wo ich nur konnte. Ich überprüfte öffentliche Dokumente, alte Zeitungsberichte, Pressemitteilungen, alles, was ich in die Finger bekommen konnte, was auf die Existenz von Regierungsland an dieser Stelle hinwies. Es war alles leer. Ich bin sogar die Interstate 15 hinaufgefahren, um es zu überprüfen, und auf dem gesamten Stück Land gab es nichts außer Dreck. Das Einzige, was auch nur andeutete, dass es dort etwas gab, war das Facebook-Video, das inzwischen auf mysteriöse Weise gelöscht worden war. Aber ich wollte nicht aufgeben, nein, das machte mich nur noch entschlossener. Ich hatte das Gefühl, dass hier etwas vor sich ging, etwas, das mir große Angst machte. Ich beschloss, einen Freund von mir, Will, anzurufen, der zufällig ein Experte auf dem Gebiet seltsamer Vorkommnisse ist. Manche würden ihn wahrscheinlich als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, aber ich würde ihn eher einen Aufpasser der Regierung nennen. Wir trafen uns an einem schönen Samstagmorgen in einem kleinen Diner, um die Situation zu besprechen. »Ich habe gehört, dass hier etwas Unheimliches vor sich geht. Was ist los?« sprach der großgewachsene Will, während er den Stapel Pfannkuchen vor sich musterte. Letzte Woche habe ich ein Nachrichtenvideo auf Facebook gesehen, in dem es um ein paar Teenagerinnen ging, die auf verbotenem Regierungsland erwischt wurden. Und was ist daran so interessant? Sie schienen zu Tode erschrocken zu sein, als ob sie von Monstern oder so angegriffen worden wären. Es schien echte Angst zu sein. Ich bin immer für seltsame Vorkommnisse der Regierung zu haben. Aber Kids in dem Alter erfinden ständig neue Sachen. Und der Großteil ist halt Bullshit. Was macht sie in deinen Augen glaubhaft? Es ist nicht nur die Art, wie sie redeten. Sie hatten auch Spuren an sich, als ob sie angegriffen worden wären. Will lehnte sich plötzlich vor. Seine Aufmerksamkeit galt jetzt ganz mir. Und das ist noch nicht alles. Ich habe nach diesem Regierungsland recherchiert. Überall. Es existiert nicht. Auf keiner Karte. Ich bin sogar hingefahren. Nichts. Nichts. Aber die Nachrichtensendung war echt. Ich habe den Sender und den Moderator erkannt. Das kann nicht gefälscht sein. Die Kinder sind tatsächlich im Gefängnis. Das Video wurde inzwischen auf verdächtige Weise gelöscht und auf der Website des Nachrichtensenders kann ich nichts finden. Was zum Teufel ist hier los, Will? Will lehnte sich einen Moment lang zurück und dachte nach. Die Regierung verbirgt definitiv etwas, das ist sicher.
Wahrscheinlich ein Labor, über das diese Kinder gestolpert sind. Aber du interessierst dich doch sonst eher für Geistergeschichten, oder? Glaubst du, es ist paranormal? Ich weiß es nicht. Aber ich will es herausfinden. Glaubst du, dieser Ort ist versteckt oder sowas? Wenn sich herausstellt, dass es echt ist und kein Hoax oder nur ein paar zugedröhnte Kids, dann ja. Ich glaube, es ist versteckt. Die Regierung benutzt vielleicht irgendeine Art Tarnvorrichtung, mit der man ein großes Gebiet unauffällig tarnen kann. Vielleicht ja so eine krasse Technik, dass man selbst, wenn man die Wüste abflöge, nicht einen falsch platzierten Stein entdecken würde. Wer weiß. Ich habe so etwas auch schon mal gesehen, wenn auch nicht in diesem Maßstab. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, solche Geräte zu unterbrechen. Entweder man watschelt stundenlang durch die Wüste und sucht unter jedem Stein oder, was deutlich einfacher wäre, man fährt schneller als 95 Meilen pro Stunde an dem Gebiet vorbei. Dann lichtet sich so ein Tarnfeld. Ich weiß nicht, warum es funktioniert, aber es funktioniert. Ich muss also nur schneller als 95 Meilen pro Stunde fahren. Ja, aber im Ernst, sei vorsichtig, okay? Ich weiß, dass du wahrscheinlich besser vorbereitet sein wirst als diese Kids. Aber wenn die Regierung bereit ist, Leute einzusperren, um diesen Ort zu vertuschen, dann muss es etwas wirklich Ernstes sein. Ich möchte nicht daran denken, was passiert, wenn du erwischt wirst. Danke, Will. Du weißt, dass ich vorsichtig sein werde. Ich verbrachte den Rest des Tages damit, eine kleine Überlebenstasche für alle Fälle zu packen, bevor ich mich auf den Weg zum nordöstlichen Rand der Stadt machte. Auf dem Weg dorthin war ich ziemlich nervös, aber ich musste einfach wissen, was zum Teufel dort los war. Die Tatsache, dass nur ein paar Meilen von mir entfernt etwas so Seltsames vor sich ging, war für mich unwiderstehlich. Ich musste die Wahrheit herausfinden. Ehrlich gesagt ging es nicht einmal mehr um meinen Blog, obwohl ein Beitrag diesbezüglich natürlich toll gewesen wäre. Ich fuhr auf die Interstate und als ich die letzte Ausfahrt in der Stadt passierte, drückte ich das Gaspedal durch und ließ den Motor kräftig beschleunigen. Ich rechnete damit, dass ich für diese Fahrt entweder einen saftigen Strafzettel oder eine tolle Geschichte bekommen würde. Aber das Risiko war die Belohnung hoffentlich wert. Glücklicherweise war die Straße heute ziemlich leer, so dass ich keine Probleme hatte, wie ein Wahnsinniger zu rasen. Ich begann gerade die Hoffnung auf mein Abenteuer zu verlieren, als ich etwas entdeckte, das ich auf dem Highway noch nie gesehen hatte. Eine alte, zerfledderte Werbetafel. Auf dem Schild stand Rastplatz 2 Meilen und wies in die Wüste. In der Ferne konnte ich vage einige vom Alter gezeichnete Gebäude ausmachen, die ich mit 100%iger Sicherheit dort noch nie gesehen hatte. Mir dämmerte, dass dies der Ort sein musste, von dem die Kids geredet hatten. Ich wurde langsamer, als ich mich der Reklametafel näherte. Und tatsächlich, alles verschwand vor meinen Augen. Ich hielt genau dort an, wo das Schild stehen sollte, und starrte in die Wüste. Dort gab es nichts. Keine Schilder, keine Gebäude, nur leeres Land. Ich zögerte an dieser Kreuzung, denn ich hatte plötzlich Angst vor dem, was ich finden könnte. Das alles wurde mir plötzlich ein wenig surreal, nachdem ich dieses unerklärliche Phänomen tatsächlich selbst gesehen hatte. Ich hatte in der Vergangenheit mit einigen möglicherweise paranormalen Situationen zu tun gehabt, aber ich hatte noch nie etwas vor meinen Augen verschwinden sehen. Ich saß in meinem Auto und versuchte in der Stille der Wüste meine Fassung wiederzuerlangen. Nein, ich war zu weit gegangen, um jetzt auszusteigen. Ich hatte zu viel Interesse investiert, um nicht die Wahrheit herauszufinden. Ich kurbelte am Lenkrad und fuhr meinen Wagen von der Straße in Richtung der Reklametafel. Die Luft um mich herum kräuselte sich plötzlich und es war, als ob sich der Horizont teilte und eine andere Welt enthüllte. Ich fuhr auf einer altertümlich aussehenden, von der Sonne ausgebleichten Straße, die irgendwie mit dem Highway verbunden war. Am Straßenrand stand allerlei Gerümpel, verrostete Autos und kaputte Geräte standen verlassen herum. Weiter vorne wurden die baufälligen Gebäude deutlicher sichtbar. Sie sahen sehr alt aus, fast wie eine Geisterstadt. Es handelte sich eindeutig um öffentliche Gebäude und nicht um Regierungseinrichtungen, obwohl es wahrscheinlich war, dass es sich nur um eine Fassade für den eigentlichen Betrieb handelte. Ich spürte einen kalten Schauer im Nacken, als ich mich der Ansammlung von Gebäuden näherte. Irgendetwas schien an diesem Ort nicht zu stimmen. Wenn es ein Regierungsviertel war, warum gab es dann keine Wachen? Warum gab es keine Sicherheitsmaßnahmen, keine Militärbunker?
Ich hatte wirklich Angst, und zwar nicht, weil ich Schiss davor hatte, erwischt zu werden, sondern weil ich Angst hatte, was zum Teufel sie dort versteckten. Schließlich kam ich an eine Straßenbiegung, und gleich um die Ecke befand sich eine lange Reihe von verlassenen Gebäuden. Dieser Ort sah aus, als wäre er seit 50 Jahren nicht mehr angerührt worden. Die Farbe blätterte ab, Rost bedeckte alles, und kein einziges Stückchen war von den schmutzigen Klauen des Staubs verschont geblieben. Ich hielt mein Auto direkt neben dem ersten Gebäude auf der rechten Seite an. Das unheimliche kalte Gefühl saß mir immer noch im Nacken, als ich mich unsicher umsah. Ich verließ mein Auto und begann die Straße hinunterzugehen, ohne zu wissen, wo ich anfangen sollte. Ich entschied mich für ein kleines, gedrungen wirkendes Gebäude mit einem ehemals babyblauen Anstrich. Ein Schild mit der Aufschrift Lebensmittelgeschäft in matten schwarzen Buchstaben hing über der Fassade des Gebäudes. Ich ging zu den schmutzverzierten Fenstern und konnte durch die dicken, staubigen Scheiben nichts sehen. Wie ein paranoider Narr schaute ich mich noch einmal schnell um, bevor ich die Tür öffnete und eintrat. Die Scharniere quietschen und das Mistding blieb auf halbem Weg stecken, weil es an wer weiß was hängen blieb. Genervt schlüpfte ich durch den schmalen Spalt und war sofort erstaunt, wie viel Staub in diesem verdammten Haus lag. Der ganze Ort war düster, obwohl draußen die Sonne schien. Der dicke Schmutz an den Fenstern wehrte wie ein übermächtiges Bataillon jeden Sonnenstrahl ab. Ich holte meine Taschenlampe heraus und richtete sie auf die Umgebung, wobei ich nichts Interessantes entdeckte. Selbst das war mir unheimlich. Die Regierung deckte diesen Ort ab, sie wollte offensichtlich niemanden hier haben, und doch gab es dort nichts von Interesse. Ich untersuchte jeden Winkel dieses Raumes, bevor ich zum nächsten Gebäude weiterging, dann zum nächsten und zum nächsten. Ich dachte schon, dass ich vielleicht nur zufällig über eine Geisterstadt gestolpert war. Doch dann sah ich etwas. Gerade als ich darüber nachdachte, meine Sachen zu packen und zu gehen, sah ich etwas aus einem Gebäude auf der anderen Seite der Straße stolpern. Von hier aus war es schwer zu erkennen, wer es war, aber ich konnte sagen, dass es eine Person war. Ich war schon ganz aufgeregt, weil ich dachte, dass sie vielleicht aus einem versteckten Bunker kam, dass dort vielleicht alle Geheimnisse versteckt waren. Aber irgendetwas stimmte an dieser ganzen Szene nicht. Die Person schien nur ziellos die Straße entlang zu stolpern, fast wie ein Zombie zu gehen. Sie lief im Zickzack hin und her ohne jeglichen Orientierungssinn. Ich glaube, sie hat mich nicht einmal gesehen. Neugierig begann ich, mich der Gestalt zu nähern, weil ich mich fragte, ob sie vielleicht krank war oder so. Die Person näherte sich langsam einem anderen Gebäude, als ich hinter ihr auftauchte, aber immer noch einen Sicherheitsabstand einhielt. Von hier aus konnte ich nicht viel erkennen, aber die Person schien eine Latzhose und ein altes T-Shirt zu tragen. Der Rest des Körpers war mit schmutzigen, braunen Verbänden bedeckt, welche mit zahllosen Flecken versehen waren, von denen ich nur annehmen konnte, dass es Blut war. Die Person sah uralt aus wie eine lebendig gewordene Mumie, und allein der Anblick der Gestalt ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Sie blieb plötzlich vor der Tür stehen und drehte den Kopf leicht nach links. Das Ding atmete nicht, aber ich konnte deutlich das Knacken seiner Gelenke hören, als es sich drehte. Es sah mich direkt an und ich erstarrte wie gelähmt vor Angst. Das Ding stieß einen lauten, gequälten Schrei aus. Es begann sich zu winden und zu schütteln und verzerrte sich krankhaft vor mir. Zuerst dachte ich, es sei Wut, aber das war es nicht. Es war Schmerz. Die Kreatur drehte sich und schrie und brüllte vor Schmerz. So viel Schmerz, die leibhafte Qual. Ich machte einen Schritt zurück und der Körper des Dings erwachte plötzlich zum Leben und stürzte sich mit unvorstellbarer Geschwindigkeit auf mich. Ich drehte mich sofort um und rannte so schnell ich konnte. Ich drehte mich im Laufen um und sah nur, wie die Kreatur hinkte und ihren gequälten Körper mit einer alarmierenden Geschwindigkeit voranschleppte. Ich rannte direkt über die Straße auf das Gebäude zu, aus dem es herausgekommen war, und hoffte inständig, dass es mir nicht ins Innere folgen würde. Die Tür schlug hinter mir zu, als ich in völlige Dunkelheit eintrat. Die Fenster hier waren mit schweren Vorhängen verhängt.
Ich hielt inne und setzte mich mit dem Rücken gegen die Tür, in der Erwartung, dass die bandagierte Kreatur dagegen klopfen würde oder Schlimmeres. Aber es klopfte nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich dort in der Dunkelheit saß und über all das nachdachte. Schließlich fasste ich den Mut aufzustehen und meine Taschenlampe einzuschalten. In meinem Erstaunen war der Raum um mich herum völlig leer, bis auf eine große Tresortür, die leicht angelehnt war. Ich war schon so weit gekommen und trotz meiner tief sitzenden Ängste hatte ich das Gefühl, dass ich keine andere Wahl hatte, als weiterzugehen. Ich öffnete die große Stahltür noch ein weiteres Stück und erschrak über das Geräusch von schwerem Metall, das auf dem Holzboden knirschte. Hinter der Tür befand sich eine lange, steile Treppe, die in einen pechschwarzen Abgrund hinabführte. Mit einigem Zögern begann ich den Abstieg in den Bunker. Das war er, der geheime Stützpunkt, auf den ich gewartet hatte, der Ort, aus dem die bandagierte Gestalt hervorgetreten war. Zwei Dinge fielen mir sofort auf, als ich das Untergeschoss erreichte: der starke metallische Geruch und die unnatürliche Kälte. Draußen waren es an die 40 Grad, aber dieser Bunker schien zu frieren, obwohl er offenbar keinen Strom hatte. Ich leuchtete mit meiner Taschenlampe umher und sah, dass ich mich in einer Art Zentrale befand, von der mehrere kleine Räume abzweigten, sowie ein langer Gang direkt zu meiner Linken. Um mich herum sah es aus wie in einem Film aus den 50er Jahren, in der Zeit des Kalten Krieges. Eilig hingekritzelte Notizen bedeckten kahle Metalltische und riesige Reihen von Bändern und Röhren bildeten etwas, von dem ich nur annehmen konnte, dass es eine Art Militärcomputer aus den 50er Jahren war. An der gegenüberliegenden Wand befand sich eine Korkplatte, an der eine Weltkarte mit mehreren Markierungen angebracht war. Ein großer roter Kreis umgab Las Vegas, ein weiterer Moskau. Überall um mich herum hingen Propagandaposter aus der Zeit des Kalten Krieges und Schilder, die die Arbeiter daran erinnerten, stets die richtige Sicherheitsausrüstung zu tragen. Wie ich gehofft hatte, handelte es sich um einen Militärstützpunkt, aber nicht um eine Hightech-Anlage im Stil von Area 51. Nein, dies war ein Relikt, verloren, verlassen, vom Militär verschlossen und seit Jahren unbewacht. Hier musste etwas Schreckliches passiert sein. In diesem Moment bemerkte ich das gleichmäßige, rhythmische Geräusch von Luft, das durch einen der Eingänge drang, obwohl ich die Quelle nicht ausmachen konnte. Offensichtlich muss dieser Ort noch Strom haben, wenn ein Luftsystem läuft, also dachte ich, ich könnte versuchen, diesen alten Computer einzuschalten und hätte dann hoffentlich die Möglichkeit, die Geheimnisse dieses Ortes zu lüften. Leider kannte ich mich mit 60 Jahre alten Industriecomputern nicht aus und so hatte ich, gelinde gesagt, einige Schwierigkeiten. Nach ein paar Versuchen entschied ich, der Steinzeitrechner war wie ich nach einem All-You-Can-Eat-Buffet, nicht zum Laufen zu bringen. Stattdessen wandte ich mich den verschiedenen Notizen zu, die mich umgaben, um nach weiteren Hinweisen zu suchen. Die meisten von ihnen hatten dasselbe Datum, irgendwann im Jahr 1956, und verkündeten Test fehlgeschlagen. Ich sah das immer wieder: 2. Februar 1956, Test nicht bestanden. 8. März 1956, Test fehlgeschlagen. 27. März 1956, Test fehlgeschlagen. Dutzende und Dutzende von Einträgen lagen auf diesem Schreibtisch. Doch dann, ganz unten auf einem der Zettel, standen noch zwei Einträge. Der erste lautete: 1. November 1956, Fortschritte gemacht, Verbindung instabil, Koordinaten der anderen Seite unbekannt. Der zweite lautete: 7. November 1956, Verbindung erfolgreich. Mein Gott, was haben wir getan? Ein ungutes Gefühl machte sich in meiner Magengrube breit, als ich diese Worte las. Was hatten sie an diesem Ort getan? Bevor ich weiter über meine Gedanken nachdenken konnte, hörte ich einen lauten, dumpfen Knall von meiner linken Seite. Durch das plötzliche Geräusch aufgeschreckt, schlich ich mich langsam an die Tür heran, die in den langen Flur führte. Je näher ich kam, desto lauter wurde das Geräusch der sich bewegenden Luft. Ihr gleichmäßiger Takt klang fast wie ein Atmen. Ich ging zu dem kleinen Glasfenster in der Tür und spähte hindurch, um nachzusehen. Was ich sah, erschütterte mich zutiefst. Die Augen. Hunderte von großen, roten, glühenden Augen starrten mich an. Sie starrten mich an. Diese Trenchcoat-tragenden Gestalten blickten durch ihre militärischen Gasmassen direkt auf mich. Das schwere Geräusch von mechanischem Atem dröhnte in meinen Ohren.
Sie bewegten sich, drängten sich um die Tür, hämmerten dagegen und schrien Dinge, die ich nicht verstehen konnte. Ich geriet ins Straucheln und stolperte über meine eigenen Füße, als ich mich bemühte, aufzustehen und diesen verfluchten Ort zu verlassen. Ich rannte blindlings die Treppe hinauf und verließ das Gebäude in völliger Panik. Als ich ins Sonnenlicht hinaustrat, hatten meine Augen Mühe, sich an die helle Mojave-Wüste zu gewöhnen. Ich rieb mir die Augen, während ich rannte, und hoffte verzweifelt, mein Auto zu erreichen. Plötzlich blieb ich stehen, denn der unverwechselbare Klang einer Luftschutzsirene schallte durch die Stadt. Sie drang an meine Ohren und trieb meine Panik noch weiter an. Ich beobachtete um mich herum, wie Kreaturen aus Gebäuden und Gassen hervortraten und langsam die Straße bevölkerten. Einige von ihnen sahen menschlich aus, waren mit Verbänden bedeckt oder trugen Gasmasken. Andere waren anders, grauhäutig, massig, unendlich lang und dünn. Sie hatten lange, scharfe Klauen, knollige Köpfe ohne Gesicht, große, ledrige Flügel, die schlaff an ihren Seiten hingen. Sie kamen alle langsam auf mich zu, zuckten, scharrten. Ich rannte einfach. Ich spürte nichts außer dem Klopfen meines Herzens in meiner Brust. Ich rannte einfach nur. Ich erreichte mein Auto, stieg ein und gab so viel Gas wie noch nie in meinem Leben, wendete scharf und raste aus diesem verdammten Ort heraus. Hinter mir ertönten weiterhin die Luftschutzsirenen, eine Kakophonie aus Chaos in meinen Ohren. Dann plötzlich, als mein Auto die alte Straße hinunterraste, war ich von Staub umgeben und konnte nichts mehr sehen. Ein gewaltiger Knall, unverkennbar eine Explosion, pulverisierte die Stadt hinter mir. Ich fuhr einfach weiter. Ich verfolgte die Straße, bis ich die alte Reklametafel sah, wo ich wieder auf den Highway abbog. Zurück in die normale Welt, in der es keine Monster gibt, und ich fuhr einfach weiter. Einfach weiter. Ich schaute noch einmal hinter mich, als ich unglaublich schnell wegfuhr, aber ich sah keinen Atompilz, keinen Rauch. Die Stadt stand immer noch in der Ferne und verhöhnte mich, perfekt erhalten mit ihrer Menagerie des Schreckens. Ich verlangsamte mein Tempo wieder auf ein normales Maß und die Stadt verschwand im Nichts, als hätte sie nie existiert. Danach habe ich meinen Blog abgeschaltet. Ich hörte auf, mit Will zu sprechen, ich hörte auf, Dinge zu erforschen und zu hinterfragen. Ich hatte einen Großteil meines Lebens damit verbracht, das Paranormale zu erforschen und hatte nie mehr gesehen als eine kleine Bewegung oder ein unerklärliches Geräusch. Aber das hier war real. Es war greifbar. Es war das pure Böse. Nichts, was man als Hobby haben sollte. Obwohl ich nie von der Regierung kontaktiert wurde, sehe ich manchmal einen völlig verdunkelten Suburban in der Nähe meines Hauses parken, von dem ich schwöre, dass ich ihn vor meinem Ausflug zu dieser Stadt noch nie gesehen habe. Aber wie gesagt, ich wurde weder kontaktiert noch bedroht oder fürs Schweigen bezahlt. Ich schätze, ich bin ein zu kleiner Fisch oder vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt. Egal wie die Wahrheit aussieht, ich will mich nie wieder mit dem Paranormalen und anderen Geheimnissen auseinandersetzen. Die Wahrheit ist viel hässlicher, als ich dachte. Ich muss irgendwie wieder aus diesem Museum raus. Ich hab nichts gegen Kunstmuseen, auch wenn sie irgendwie langweilig sind. Und ich bin kein Künstler oder so, aber ich habe nichts gegen sie. Viele der Gemälde sind sogar ziemlich cool und es ist viel besser, als im Matheunterricht zu sein. Wir waren ja nur auf einem Schulausflug dort und meine Klasse ist verdammt groß. Ich hatte nicht einmal Freunde in dieser Klasse. Also hielt ich mich unbeholfen zurück, während leises Geplapper durch die Menge ging. Ich versuchte, dem Vortrag meiner Lehrerin über eines der Gemälde so gut wie möglich zu folgen, aber ich dachte mir, wenn ich mich irgendwo wegschleichen würde, würde sie es in dem Meer von Kindern gar nicht bemerken. Um ehrlich zu sein, das ganze Herumlaufen und Zuhören bei ihrem monotonen Vortrag machte mich schläfrig. Ich trat langsam einen Schritt zurück und hoffte inständig, dass ich kein forderndes »Wohin gehst du?« hören würde. Mit Erfolg. Ich schlich mich unbemerkt davon. Am Ende eines der Gänge hatte ich einen Vorratsraum entdeckt, also machte ich mich auf den Weg dorthin. Verdammt, ich wollte nur ein kleines Nickerchen machen, 20 Minuten oder so.
Exkursionen konnten einen manchmal ganz schön erschöpfen. Der Vorratsraum sah sicher aus. Selbst wenn ein Mitarbeiter reinkommen würde, hoffte ich, dass er Mitleid mit einem müden Mittelstufenschüler hätte und mich in Ruhe lassen würde. Ich weiß, Wunschdenken. Aber trotzdem, ich wollte gerade die Tür öffnen, als mir ein großes Schild neben der Tür ins Auge fiel. Das Museum schließt um Punkt 18 Uhr. Gäste müssen um 18 Uhr draußen sein. Das Personal muss um 19 Uhr draußen sein. Dies ist eine wichtige Vorschrift. Nichtbeachtung wird Konsequenzen haben. Wenn ich so darüber nachdenke, war eines dieser Schilder in jedem einzelnen Gang und Korridor, an dem wir vorbeikamen, angebracht. Genau genommen nicht einmal nur eines. Sie hatten mehrere. Eines an den Enden der Flure, eines in der Mitte, eines am anderen Ende und so weiter. Herrje, dachte ich. Was mag hier passiert sein, dass man dermaßen penetrant auf die Schließungszeiten hinwies? Die Zeiten 18 und 19 Uhr waren in fetter, roter Tinte geschrieben und doppelt unterstrichen. Äußerste Wichtigkeit, dachte ich. Wir haben es verstanden. Darunter stand auch eine Telefonnummer mit der Aufschrift: Wenn Sie nach 19 Uhr im Gebäude sind, bitte den Manager unter dieser Nummer anrufen. Bitte anrufen. Sie müssen sofort anrufen. Ein bisschen zu dramatisch für meinen Geschmack. Ich schlüpfte in den Vorratsraum und setzte mich auf einen Hocker. Ich lehnte mich an die Wand und war in ein paar Minuten weg. Ich wachte in der Dunkelheit auf. So ein Mist, wie viel Uhr war es? Verschlafen rieb ich mir die Augen. Der Vorratsraum sah genauso aus wie vorher. Ich nahm an, dass kein Mitarbeiter hereingekommen war und mein Nickerchen unbemerkt geblieben sein musste. Aber wie spät war es? Ich warf einen Blick auf mein Handy und überschlug mich. Verdammt! Mist! Verdammt! 21.43 Uhr? Shit! Wie lange habe ich geschlafen? Wie konnte ich nur... Ach, egal. Scheiße. Kein Wunder, dass es dunkel war. Das Museum war längst geschlossen und alle waren weg. Na toll. Und wie sollte ich nach Hause kommen? Es war ja nicht so, dass der Schulbus draußen auf mich gewartet hätte und... Meine Familie ist wahrscheinlich ausgeflippt. Ich musste ihnen eine SMS schicken. Ich nahm mein Handy wieder in die Hand. Kein Empfang. Natürlich nicht. Ich befand mich in einem Vorratsraum in einer entfernten Ecke des Gebäudes. Ich öffnete knarrend die Tür und spähte hinaus. Die Gänge sahen düster und verlassen aus. Nicht ein einziges Licht war an. Mein Handy hatte nicht mal viel Akku, sonst hätte ich die Taschenlampe benutzt. Von irgendwo drang das Geräusch tropfenden Wassers an mein Ohr. Es klang geradezu beunruhigend. Das einzige Geräusch, das die Stille durchbrach. Es hallte auch ein wenig in den leeren, stockdunklen Gängen wieder, was es noch unheimlicher machte. Vielleicht hatte jemand einen Wasserhahn im Bad nicht komplett zugedreht? Ich trat aus dem Zimmer in den unheimlichen Korridor, der von Gemälden verschiedener Künstler und Themen gesäumt war. Das Museum kam mir ursprünglich nicht so lang und verwirrend vor. Plötzlich fühlte ich mich wie in einem Labyrinth, einem Irrgarten aus gruseligen, dunklen Wänden mit Gemälden und Skulpturen. Und ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Ich holte tief Luft und begann zu laufen. Der Haupteingang müsste irgendwo in dieser Richtung sein. Oder vielleicht konnte ich aus einem der Fenster klettern. Wie auch immer, irgendwie musste ich dafür sorgen, dass mein Handy wieder Empfang bekam. Ich wollte nicht, dass meine Eltern die Polizei riefen und eine ganze... Klopf, klopf. Ich wirbelte herum. Klopf, klopf. Waren das Schritte? Tap, tap, tap. Sie kamen immer näher. Es wurde immer lauter, aber die Abstände zwischen den Geräuschen wurden gleichzeitig immer länger. Ich war mir nicht sicher, ob ich weglaufen oder nachsehen sollte, was es war. Ich meine, wovor sollte ich denn weglaufen? Wahrscheinlich war es ein Mitarbeiter, eine Nachtwache oder sowas. Dann ein einziges Klopfen und eine Stimme meldete sich. Hallo. Irgendetwas stimmte nicht mit ihr. Sie war etwas gedämpft und leise. Ich nahm an, dass die Person in einem weit entfernten Korridor oder so war. Ich ging ein paar Schritte näher und rief erneut. Hallo? Hey, es tut mir leid, aber ich habe mich nach der Öffnungszeit im Museum eingeschlossen. Könnten Sie mir den Weg nach draußen zeigen? Kalte Stille, abgesehen von den unheimlichen Wassertropfen. Dann kam es wieder. Näher. Viel näher.
Hallo. Instinktiv flüchtete ich in die entgegengesetzte Richtung. Diese Stimme gehörte auf keinen Fall zu einem Menschen. Glaubte ich an das Paranormale? Nein, eigentlich nicht. Zumindest nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Ich kann die Stimme nicht beschreiben. Sie war heiser und klang, als hätte man dem Sprecher die Kehle herausgerissen oder so. Ich versuchte nicht daran zu denken, als ich einen weiteren verlassenen dunklen Gang passierte. Was war das? Was war das gerade eben? Da hinten war etwas. Kein Mensch, nicht einmal humanoid. Es schien keine wirkliche Form zu haben. Nur eine drohende, formlose Gestalt des Schreckens. Ich weiß nicht, was es war. Ich weiß einfach nicht, was es war. Ich wollte nur noch weg. Hallo! Klopf, klopf, klopf. Shit. Die furchtbare Stimme kam aus dem Korridor, der sich vor mir auftat. Aber das war doch nicht möglich. Wie sollte sie vor mir dort ankommen? Nein, das war unmöglich. Vor allem klang diese Stimme ein wenig anders. Immer noch unverkennlich unmenschlich, aber anders. Ich stand ein paar Sekunden lang einfach nur so da. Die Schritte kamen immer näher und mir wurde klar, dass ich keine Ahnung hatte, wohin ich gehen sollte. Ich wusste nicht einmal, wo der verdammte Eingang war, musste ich mir eingestehen. Fenster waren auch nirgends zu sehen. Hallo! Tap, tap, tap. Zweimaliges Klopfen. Zwei Paare von Schritten. Nah. Näher. Sie kamen direkt auf mich zu. Ich drehte mich um und rannte zurück in den Vorratsraum. Der einzige halbwegs sichere Ort, den ich mir gerade vorstellen konnte. Als ich ihn wieder erreichte, fiel mir das große Schild daneben ins Auge. Rufen Sie den Manager an, wenn Sie nach 19 Uhr im Museum sind. Tap, 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 tap. Das Ding oder die Dinger kamen definitiv auf mich zugerannt. Ich machte ein Foto von der Telefonnummer auf dem Schild, schlüpfte zurück ins Zimmer und knallte die Tür zu. Obwohl ich nach 19 Uhr im Vorratsraum geschlafen hatte, hatten sie mir nichts angetan. Vielleicht konnten sie, wer oder was auch immer sie waren, ja keine Türen öffnen. Hallo. Oh Gott, diese verdammte Stimme, sie stand direkt vor der Tür. Ich kletterte auf einen Haufen Pappkartons und versuchte näher an die Decke zu kommen. Bitte nur einen Balken Handyempfang, bitte. Hallo. 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 Tap, 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 tap. Katz, Katz. Ich wollte schreien. Da waren wer weiß, wie viele von diesen Dingern, die vor der Tür zum Vorratsraum keiften, und ich war mir nicht sicher, ob die Tür sie wirklich abhalten würde. Ich hob das Telefon höher. Zwei Balken. Zwei ganze Balken waren aufgetaucht. Ich wählte die Nummer mit Höchstgeschwindigkeit und hoffte verzweifelt, dass jemand abnahm. Hallo? Hallo? Hallo, ist da der Museumsdirektor? Ja, das bin ich. Wer spricht denn da? Geht es um eines dieser Schulprojektinterviews? Weißt du, wie spät nein. es? Nein, hören Sie, Sir, ich bin in Ihrem Museum und... Was? Ich bin jetzt gerade im Museum. Totenstille bis auf das Kratzen an der Tür des Vorratsraums. Junge, willst du damit sagen, dass du gerade im Kunstmuseum bist? Ja, ja, ich bin... Oh mein Gott. Junge, hör mir zu. Du musst in eine der Räume mit Türen gehen. Der Lagerraum oder... Ich bin im Vorratsraum. Sir, ich weiß nicht was... Im Vorratsraum? Das ist ja großartig. Kind, verlasse den Raum nicht. Öffne bloß nicht die Tür. Sie können keine Türen öffnen. Hallo. Der gottverlassene heisere Ruf erschallte wieder. Und ich schwöre, ich sah etwas unter der Tür leuchten. Ich glaube, eines der Dinge hat versucht, darunter zu schauen. Mache ich nicht. Ich bin... Sir, was sind Sie? Was soll ich tun? Hör zu, Kleiner. Ich weiß nicht genau, was Sie sind. Der vorherige Manager hat mich davor gewarnt. Sie leben in den Gemälden. Sie kommen heraus, wenn es dunkel ist. Ist... was wollen Sie? Von mir Besitz ergreifen? Meine Stimme brach. Nein, sie werden dich mit zurücknehmen. In die Gemälde. Was? Kind,
Hör zu, verschließ die Tür und bleib dort bis zum Morgen. Nur so wirst du das hier überleben. Ich verstehe. Hallo. Sir? Sir, was passiert, wenn Sie mich mitnehmen in die Gemälde? Sterbe ich? Stille. Nein. Du wirst auch eins. Ich schloss die Augen und dachte nach. Hallo. Hallo. Tap, 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 tap. Heißt das? Ja, das sind Menschen. Entweder unglückliche Besucher wie du oder unglückliche Mitarbeiter. Ich schloss wieder meine Augen und versuchte, den Scheiß irgendwie zu realisieren. Was hat sie so gemacht? Was ist es? Ein Fluch? Sind diese Bilder verflucht? Ich weiß es nicht genau, Junge. Der vorherige Manager wusste es auch nicht. Hallo. Ich holte tief Luft und öffnete die Augen wieder. Danke. Danke, dass Sie mit mir reden. Mach die Tür nicht vor morgen früh auf, egal wie schlimm das Kratzen wird. Das Telefonat ist nun schon einige Stunden her. Sie sind immer noch an der Tür und geifern. Ihre schrecklichen Rufe sind jetzt zu blutrünstigen Schreien geworden. Die wollen wirklich ein neues Mitglied, was? Ich liege immer noch auf den Kartons, so weit wie möglich von der Tür entfernt. Aber solange ich die Tür nicht öffne, sollte ich es hier irgendwie lebendig rausschaffen. Hoffentlich. Die Einladung. Es war schon ein wenig unwirklich, nach so langer Zeit in die Heimat zurückzukehren. Allerdings war die einjährige Auszeit in Australien einfach dringend nötig gewesen. Der Stress der letzten Jahre hatte sich mehr und mehr aufgestaut, bis ich das Gefühl hatte, in einem undurchdringlichen Alltagskäfig gefangen zu sein, aus dem es so gut wie kein Entrinnen mehr gibt. Ich musste einfach die Reißleine ziehen, um nicht vollends den Verstand zu verlieren. So gut mir aber die lange Erholungsphase auch getan hatte, so froh war ich nun, wieder in mein gutes altes Haus zurückzukehren. Wie ich erfreut feststellte, hatte sich meine Schwester während meiner Abwesenheit wie versprochen aufmerksam und zuverlässig um mein Haus gekümmert. Schon von außen glänzte es wie frisch gebaut in der nachmittäglichen Frühsommersonne und auch innen war alles blitzblank und ordentlich. Sogar noch viel ordentlicher und aufgeräumter als vor meiner Abreise. Zufrieden räumte ich mein Reisegepäck aus und schlüpfte in meine Wohlfühlklamotten. Danach rief ich meine Schwester an, dankte ihr für die Pflege meines Hauses und versprach, sie zum Dank bald zum Essen einzuladen. Dann wollte ich mich eigentlich ins Bett legen, immerhin war die Reise sehr anstrengend gewesen. Allerdings entschied ich mich nach kurzer Überlegung doch dafür, eine Runde um den Block zu drehen und wieder ein wenig Heimatluft zu schnuppern. Schon als ich auf die Straße hinaustrat, bemerkte ich eine deutliche Veränderung. In den fast 20 Jahren, in denen ich hier gewohnt hatte und nach Berichten von älteren Nachbarn auch schon weit davor, stand schräg gegenüber ein altes und verfallenes Haus, das aus unerfindlichen Gründen nie abgerissen worden war. Es sah wirklich schäbig und gruselig aus und stellte einen solchen Schandfleck für unsere eigentlich hübsche Nachbarschaft dar, dass die Grundstückspreise allein durch den Anblick dieser schäbigen Ruine deutlich in den Keller gegangen waren. Auch wenn ich natürlich davon profitiere, andernfalls hätte ich mir das Haus damals nicht leisten können, so hatte mir die Bruchbude besonders nachts immer ein sehr ungutes Gefühl gegeben und ich hatte stets einen weiten Bogen darum gemacht. Nun aber gab es dieses Haus nicht mehr. Stattdessen stand dort ein schickes, weiß gestrichenes Anwesen, das erst vor kurzem fertiggestellt sein konnte. Neugierig ging ich auf die andere Straßenseite, um mir das Gebäude genauer anzusehen. Tatsächlich, stilvolle Vorhänge, eine saubere, intakte Tür, ein frisch gemähter Rasen. Sogar Blumenkästen an den Fensterbänken. Kein Zweifel,
Das Haus war wieder bewohnt und garantiert neu gebaut, auch wenn es von seiner Grundform her überraschende Ähnlichkeit mit der alten Bruchbude aufwies. Als ich mich noch gedankenversunken über diese überraschende Entwicklung wunderte, öffnete sich die Tür und ein gepflegter Mann, der wie ich Anfang 40 zu sein schien, trat hinaus. Um nicht als Stalker missverstanden zu werden, wollte ich mich reflexartig abwenden, aber da hatte er mich schon entdeckt. »Wohnen Sie im Haus dort drüben?« fragte er unvermittelt und zeigte dabei auf mein Zuhause. »Ja, das ist mein Haus«, antwortete ich überrumpelt. Sofort machte sich ein warmes Lächeln auf seinem Gesicht breit. Er ging auf mich zu und bot mir seine Hand an. »Schneider, Timo Schneider, ich und meine Frau sind neu hier in der Nachbarschaft.« Ich ergriff seine Hand, die sich ein wenig feucht anfühlte. Er hatte einen sehr festen Händedruck, fast schmerzhaft, um genau zu sein. »Freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Christoph Manner. Ich bin auch gerade erst zurückgekommen. Schön, hier neue Gesichter zu sehen.« Der Mann nickte und grinste noch breiter. Und auch wenn sein Lächeln fast schon comichaft war, so wirkte es sehr sympathisch. »Meine Frau Hanna und ich bereiten gerade das Abendessen vor. Wollen Sie vielleicht heute Abend vorbeikommen? Dann könnten wir uns näher kennenlernen.« Das überraschte mich ein wenig. Eigentlich war es nicht meine Art, mich so schnell mit Wildfremden anzufreunden. Aber der Mann strahlte etwas wirklich Angenehmes aus. Und so sagte ich zu. »Gerne. Wann kann ich vorbeikommen?« Der Mann sah auf seine schwarze Armbanduhr. »Wird Ihnen 20 Uhr passen?« Ich nickte, verabschiedete mich freundlich und kehrte in meine Wohnung zurück, um noch ein wenig zu schlafen. Als der Wecker meines Smartphones klingelte, fühlte ich mich seltsamerweise ausgeruht und frisch, auch wenn ich nur 4 Stunden geschlafen hatte. Voller Neugier auf meine neuen Nachbarn machte ich mich auf den Weg und klingelte an der nagelneuen Tür. Hanna öffnete mir und präsentierte ein strahlendes Lächeln, das gut zu dem ihres Mannes passte. Sie trug ein rotes Abendkleid und lockige, mittellange, braune Haare. Sie war recht gut aussehend und mir ebenfalls äußerst sympathisch. Sie bat, mich einzutreten und machte eine einladende Geste. Ich folgte ihrer Einladung. Innen war es stilvoll eingerichtet. Viele helle Cremetöne, helles Holz und ein großes weißes Sofa. Der weiße Esstisch war mit vielerlei Speisen gedeckt, die schon mehr nach Buffet als nach einem einfachen Abendessen aussahen. Es gab Wildbraten, eine Obstplatte, Kartoffelgratin, einen Salat und viele weitere Köstlichkeiten. Und es duftete verführerisch, auch wenn ich gleichzeitig einen leicht modrigen Geruch wahrnahm, der so gar nicht zu den leckeren Speisen passen wollte. Ich tat es als Einbildung ab und setzte mich zu den beiden an den Tisch. Nachdem wir mit einem irgendwie exotisch schmeckenden trockenen Weißwein auf gute Nachbarschaft angestoßen hatten, begannen wir mit Smalltalk und ich erfuhr so einiges aus dem Leben der Schneiders. Timo war wohl ein selbstständiger Unternehmensberater, Hanna die Filialleiterin einer Bank in der Nachbarstadt. Sie hatten sich das Geld für den Hauskauf lange zusammengespart und genauso lange nach einem passenden Grundstück gesucht, bis sie auf die alte Ruine gestoßen waren. Seltsamerweise beharrten sie darauf, dass sie sie renoviert und nicht einfach abgerissen und ein neues Haus gebaut hatten. Ich hätte nicht gedacht, dass das bei der alten Ruine überhaupt möglich gewesen wäre. Währenddessen langte ich beim Essen ordentlich zu. Es schmeckte wunderbar. Allerdings auch anders, als ich es bei vergleichbaren Speisen bisher gekostet hatte. Als ich die beiden nach den Zutaten fragte, verwiesen sie auf exotische Gewürze und ein Familienrezept. Ich dachte nicht weiter darüber nach und genoss es einfach. So vergingen die Stunden mit Gesprächen, gutem Essen und viel Wein. Und ehe ich mich versah, war es bereits 3 Uhr nachts. Da ich morgen meine gewohnten Joggingrunden plante und mir zudem ein wenig unwohl war, was wohl am wenigen Schlaf und dem Alkohol liegen mochte, verabschiedete ich mich und versprach bald wieder vorbeizukommen. Als ich zu Hause ankam, hatte sich mein Unwohlsein in eine ausgewachsene Übelkeit verwandelt und ich war kurz davor, mich zu übergeben. Da ich darauf aber so gar keine Lust hatte, schluckte ich Magentabletten, trank viel Wasser und kämpfte die Übelkeit nieder. Irgendwann stief ich ein. Als ich aufwachte, war es bereits später Nachmittag
und ich hatte meine übliche Joggingzeit eindeutig verschlafen. Immerhin ging es mir etwas besser, auch wenn ich einen pelzigen Geschmack auf der Zunge hatte. Ich trank ein Glas Wasser, aber der Geschmack blieb, begleitet von leichten Kopfschmerzen. Ich nahm mir fürs Erste vor, nicht mehr so viel zu trinken und blickte auf mein Handy. Meine Schwester hatte bereits 3-mal angerufen. Trotzdem hatte ich keine Motivation zurückzurufen. Ohnehin fühlte ich mich lustlos. Das Einzige, was etwas Vorfreude in mir auslöste, war die Aussicht auf ein weiteres Abendessen mit den Schneiders bereits in wenigen Stunden. Wir hatten uns für heute erneut verabredet. Diesmal durfte ich aber nicht so viel trinken. Immerhin würde ich übermorgen bereits wieder im Büro sein müssen und wollte mich nicht daran gewöhnen. Warum ich mich so auf den Abend freute, wusste ich nicht. Vielleicht spielte neben der angenehmen Gespräche und des interessanten Essens auch Hannah eine Rolle, die mir irgendwie gefiel, auch wenn ich mich natürlich schuldig fühlte. Immerhin war sie verheiratet. Als es 20 Uhr war, stand ich wieder vor der Tür und Hannah öffnete. Ihre grünen Augen blickten mich freundlich an und irgendetwas anderes schien auch noch in ihrem Blick zu wohnen. War es Begehren? Ich verscheuchte den Gedanken und begab mich an den Esstisch. Diesmal gab es Lachs, Mousse au Chocolat, Linsencurry und viele weitere interessante Speisen, die erneut aufregend und ungewohnt schmeckten. Allerdings nahm ich auch wieder diesen seltsamen, faulen Geruch wahr. Als ich meinen Mut zusammennahm und die beiden darauf ansprach, erklärte Timo mir, dass sie gelegentlich Probleme mit den Abwasserleitungen hatten. Ein Klempner würde sich auch bald darum kümmern. Diesmal verzichtete ich auf den Alkohol und konzentrierte mich nur aufs Essen und die Gespräche. Dennoch wurde mir erneut übel. Ob ich mir einen Magen-Darm-Virus eingefangen hatte? Ich entschuldigte mich und ging ins Bad. Auch hier fand ich weiße Fliesen und eine stilvolle Einrichtung vor. Mehr interessierte mich aber die Toilette, wo ich, so peinlich es mir auch war, sicher 10 Minuten mit Durchfall verbrachte. Als ich es endlich wagen konnte, stand ich auf und wusch mir die Hände. Seltsamerweise hatte ich nicht den Eindruck, dass sie sauberer wurden, egal wie viel Wasser und Seife ich benutzte. Als ich zurückkehrte, saß nur noch Hannah am Tisch. Sie erklärte mir, dass Timo spontan zu einem Kunden müsse, ich aber natürlich gerne noch aufessen könne. Trotz meiner Übelkeit tat ich genau das. Immerhin wollte ich nicht unhöflich sein, und Hannas Augen trösteten mich ein wenig über meine Bauchschmerzen hinweg. Sie schien mein Interesse zu bemerken und kam näher, immer näher. Irgendwann berührte ihr Mund meinen und sie küsste mich intensiv. Ihre Zunge schmeckte nach einer seltsamen Mischung aus Mundwasser und schlechten Zähnen, auch wenn ihre Zähne eigentlich makellos waren. Vielleicht hatte sie irgendeine Magenkrankheit. Trotzdem genoss ich ihre Küsse und konnte nicht genug davon kriegen. Ehe ich mich versah, lag ich mit ihr auf der weißen Couch und erkundete ihren Körper. Der Rest der Nacht versank im Rausch. Ich wusste nicht, wie ich nach Hause gekommen war, aber ich fühlte mich noch schlechter als den Tag zuvor. Diesmal wollte ich mich übergeben, aber ich konnte es einfach nicht, selbst als ich den Finger in den Hals steckte. Es half einfach nichts. Elend und schwach verbrachte ich den Tag im Bett, bis es erneut 20 Uhr war. Trotz meiner Schuldgefühle machte sich wieder Vorfreude in mir breit. Als ich zur üblichen Zeit in das Haus der Schneiders trat, erklärten beide mir gerade heraus, dass sie über letzte Nacht geredet hatten und sie kein Problem damit hätten. Timo meinte, dass er es gut fände, dass ich mich so gut mit Hannah verstehe. Auch wenn ich es kaum glauben konnte, so freute ich mich natürlich sehr darüber und verbrachte einen weiteren schönen Abend mit den beiden und ihrem guten Essen. So gingen die Tage dahin. Ich aß, redete, liebte Hannah in der Nacht und verbrachte die Tage elend und krank. Ich gab das Joggen vollends auf. Ich meldete mich nicht mehr bei meiner Schwester und meinen Job vergaß ich schlicht. Ich hätte ihn ohnehin nicht mehr antreten können. Der Durchfall und die Übelkeit wurden immer schlimmer. Außerdem nahm ich extrem zu und nahm ein immer unvorteilhafteres und ungepflegtes Äußeres an. Aber solange es Hannah nicht zu stören schien, war es für mich auch in Ordnung.
Alles, was zählte, waren die Abende mit den beiden. Irgendwann klingelte meine Schwester dann doch an meiner Tür und war von meiner Veränderung so schockiert, dass sie mich regelrecht zum Arzt schleifte. Der stellte Schimmel in meiner Lunge und chronische entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen bei mir fest. Ich musste meiner Schwester versprechen, mein Haus auf Schimmel durchsuchen zu lassen. Ich tat es aber nicht. Ich konnte es mir ohnehin nicht vorstellen. Immerhin war mein Haus doch sauber. Stattdessen ging ich weiter zu den Schneiders. Mit der Zeit änderte sich mein Äußeres auch wieder. Ich verlor massiv an Gewicht, bis ich fast hager wurde. Auch wenn ich nach wie vor jeden Abend ordentlich zulangte. Auch verlor ich meine Haare und stellte mit der Zeit fest, dass meine Lippen immer dünner und rissiger wurden. Ich dachte mir nichts dabei. Ich freute mich nur auf den Abend. So ging es weiter. Wochen, Monate. Der Kontakt zu meiner Schwester riss endgültig ab. Und ich war froh darüber. Ich brauchte sie nicht. Ich brauchte niemanden. Ich hatte Hannah und Timo. Eines Abends, ich hatte den Tag mit schmerzenden Fingerknochen verbracht und festgestellt, dass sich mein Zahnfleisch aufzulösen begann, ging ich wieder zu den beiden hinüber. Doch etwas war eigenartig. Das schöne Haus, das ich inzwischen besser kannte als mein eigenes, stand nicht mehr. Stattdessen war dort wieder eine Ruine zu sehen. Verwirrt schritt ich auf die Tür zu und klopfte gegen das morsche Holz. Sofort öffnete mir eine dürre, haarlose Gestalt mit lippenlosem Mund, viel zu langen Fingern und wunderschönen grünen Augen. Es war Hannah, das wusste ich genau. Sie führte mich durch das modrige Wohnzimmer zum vergammelten, gesplitterten Tisch, auf dem sich schimmlige Köstlichkeiten türmten, die gräulich, weiß und grün auf zerbrochenen Tellern lagen. Maden, Fliegenlarven und pelziger Schimmel bildeten dort eine appetitliche Melange. Ich setzte mich und griff beherzt zu, wie ich es all die vielen Monate bereits getan hatte. Dazu trank ich das braune, brackige Wasser und roch Hannas süßliches Aroma und die allgegenwärtige Fäulnis und fühlte mich unendlich wohl. Als mir Hannah mit spröder und schriller Stimme anbot, hier einzuziehen, stimmte ich euphorisch zu. Ich war zu Hause. Nun war ich wirklich zu Hause.